Und damit einen wunderschönen, ja, guten Nachmittag, guten Abend aus der Eifel und willkommen alle Nordschleifen-Fans. Es ist angerichtet für den ersten richtig großen Showdown hier in der grünen Hölle 2023. Zur 51. Ausgabe ADAC Total Energies 24-Stunden-Rennen. Und zwar geht es jetzt los mit zwei Teilen des Top-Qualifyings. Kurz erklärt, haben wir aktuell hier 20 Boliden in der Boxengasse stehen, die alle noch um 5 verbleibende Plätze kämpfen, ins Finale Top-Qualifying einzuziehen, um dann für die Pole-Position hier 2 Runden in den Asphalt zu brennen, auf denen wirklich ganz, ganz viele Fans hier auf den Tribünen und rund um die wunderschönste Rennstrecke dieser Welt genau in diesem Moment warten. Wenn wir da mal hochblicken, da sehen wir BMW, wir sehen Audi. Das Auto mit der 1, das Titelverteidiger-Auto, hat es noch nicht in das letzte Top-Qualifying geschafft und muss jetzt, wie gesagt, mit 19 anderen Autos um die verbleibenden 5 Plätze kämpfen. Das ist eine ganz, ganz besondere Stimmung hier, weil alle warten da drauf. Und wenn wir uns ein bisschen umdrehen, das Legendenauto, Mike Rockenfeller greift in das Auto mit der 40 hinein, Ricardo Feller in der 16er Auto. Wir haben für Aston Martin am Start, das wird alle Fans an der Strecke freuen, einen infernalischen Sound mit Mike David Ortmann. Und dann, oho, die 911, selbst Grello hat es nicht geschafft, sich über das normale Prozedere zu qualifizieren. Und da liegt es jetzt, ja, an wem eigentlich, um diesen Einzug zu kämpfen? Na klar, Kevin Estre sitzt in der 911 im Grelle und wird jetzt dafür sorgen, dass möglicherweise das Auto genau das noch schafft, zu den besten 5 jetzt zu gehören, um dann final um die Pole Position zu kämpfen. 2 Runden in diesem ersten Teil, ja, und dann warten die anderen 13. Da gehen wir gleich drauf ein. Das ist der Falken Motorsport Porsche beispielsweise, aber auch die Schnitzelalm Racing Mannschaft auf dann den finalen Kampf um die Pole Position. Es ist angerichtet hier in der Boxengasse. Wir warten auf das Umschalten der Ampel. Punkt 17.30 Uhr. Haben dann die Autos 5 Minuten Zeit auf Start und Ziel zu ziehen. Und dann werden sie von Renndirektor Walter Hornung im 10-Sekunden Abstand auf die Reise geschickt. Ja, hier unten haben wir das, glaube ich, soweit ganz gut im Blick. Aber die Rundenzeiten, die Sektorenzeiten und wer wo wie genau sitzt, das machen die Kollegen oben in der Sprecherkabine. Ich glaube, das müsste meines Wissens nach ein gewisser Edgar Mielke und Olli Martini sein. Ja, da hast du richtig geraten, Patrick. Wir sind seit Stunden hier unterwegs und erstmal danke an euch draußen auf den Campingplätzen. Danke an euch zu Hause. Es macht wieder unglaublich Spaß. Und Olli, wir beide, diese 25,3 Kilometer, das ist eine Ehre, hast du gerade zu mir gesagt. Und so empfinde ich es auch. Denn was wir da jetzt gleich haben werden, die 20 Fahrer, die jetzt hier gleich versuchen, ins Finale zu kommen. Ich nenne es mal Finale, denn es ist dann das Finale mit den 19 Autos, die um die Pole Position kämpfen werden. Das liest sich wie ein GT3-Gedicht, aber vom Allerfeinsten. Das ist unglaublich, welche Teams sich jetzt noch qualifizieren müssen. Es gibt ja auch die Besonderheit, die Fahrer, die jetzt im Q1 fahren und sich qualifizieren für das Q2, die dürfen dann nicht ans Steuer gehen im Q2. Also Kevin Estre haben wir gesehen, sitzt in der 911, sicherlich einer der Top-Fahrer, der darf dann gleich nicht fahren. Wird für Mantai kein Problem sein, weil die Kollegen Christensen, Makowiecki oder Breining genauso stark sind wie Kevin Estre. Aber das ist schon eine harte Nummer. Wir haben hier intern eben, Eddie, ein Tippspiel gemacht. Du bist auch mit dabei mit unserer gesamten Crew hier oben. Und im Prinzip wurde fast jedes Auto von irgendeinem von uns getippt, weil es ist einfach so unglaublich spannend. Und ich glaube, das Q1, das wird fast noch spannender als das Q2. Welche 5 kommen da weiter? Der Kampf um Platz 5, 6, das wird nachher im Zehntelabstand entschieden. Ja, ganz genau. Und mal für euch als Richtwert. 8:09.469. Das ist die Polezeit vom letzten Jahr von Luca Ludwig im Ferrari gefahren. Patrick, bitte. Boxenampel schaltet auf grün, ja, und jetzt haben alle Akteure 5 Minuten Zeit rauszuziehen. Die ersten Motoren laufen schon und es ist Mike Rockenfeller im 40er Audi, der anfängt rauszugehen. Das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Moment. Er hat zwar nur die Grand Prix-Strecke Zeit, aber nochmal zu fühlen, zu riechen, zu schmecken. Gefolgt vom 22er Car Collection Audi, das 5er Audi. Alex Sims sitzt da am Steuer, der Aston Martin von Mike David Ortmann. Ah, unfassbar, wie geil der Aston klingt. Ja, und jetzt ist es ein bisschen ruhig geworden. Jetzt gehen die ersten Mechaniker schon in Richtung Start und Ziel, weil genau da fahren die Autos hin.
über die Grand Prix-Strecke fahren sie oben über kurz. Auf Start und Ziel werden sie aufgestellt. Startreihenfolge ist festgelegt. Und dann geht es gleich im 10-Sekunden-Takt über die Strecke. Rotronic Racing, vorhin noch mit dem Reifenschaden. Jetzt ist Matteo Cairoli bereit. Pit-Speed-Limiter geht auf, schaltet ganz sanft durch. Also es ist echt angerichtet. Und jetzt kommt noch was ganz Besonderes. Das einzige GT2-Auto hier im Top-Qualifying, der Mercedes-AMG GT2. Ah, Thomas Jäger, kann man am Helm schön erkennen, sitzt drinnen, weiß vorne, hell und dunkelblau an der Seite. Der wird jetzt mal mit richtig Topspeed auf der Gerade für Furore sorgen. Weiter, auch einer der Rowe-Autos muss noch durch. Ferrari, das Auto vom Wochenspiel, Team Monschau mit dem 20er-Auto. Also die besten GT3-Autos machen sich bereit. Und ihr habt es gerade schon gesagt, sich erstmal zu qualifizieren für den finalen Showdown. Wir gehen in Richtung Start und Zielgerade. Und die Jungs oben übernehmen noch mal. Ja, danke, Patrick. Und ja, rechts die Bilder. Olli, unser Moderationskollege Matthias Killing ist vorhin mit unserem Kameraheli über die Campingplätze mitgeflogen. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das hatten, dass wir Donnerstagabend sagen mussten, Freunde, Nordschleife, die Campingplätze sind voll. Da passt nichts mehr hin. Und diese Atmosphäre ist spürbar. Und jetzt gibt es das erste Mal gleich Rock'n'Roll auf vier Rädern. 25,3 Kilometer, 170 Kurven. Die schönste Rennstrecke der Welt mit den besten, mit den geilsten, mit den einmaligsten Fans der Welt. Und das alles im Zeichen der Nürburgring. Die altehrwürdige Nürburgring, Namensgeberin der schönsten Rennstrecke der Welt. Hier seht ihr auch den Grund, warum das grüne Hölle heißt. Nicht irgendwie anders. Es ist grün, es ist rundherum Wald, 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 dazwischen drin Asphalt. Diesen Spruch habe ich mal irgendwann gebracht und es ist einfach unglaublich und es ist so spannend, so schön und natürlich bei euch draußen. Da muss man, ich kann mich gerne wiederholen, einfach nur mal ein Danke sagen für diese Stimmung, die ist. Ich war gestern Abend an der Strecke unten im Breitscheid. Eine Mega-Stimmung hier im Bereich Stallstrecke Klostertal, wo ja auch die Jungs von Pro Stallstrecke immer sitzen. Viele Fans überall verteilt rund um die Strecke. Meine geliebte Mautsche, möchtest du meine Frau werden? Ja, das ist doch super. Besser kann man noch einen Heiratsantrag nicht machen. Grello-Fan ist er noch obendrein, muss er natürlich jetzt auch ein bisschen Daumen drücken. Und natürlich auch hier oben im VIP-Bereich, oben auf dem Boxendach viel los. Das Riesenrad voll besetzt. Es ist unglaublich und ich sage es gerne, gerne, gerne. Danke an alle Zuschauer, die dieses Spektakel ja so besonders machen mit der Anwesenheit hier am Nürburgring. Ja, und das ist ein besonderes Auto auch für mich, Olli. Du weißt es, viele Fans wissen es. Ich habe mit den drei Herrschaften, das hatten wir ja auch noch nie, drei DTM-Champions auf einem Auto im Audi mit der Startnummer 40. Jetzt sehe ich gerade hier Smudo hier unten langschlendern. Hallo Smudo, guck mal hoch in die Sprecherkabine. Der hat seine Session gerade schon beendet. Der wird sich das jetzt auch angucken. Aber das Auto mit der Nummer 40, 40 Jahre Audi Motorsport, das ist was ganz Besonderes mit Mike Rockenfeller, mit Martin Tomczyk und natürlich mit Timo Schader, mit denen ich sehr, sehr viele DTM-Rennen schon kommentiert habe. Ja, und Patrick, bei dem kribbelt es auch, aber einem kribbelt es, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Und das ist unser Rennleiter, Patrick. Eddie, es geht um genau diese Trophäe, die Scuderia Cameron Ron Klickenhaus Trophäe für den Polesetter. Und nochmal, die Autos, die jetzt auf Start und Ziel stehen, die sind noch nicht berechtigt, nach diesem Pokal zu greifen, sondern müssen sich erst noch qualifizieren. Walter Hornung, der Renndirektor bei mir. Wie sehr kribbelt es denn bei dir? Ich meine, das ist eine Traumkulisse. Die Tribüne ist voll, die Campingplätze platzen aus allen Nähten und 20 der schnellsten GT3-Autos stehen parat. Genau, ja, bei mir kribbelt es auch. So langsam kommt die Gänsehaut und ich freue mich auf den Shootout jetzt und hoffe mal, dass die Besten auch dann weiterkommen, dass es die Richtigen trifft. Zwei Runden haben die Akteure Zeit. Du schickst sie im 10-Sekunden Abstand auf die Reise und dann können die Fahrer das aber auch so ein bisschen unter sich ausmachen. Ja, genau. Also die können überholen, die können schneller fahren, also sich nach vorne fahren, können aber auch sich zurückfallen lassen. Und wir haben jetzt, ich glaube, 20 Fahrzeuge haben wir so ungefähr. Es ist genug Platz da. Wir müssen nur sehen, dass wir halt alle die in den knapp 3 Minuten wegkriegen. Und dann warten wir noch 5 und dann kommt der Erste hier rübergeschossen. Und dann geht das Zeitenfeuerwerk los. Walter, die 5 Autos, die es dann schaffen, in den zweiten Teil zu kommen, müssen aber den Fahrer wechseln. Da darf der gleiche Fahrer nicht nochmal ins Lenkrad greifen. Er hätte quasi einen Wettbewerbsvorteil, weil er die Strecke kennt. Genau so ist es. Er kennt dann den aktuellen Zustand der Strecke. Ich meine, jetzt ist alles so in super Zustand, ist ja schon seit Tagen trocken hier. Also alles perfekt, aber um halt den Vorteil auch zu egalisieren,
ist es so, dass der Fahrer gewechselt werden muss. Walter Hornung, wir freuen uns gleich drauf, wenn die grüne Flagge gesenkt wird und die Boliden rausgehen. Und den Anfang, ja, wenn ich das richtig sehe, macht der Wochenspiegel Ferrari das Auto mit der 20. Wir geben noch mal hoch zu euch und gucken, was wir hier noch einfangen können von dieser wirklich besonderen Atmosphäre auf Start und Ziel. Vielen Dank, Walter Hornung. P2. Krello kommt noch. Ja, Krello. Ja. Genau, den sehen wir auch hier im Bild reinfahren, den Krello mit Kevin Estre. Sicherlich einer der absoluten Publikumslieblinge hier am Nürburgring. Natürlich auch das Auto dahinter, der Wochenspiegel. Ferrari WTM Wochenspiegel Team Monschau bei Rinaldi Racing. Rinaldi ist das Einsatzteam. Ja, Kevin Estre gibt dem Patrick das Zeichen. Ja, ist in Ordnung. Und dann gehen wir direkt runter. Ja, da sind wir doch relativ schnell. Kevin, gerade noch schnell gefunkt. Ein ganz, ganz besonderer Moment. Nicht nur dieses Top-Qualifying, wir müssen zwar noch liefern, aber als allererster, nimm uns mit bei deiner Gefühlslage gerade. Ja, das ist ein sehr besonderes Moment, immer allein auf der Nordschleife zu sein. Jetzt Erster. Also ich kann den Warm-Up-Lap so schnell machen, wie ich will. Vielleicht on the Out-Lap ein bisschen die Zuschauer genießen, sehen, wie viel Grello-Flag da draußen sind. Und dann alles geben für zwei Runden und versuchen, in Top Q2 zu kommen. Wir drücken ganz fest die Daumen. Und so cool, wie er da scheint, man spürt natürlich schon auch, wie er ein bisschen angespannt ist. Die Mechaniker wissen genau, was sie zu tun haben. Und es ist angerichtet. Grello, dahinter Ferrari, Audi, Lamborghini. Und das sind nur die ersten vier Fahrzeuge dieser 20, die gleich diesen ersten Tanz hier erleben werden in der Grünhölle. Helfer raus, das Zeichen, 3 Minuten Countdown. Wir machen uns bereit auf den ersten Tanz in der grünen Hölle. Das wird ein besonderer Tanz, denn na klar, Walter Hornung hat es gesagt, gestern war die Strecke ja teilweise ein bisschen dreckig. Ich sage nochmal die Zeiten, wir haben letztes Jahr eine Polezeit gehabt, 8:09.469, Luca Ludwig. Wir haben heute eine schnellste Zeit gehabt, ebenfalls gefahren von Luca Ludwig, 8:12.463 hat Luca Ludwig geschafft. Olli, jetzt mit der freien Fahrt, mit den guten Streckenbedingungen, also ich glaube, wir müssen schon irgendwie auf Zeiten unter 18 setzen für den Polesetter. Da gehe ich mal von aus. Das wird nämlich jetzt gleich passieren. Und das Gute ist ja, es kommen von diesen 20 Autos nur 5 Autos weiter. Ja, und das ist der Spannungsbogen, weil wenn wir die Liste durchgehen, das gibt es ja eigentlich alles gar nicht, was wir da lesen. Um nur einige zu nennen, Sheldon van der Linde und hier in der DTM-Champion, Alexander Sims, Christian Krognes, Ricardo Feller, Matteo Cairoli, Mick Grenier und. Und die ersten drei, Kevin Estre, Daniel Kellwitz und dann Mike Rockenfeller im Legendenauto mit der Startnummer 40. Das wird eine schwere Nummer, ne? Und warum ist es so wichtig, in diese Top 5 zu kommen? Klar, das eine ist das Prestige und die Hoffnung und die Chance, dann im Q2 sich sogar ganz nach vorne zu präsentieren. Aber das hat natürlich auch einen anderen Grund. Wirst du hier nur 6., 7., 8., 9., das kann ja durchaus einen dieser absoluten Topstars hier im Bild, Dennis Marshall, durchaus passieren. Dann stehst du am Samstag beim Rennen morgen halt irgendwo auf Platz 20, 21, 22. Und dann, das kann ich garantieren, verlierst du im ersten Stint mindestens 1 Minute, eher mehr, weil diese Zeit, die du dann im Verkehr verlierst auf den ersten, die holst du auch so schnell nicht mehr auf. Ich gebe runter zum Patrick, denn in wenigen Augenblicken geht's unten los. Dann wird Walter Hornung die Flagge schwenken und ab die Leute auf die Reise schicken. Das 1-Minuten-Schild wurde schon gezeigt und jetzt ertönt die Trillerpfeife. Und das 30-Sekunden-Board. Die Kamera-Handys sind gezückt auf den Tribünen. Die ganze Welt schaut in die grüne Hölle und schaut in diesen Tanz des Top-Qualifyings Nummer 1 hinein. Die 911 Krello, der Porsche 911 GT3R mit Kevin Estre wird dann gleich eröffnen. Walter Hornung blickt auf die Uhr, zählt innerlich mit. Die Nervosität steigt bei allen. Da gibt es noch mal das Handzeichen für das 5-Sekunden-Signal. Und dann geht die grüne Flagge runter. Kevin Estre im Porsche eröffnet. Und dann macht sich Daniel Kailwitz im Wochenspiegel Team Monschau Ferrari bereit. Seine grüne Flagge für das Auto mit Startnummer 20. Legenden bei Audi, Mike Rockenfeller. Das 40er Auto für 40 Jahre Audi Sport. Die Reise öffnet für Rocky und sein Tanz durch die grüne Hölle. Gestern noch verunfallt am Galgenkopf. Jelmer Burmann, der Niederländer, nimmt den Konrad Lambo jetzt leicht hoppelnd in diese Startphase hinein
und fährt den schwarz-grünen Wagen mit der 7 in dieses Top Q1 hinein. Der Pirelli-farben getarnte Dynamic GT Porsche, das 54er-Auto, da ist es Laurin Heinrich, der amtierende Porsche Carrera Cup Champion und seine zwei Runden durch die Hölle. Das 22er-Auto von Car Collection ist es Dennis Marshall und Achtung, schön die Ohren auf, die 69 aus dem Hause von Aston Martin mit Darren Turner, der gesagt hat, das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring ist wie so eine anständige Pappschlägerei. Da musst du mit allem rechnen. Jetzt hat er zwei freie Runden und kann alles zeigen. Die 101, Jesse Krohn im Walkenhorst BMW und dahinter ist es das 25er-Auto, dieser rot blaue 25er Huber Porsche mit Koum Ledoğar, dem Franzosen, der auf die Reise geht. Vielleicht nicht die schnellste Zeit, aber den schnellsten Topspeed für den Mercedes GT2, das Auto mit der 46 und Thomas Jäger in seiner Top-Qualifying-Runde. Wir blicken nach oben und sehen den nächsten Ferrari. In dem Fall ist es das 19er Auto mit Johannes Stengel für Racing One. Also der weiß-blaue Ferrari, der auf seine Reise geht in diesem Top-Qualifying hinein. Der 222er Wagen der Schnitzelalm-Mannschaft, ebenfalls ein GT2-Auto mit Michael Grenier, Rotronic Racing. Das 96er Auto geht mit Matteo Caroli auf die Reise und dann sind es nicht mehr viele, die für diese zwei schnellen Runden entlassen werden von Renndirektor Walter Hornung. Das 16er Auto geht mit Ricardo Feller, dem jungen Schweizer, auf die Reise. Und dann kommt das zweite Walkenhorst-Auto. Christian Krognes, einer der ganz, ganz schnellen, mit der Startnummer 102. Das 5er-Auto, das wir kennen aus der NLS. Alex Sims, der Brite, am Steuer des 5er-Scherer-Sport-PRX-Autos. Und dann kommen die Rowe-Mannschaft mit dem 98er-Auto. Sheldon van der Linde. Der ist schon hier richtig am Durchbeschleunigen. Ende der Boxengasse. Und dann kommen die finalen Autos für den Tanz. Der rot-schwarze Mercedes mit der 2. Fabian Schiller, stark im letzten Qualifying vorhin, hat sich richtig eingegroovt. Wir sehen die letzten beiden Autos. Das 1er-Auto, die Titelverteidigermannschaft mit Matthias Drudi. Und last but not least, der Aston Martin von Mike David Ortmann. 20 Autos auf der Reise und die beiden Kommentatoren heißen Olli Martini und Edgar Mielke. Bitte schön. Ja, und der Blick von oben, der ist einfach geil. Genauso geil wie das hier. Kevin Estre, Reiseleiter hier auf den 25,3 Kilometer, die 170 geilsten Kurven der Welt. Ja, und Kevin Estre ist einer, der das hier liebt. Und er hat es ja gesagt, Olli, ja, mal ein bisschen gucken, die Fans genießen. Ne? Und vor allen Dingen eben das, was sie lieben, diese freie Fahrt, diese Möglichkeit, die wird es dann ab morgen, wenn dann Rennstart ist, nicht mehr geben. Jetzt zählt's. Das ist ein gelebter, das ist ein gefahrener Rennfahrertraum. Aber auch ganz wichtig, und das gilt auch für Kevin Estre und für alle anderen, ganz, ganz wichtig, die Reifen in einem vernünftigen Tempo auf die richtige Temperatur zu bringen. Fährst du die Reifen zu schnell, zu warm, dann geht der Luftdruck extrem nach oben und dann baut der Reifen nachher schnell ab. Da musst du wirklich Fingerspitzengefühl haben. Wir haben gesehen, eben Anfahrt Metzgesfeld, da hat er ein bisschen Zickzacklinie gemacht, aber noch sehr dezent. Auch jetzt hier runter Richtung Wehrseifen, Wehrseifen raus, jetzt schauen wir mal, macht er da die Zickzackbewegungen? Nee, er fährt noch gerade, fährt leicht locker runter und der wird dann gleich so, ich würde mal sagen, ab Bereich Brünnchen, die Reifen extremer aufwärmen, wird dann auch anfangen, die Bremse dabei zu treten, damit über die Bremse, über die Felge, der Reifen auch von innen schön die Temperatur, die Bremse auf die richtige Temperatur kommt. Das ist so extrem wichtig, da die richtige Reifentemperatur zu haben für diese zwei Runden, denn er will natürlich auch womöglich im zweiten Satz, wo dann noch ein bisschen weniger Sprit ist, dann hast du 13 Liter Sprit etwa weniger im Auto, dementsprechend ungefähr 13 Kilo, sagen wir 12 Kilo weniger Gewicht an Bord, die machen sich auch bemerkbar und dann willst du aber auch, dass der Reifen immer noch dieselbe Performance hat wie in der ersten Runde.
Ganz interessant, da haben wir gerade gesehen, Matteo Cairoli, der in der Startaufstellung hier bei Start und Ziel hinter Mick Grenier losgefahren ist. Der ist schon am Kanadier, dem ehemaligen DTM-Fahrer im Schnitzelarm Racing GT2 Mercedes AMG vorbeigefahren. Also die Positionierung ist jetzt freigestellt. Da können die machen. Und hier, guck mal, da sehen wir auch warum. Was ist da los? Gab es da ein Problem bei Mick Grenier? Nee, der macht einfach nur langsam und lässt den Cairoli, der anscheinend seine Reifen anders auf Temperatur bringen will, vorbei. Die Eifel von oben, ein Traum. 16 Grad die Außentemperatur, das wird nachts empfindlich kühl. Das könnte eine entscheidende Rolle spielen. Und hier jetzt im Caracciola-Karussell Kevin Estre, der Erste. Da ist noch keiner in der Nähe. 10 Sekunden, wie gesagt, war der Abstand. Und jetzt zählt es dann gleich, wenn sie hier bei Startziel vorbeikommen. Und ich habe es vorhin ja schon mal versucht zu erzählen. Unser Moderationskollege Matthias Killing ist im Kamera-Heli mitgeflogen. Schönen Gruß nach oben, die Jungs da im Heli. Was die da machen, was die für Job machen, das ist eine Sensation. Und Matthias Killing, der schon viel gesehen hat auf der Welt, sagte nur, wow, die Campingplätze, die Fans in der Eifel. Schöne Grüße an alle Beteiligten. Sowas hat er überhaupt noch nicht gesehen. Dauergänsehaut bei unserem Moderator. Rocky, Mike Rockenfeller. Ja, überwiegend in den USA tätig als Profi, hat ja Großes vor, wird auch in Le Mans mit einem Sensationsauto an den Start gehen, nämlich mit einem Nesca-Auto mit US-Legende Jimmy Johnson und unter anderem dann natürlich auch neben Rocky auf dem Auto Jenson Button. Also Olli, was ich damit sagen will, Mike Rockenfeller, Ex-DTM-Champion, ja, Kommentatorenkollege von mir wie du als Experte in der DTM, der ist im Saft. Der fährt nämlich richtig viel für Rennauto, auch wenn es andere Fahrzeuge sind. Ja, und die Nordschleife kennt Rocky. Auch er ist einer der Gesamtsieger. Letzte Woche noch in Laguna Seca unterwegs gewesen in der IMSA-Serie, jetzt am Nürburgring. So, und jetzt kommt die Zeit, Bell of S angesagt, und jetzt wird er dann anfangen, die Reifen richtig warm zu fahren. Du siehst auch, das ist schon vom Speed her schon schneller. Er will natürlich auch die Motoren und Temperaturen in den richtigen Bereich bringen. Und das ist schon flott. Er will natürlich auch dann testen, ist der Reifen schon da, wo er hin soll? Ist die Temperatur schon da? Noch alles nichts am Limit, das ist noch weit vom Limit entfernt. Aber es geht schon mal so in die Richtung, das Auto zu spüren, zu testen. Die hatten ja eben im Qualifying 3 alle Porsche oder die meisten Porsche arge Probleme mit dem Hinterreifen hinten links. Da gab es bei 3 Porsche hinten links den Reifenschaden. Und das will man natürlich ausschichten. Jetzt wird er definitiv ein bisschen mehr Schlangenlinien fahren, die Reifen dann auf die entsprechende Temperatur bringen. Ah, gar nicht mal so sehr. Anscheinend ist er mit der Temperatur, mit dem Grip-Level, so wie es jetzt im Moment ist, durchaus zufrieden. Dann heißt es dann in circa 30 Sekunden, nach 35 Sekunden von da an, dann heißt es feuerfrei und dann geht es um, und das haben wir gesagt, um jede Zehntelsekunde. Wenn du hier Sechster wirst, bist du raus. Und diese, ja, Platz 5 und 6, die werden ein Zehntel Unterschied nur haben. Und wir haben Spotter an der Strecke, unsere geschätzte Kollegin Emily Miller. Die ist nämlich Eingang Adenauer Forst und hat gerade gesehen, wie die 101, der Wolkenhorst Motorsport BMW von Jesse Krohn, da über die Curbs direkt im Gras gelandet ist. Eingang Adenauer Forst, das ist natürlich dann sicherlich nicht optimal. Und jetzt kommen wir dann gleich hier bei Startziel vorbei. Der Grello geht auf die Reise. Jetzt gibt's ein Feuerwerk. Jetzt lebt der Motorsport hier in der Eifel. Was geben die Sektoren gleich her? Kevin Estre holt jetzt alles oder wird versuchen, alles rauszuholen. Aber Olli, das ist natürlich dann auch wirklich fahren am Limit auf der gefährlichsten, auf der anstrengendsten und auf der schwierigsten Rennstrecke der Welt. Also das ist Millimeterarbeit, da muss alles sitzen. Kevin Estre ist jetzt der Maßstab für die anderen 19 Autos hier im Top-Qualifying Nummer 1. Und natürlich, du sagst es, es muss alles sitzen, weil es so, so knapp wird. Und das ist ja das, was ich gesagt habe. Die ersten 5 kommen weiter und dann der 6. Der wird nur knapp dahinter sein und entsprechend musst du alles kämpfen. Schau dir mal an, die Tribünen unten im Bereich Gutierkehre, rappelvoll. Das ist doch einfach herrlich zu sehen und das ist so faszinierend. Rund um die Nordschleife voll, das ist man gewohnt. Aber dass auch die Grand Prix-Strecke, die Tribünen so voll sind, einfach nur fantastisch. Ja, da ist heute Abend auch noch eine sensationelle Falken-Drift-Show. Auch unser neuer Partner aus dem Bereich Energy Drinks, Monster Energy, ist damit am Start. Die haben zwischendurch im Übrigen hier im Fahrerlager mit einer wirklich perfekten Trial-Show mit 2 italienischen Trial-Fahrern für Furore gesorgt, haben die Fans an der Strecke unterhalten. Und jetzt sehen wir das erste Mal Purple, aber wir sehen auch den ersten, der die Boxengasse abbiegt. Das ist suboptimal.
optimal. Es ist sicherlich nicht der Masterplan gewesen. Dennis Marshall im Car Collection Audi, Audi Sportteam Car Collection, die genaue Bezeichnung, der hat anscheinend schon festgestellt, dass es ein Problem gab in der Einführungsrunde. Man sieht, die Jungs gehen direkt mal an die Reifen, machen Reifen Luftdruckcheck, aber das ist ein klares Zeichen, da geht nicht mehr viel. Da ist man natürlich auch bei den Mechanikern, Helfern, Ingenieuren entsetzt über das, was da passiert. Kevin Estre auf dem Weg runter in Richtung Hatzenbach, weit nach außen gegangen. Jetzt kommt diese Stelle, innen den Curb ganz leicht berührt, da musst du aufpassen. Geht da mit zwei Rädern innen aufs Gras. Jetzt kommt der Curb, wo du aufpassen musst, weil nach dem Curb diese Bodenwelle ist. Auto versetzt aber nicht, er weiß genau, was er tut. Und dann raus diese wichtige Kurve hocheichen. Ja, und Daniel Kalbitz, der ist schneller, der hat nämlich Purple im zweiten Sektor. Und ich weiß, die Fans lieben das, wenn wir die Purple-Markierungen aufrufen. Der Ferrari ist im zweiten Sektor schneller geworden gewesen als Kevin Estre, denn Purple bedeutet Bestzeit von allen und Grün ist persönliche Bestzeit, aber die haben alle. Patrick ist bei der 22, was ist da los? Ja, man hat hinten auf der Hinterachse einfach Luftdruck abgelassen. Scheinbar hat man sich ein bisschen verhauen, aber man hat zwei Runden Zeit, also er darf eigentlich wieder rausgehen und Dennis Marshall kann noch mal nachlegen. Motor läuft schon wieder, die 22 sehen wir gleich noch mit einer Runde Verspätung. Der Grello, zweimal Purple, dekontert. Also Kalbitz im zweiten Sektor, aber jetzt Kevin Estre. Sektor 3, Sektor 4 gehören dem Grello von Kevin Estre. Und Olli, ich bin gespannt, was gibt das für eine Rundenzeit hier? Unter 18, da bin ich mir mittlerweile sicher, werden die hier fahren, aber knacken die vielleicht sogar die 809er Marke. 809, 469 im letzten Jahr, die Polezeit von Luca Ludwig. Onboard mit Kevin Estre, Arno Forst auf diese Kurve, Rechtskurve raus. Wichtig, weil da kommt ein langes Powerstück rüber in Richtung Metzfeld. Hier heißt es, eine gerade Linie fahren, so Richtung diesen großen Baum, der da steht. Ganz gerade durch. Und dann kommt diese ganz extrem schnelle Linkskurve vor Metzgersfeld. Und währenddessen Dennis Marshall, ja, wird da noch mal rausfahren. Es steht immer noch, ja, anscheinend ist man immer noch nicht so zufrieden. Weiß auch vielleicht nicht genau, wie das jetzt abgehen soll. Ob er dann über die Kurzanbindung die schnelle Runde fahren kann. Wir gehen aber wieder zurück zu Kevin Estre. Gehen zurück in die Spiegelkurve, diese bergab links, rechts, mit der Bodenwelle innen drin. Die ist ein bisschen sanfter geworden. Er fährt, Olli, er fährt. Marshall geht wieder raus. Und das ist die gute Nachricht für die Audi-Fans, gerade aus dem Hause Car Collection. Erhöht aber natürlich auch den Druck, wenn man so ein Reifen-Luftdruck-Problem da gleich mal gehabt hat. Wir gucken auf die Sektoren. Gleich geht's dann im Sektor 5 für Kevin Estre um die nächste farbliche Markierung. Ich hoffe, ihr seht das auch alle draußen auf den Campingplätzen, auf den Tribünen, was hier abgeht. Und hier geht's richtig ab. Jetzt ist die 22 hier im Bereich des Grand Prix-Kurs unterwegs. Patrick, du bist Rennfahrer gewesen, lange genug. Was willst du denn machen jetzt im Auto? Na, es ist relativ klar, was Dennis Marshall jetzt machen muss. Er muss einmal über kurz fahren und das darf er nur, wenn er weniger als 4 Minuten in der Box stand. Man hat jetzt gewartet, bis das Fenster da war und Marshall geht jetzt über der kurz, darf aber allerdings nur eine fliegende Runde fahren aufgrund des Boxenstopps. Also nur eine Chance, die anderen haben zwei. So sieht's aus. Auch der nächste und Sektor bei Estre Purple. Christian bekommt keine zweite Chance mehr. Christian Kroppen ist abgeflogen. Wir sehen hinten den Reifenstapel Hatzenbach. Sehr, sehr viel kaputt. Oh, ein heftiger Einschlag. Und die Tür rausgerissen. Vorne links das Rad abgerissen. Ein ganz heftiger Einschlag von Christian Kroppen. Für mich war er einer der Top-Favoriten hier. Aber das Thema ist erledigt. Und da ist natürlich auch die Frage. Unten Eingang Hatzenbach. Jeder, der jetzt danach kommt, der hat doppelt gelb, weil das Auto natürlich da steht. Die Reifenstapel stehen 2 Meter auf die Strecke raus. Also da geht im Moment erstmal überhaupt nichts mehr. Und wir sehen, Fabian Schiller im Schritttempo muss natürlich versuchen, an den Trümmerteilen da vorbeizugehen. Hoffentlich ist da dem Christian Kognis nichts Übleres passiert. Aber das war ein heftiger Einschlag. Reifenstapel da komplett verschoben von Christian Kognis. Viel Arbeit für die Walkenhorst Mannschaft auf jeden Fall. Qualifying ruiniert. Ja, und für die, die da jetzt vorbei müssen, natürlich echter Käse. Auch für Dennis Marshall mit der 22. Und wir blicken nochmal hier beim Anbremsen. Da wird das Heck schon unruhig, innen auf den Curb. Da dann wieder und jetzt Achtung beim Rausbeschleunigen. Ja, sah so aus, als wenn da ein bisschen Dreck wäre. Verliert er das Auto, ihm geht die Straße aus. Und er knallt da in den Reifenstapel. Tür rausgerissen, Rad vorne links weggerissen. Heftiger Einschlag, heftiger Schaden bei Christian Kognis im Walkenhorst BMW. Ja,
Ja, wir hatten gesehen, die 98 oben, die Einblendung stimmt nicht. Marco Wittmann ist es nicht, sondern Sheldon van der Linde im Rowe BMW. Der war als erstes Fahrzeug dahinter, fast durch die Trümmerteile. Hoffentlich hat er sich den Reifen da nicht ruiniert. Und wir schauen auf die Sektorzeiten. Ja, da sind Kalwitz und Estre, die sind nahezu identisch schnell. Rockenfeller ein bisschen langsamer, Burmann ein bisschen langsamer. Also Kalwitz und Estre ähnlich schnell. Und die haben natürlich den Vorteil der freien Strecke, weil die 102 ist als Neunter rausgegangen, Christian Krognes, da wird natürlich alles, was danach kommt, keine Chance mehr haben. Und er wird auch keine zweite Runde mehr fahren. Ich werde ihm jetzt sagen, unten Hatzenbach ist dicht. Es ist jetzt wirklich diese eine Runde, die zählt. Ja, und die haben ja auch Funk. Das funktioniert ja. Und wir sehen, wie es hin und her geht. Purple bei Daniel Kalwitz im Ferrari. 296 GT3. Tolles Auto, aber eben natürlich noch nicht so aussortiert wie die Fahrzeuge, die schon länger eingesetzt werden. Rote Flagge, Training wird komplett abgebrochen aufgrund des Unfalls. Das heißt, alle Zeiten, die jetzt gefahren wurden, sind mehr oder minder Makulatur, haben nichts mehr zu bedeuten. Natürlich die Frage, wie es dann gleich weitergeht. Ich denke mal, es wird dann, werden wir alles rausfinden, was da los ist. Es wird abgebrochen. Das ist in Sachen der Fairness absolut okay, weil alle die, die hinter Christian Krognes da in dem Bereich Hatzenbach kamen, die hätten sonst keine Chance mehr gehabt, sich irgendwie zu verbessern. Hier sehen wir die Walkenhorst-Mannschaft und da ist man natürlich bedient. Olli, ich finde, das ist eine faire, eine salomonische Entscheidung, denn die können ja nichts dafür, dass sie dahinter losgefahren sind, sondern die versuchen halt, sich da nicht die Reifen aufzuschlitzen. Guck mal, was da los ist. Die Aufräumarbeiten, das wird ein bisschen dauern. Und so, wie er den Reifenstapel da verschoben hat, ist ja logisch. Da geht die Sicherheit vor. Und ja, Patrick, du bist beim Walkenhorst BMW-Team. Ja, Niklas, rote Flagge draußen. Niklas Königbauer, Teammanager von Walkenhorst. Das war schon ein relativ heftiger Einschlag. Kalkuliert man das mit ein? Kann das passieren? Natürlich die allererste Frage, wie geht's Christian Krognes? Christian geht's gut, soweit, was wir jetzt vom Rally gehört haben. Er sagt ihm, er hat keine Beschwerden und steigt jetzt aus dem Auto aus. Man kalkuliert natürlich nie mit dem Unfall. Ich glaube, in den Bildern hat man es gesehen, dass da irgendwie was auf der Strecke war, Öl oder andere Geschichten. Das müssen wir jetzt im Nachgang nochmal aufklären. Er selber hat es nicht verstanden, was passiert ist. Er hat nur gesagt, auf einmal hat das Auto untersteuert und ist ziemlich heftig, wie die Bilder zeigen, eingeschlagen. Das ist natürlich das Bitterste, was jetzt passieren kann. Erstmal zum Glück, er ist okay. Und jetzt müssen wir die weiteren Schritte abklären. Kriegen wir das Auto wieder fit und so weiter und so fort. Aber sehr bitter. Erstmal geknickte Köpfe auf der einen Seite der Box, aber gibt ja noch ein zweites Eisen im Feuer. Das gehört dazu, leider Gottes. Es gehört leider Gottes dazu, auch wenn man sich solche Situationen immer hofft, dass man sie vermeiden kann oder sie nicht vorkommen. Aber jetzt müssen wir uns erstmal sortieren. Ich glaube, der Schlag in den Nacken sitzt jetzt erstmal sehr, sehr tief und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Wir drücken die Daumen. Vielen Dank für den Moment. Zurück zu euch nach oben. Das Wichtige ist natürlich die Nachricht, dass es dem Christian Krognes einigermaßen gut geht. Kommt die Meldung direkt rein von Michael Kramp, von unserem Pressechef. Komplettes Top-Qualifying wird wiederholt. Ich informiere euch über Rieser. Das wird also jetzt mal mindestens eine halbe Stunde dauern, bis die Reifenstapel wieder sortiert sind, bis die Fahrzeuge erstmal wieder alle hier oben sind. Rote Flagge bedeutet ja auch nur noch mit Tempo 60 zurückzufahren. Die haben dann eine relativ weite Reise vom Bereich Hatzenbach, wo auch immer die Teams waren, als die rote Flagge rauskam. Das wird eine Zeit lang dauern. Wir sehen, dass der LKW der Firma Letsch schon unterwegs ist, die dann gleich die Reifenstapel da wieder neu aufräumen. Krankenwagen ist da, das muss nichts Schlimmes bedeuten, das ist einfach eine Sicherheitssache. Hatten wir gestern beim Klassikrennen schon, da gab es einen heftigen Überschlag im Schwedenkreuz. Der Fahrer wurde auch sicherheitshalber ins Medical Center gebracht. Muss nichts Schlimmes bedeuten. Timo Scheider steht bei Patrick Simon und der ist mit Sicherheit auch ein bisschen geschockt. Natürlich sind die Fahrer geschockt, wenn es dann kurz mal richtig gescheppert hat, oder? Das sind Bilder, die man nicht sehen möchte. Aber gehört das ein Stück weit dazu? Ich meine, es wird provoziert. 20 Autos, alle wollen zu den 5 schnellsten gehören, um die Pole Position zu kämpfen. Man geht ans Limit und die grüne Hölle hat zugeschlagen. Ja, also es ist der Moment, wo du all in gehst. Und das ist der Moment, wo du zeigen musst als Fahrer und als Team, was du wirklich kannst. Von daher ist das die Runde, die mal frei ist. Und da musst du einfach ans Limit gehen. Und jetzt ist erstmal das Wichtigste, dass es ihm gut geht. Ich hoffe, dass er ordentlich aussteigen kann, dass wir keine schlechteren Nachrichten bekommen. Und so wie ich jetzt gerade gehört habe, wird das Qualifying wohl komplett wiederholt. Das heißt, wieder auftanken, nochmal neue Reifen drauf und das Ganze nochmal von vorne.
Rocky sitzt im Auto für diesen ersten Teil. Wenn ich das richtig interpretiere, du hast den Overall an. Wenn ihr weiterkommen würdet, wärst du der Part für den zweiten Teil. Ja, so ist es geplant. Also jetzt drücken wir nochmal Daumen, dass es der Mike gleich nochmal ordentlich brennen lässt. Dann haben wir vielleicht noch eine Chance, dass wir dann in Q2 dann uns noch ordentlich aufstellen können. Wie kann man jetzt für die Piloten, die quasi voll im Tunnel waren, auf einmal alles abfällt, rote Flagge, mit 80 zurück zur Box fahren müssen. Wie kann man jetzt gleich den Spannungsbogen wieder aufbauen? Wie kann man auch das, was man gesehen hat, was man erfahren hat, jetzt verarbeiten, wegstecken und gleich wieder Las Vegas-Style all in gehen? Ja, also der Mike war ja an der Unfallstelle schon vorbei, wo es passiert ist. Da reden wir jetzt wahrscheinlich mit Mike gar nicht so viel drüber. Es gibt die rote Flagge. Und es wird einfach nochmal wiederholt. Ich denke, das ist das Beste für den Kopf und für die Herangehensweise für gleich. Aber das sind alles Profis. Das Niveau ist hier so hoch mittlerweile. Die können alle für diese eine Runde wieder quasi das Gehirn auf volle Konzentration schalten. Von daher glaube ich, dass der Einfluss jetzt nicht so groß ist. Vielen Dank für den Moment, Timo Scheider. Und der Informationsbedarf bei den Fahrern ist recht groß. Martin Tomczyk hat direkt Mike Rockenfeller unterrichtet, wie das weitere Prozedere jetzt ist. Naja, wir warten jetzt drauf, bis alle Autos hier zurück in der Box sind. Ihr habt schon angekündigt, es gibt noch mal einen kompletten Neustart dieses Top-Qualifyings, der erste Part. Ja, also für die hier auf den Tribünen, denen es gefallen hat, es gibt noch mal einen Nachschlag und wir sind ja sowieso noch nicht am Ende. Und die Frage, wer wird Polesetter für die 51. Ausgabe des ADAC Total Energies 24-Stunden-Rennen? Es dauert noch ein bisschen, aber wir genießen das und drücken die Daumen, dass, wie gesagt, der Walkenhorst-Fahrer Christian Krognes keine weiteren Blessuren von diesem heftigen Einschlag im Hatzenbach davongetragen hat. Ja, und das ist ja auch überhaupt gar kein Problem, weil, Olli, wir haben eh nichts anderes vorne. An diesem Wochenende leben wir fürs 24-Stunden-Rennen. Und gut, auch wenn das jetzt ein bisschen dauert, es ist der Fairness geboten. Ich finde, das ist die richtige Lösung, weil, wie gesagt, du hast es ja erwähnt, dass da an neunter Position losging. Also viele Autos, die dann dahinter kamen. Naja, und die sollen ja auch ihre Chance kriegen, sich gut zu qualifizieren. Und das werden wir dann also gleich nochmal haben, dieses komplette Prozedere. Und dann fangen wir im Grunde genommen ja, wieder von vorne an mit einem Auto weniger. Meldung, die da auch steht auf unserer ja, Informationsseite der Rennleitung. Changing tires and refueling is allowed. Und ich glaube, ja, da muss man nicht viel zu übersetzen. Reifenwechsel erlaubt, volltanken oder auftanken ist erlaubt. Also das ist alles kein Thema. Wir werden dadurch eine gute Stunde Zeitverzögerung haben, aber kein Thema. Ich gebe wieder runter zu Patrick. Ja, Olli, du sagst es gerade, Reifenwechsel erlaubt, aber das löst natürlich jetzt auch erstmal ein bisschen Hektik hier unten aus. Weil im Idealfall hat man natürlich mit zwei Satzreifen geplant für Q1. Und für Q2. Ja, jetzt gibt es aber quasi noch mal einen dritten Nachschlag. Und man muss jetzt ganz schnell neue Räder in die Heizdecken einpacken. Super spannend. Schmilles, komm mal kurz rum zu mir. Jesse Crone, das zweite Walkenhorst-Auto, ist angekommen. Und man hat ihm sofort ein Handy ins Auto hineingereicht. Jetzt muss er erst mal entsperren. Aber da gibt es jetzt natürlich Informationen drauf, die Jesse Crone sich in Ruhe angucken kann. Es gibt schon die ersten Sektorzeiten, wo man natürlich so ein bisschen auch rauslesen kann. Und Kuba Giamagiak, das ist derjenige, der ihm gerade das Handy reicht und da wollen wir direkt mal nachfragen. Kuba, what's on the phone? The newest joke or the latest information about sector times and whatever? Yeah, obviously sector times and yes, I was doing a good job, but obviously you want to know where you are, so I just took a picture and the phone is there, but I'm not allowed to go there because I don't have the full codes. Also er hat ihm das Telefon gegeben, da hat er einen Screenshot oder ein Bildschirmfoto gemacht von den Sektorzeiten. Und das ist das, was Jesse Crone jetzt wissen möchte. Er möchte eine Einstufung auch im Vergleich zur Konkurrenz. Und das ist der Vorteil, wenn du jemanden wie Kuba Giamagiak als deinen Teamkollegen hast, der lebt das bis in jede Fingerspitze hinein, kann sich da komplett reindenken und unterstützt so seinen Fahrer, der jetzt hier versucht, das einzig verbliebene Walkenhorst-Auto in dieses zweite Qualifying hineinzubringen. Also, thank you for the moment, Kuba Giamagiak. Und wir geben noch mal hoch zu euch, während hier die Arbeiten im vollen Gange sind. Fakt ist, Olli, purple eingefärbte Sektoren haben wir ja, auf dem Monitor bei Kevin Estre gesehen. Auch bei Daniel Kaiwitz haben wir die gesehen. Aber auch bei Thomas Jäger, zum Beispiel in Sektor 6, eine purple-farbene Einfärbung. Und hier, das ist natürlich der Albtraum eines jeden Mechanikers, der da am Auto arbeitet.
Boah, da ist eine Menge kaputt am Walkenhorst BMW M4 GT3. Oh, da kann ich dir eins garantieren. Die Walkenhorst-Truppe, die bringen das Auto morgen an den Start. Da würde ich alles Geld, was ich habe, die kompletten 7,20 Euro drauf wetten, dass der morgen am Start steht. Wir haben gestern gesehen den Unfall von Konrad Lambo, von Pavel Lefterov, der abgeflogen ist. Und wie gesagt, ich wette, das Auto steht morgen da. Patrick, ich glaube, der Teamchef ist da auch sehr sicher. Ich kann es dir nicht sagen, weil Henry ist eigentlich immer entspannt, Henry Walkenhorst, zu dem ich gegangen bin. Aber das ist schon eine ernste Situation. Das Wichtigste ist, weißt du Näheres, wie es Christian geht? Nein, ich habe noch nichts gehört. Ich hoffe gut. Das ist das Wichtigste überhaupt. War, glaube ich, ein relativ heftiger Einschlag. Ich habe noch nichts gehört, aber ich glaube, dass wir gleich Kontakt zu ihm bekommen, sobald er eben im LKW sitzt. Oder ich glaube, Krankenwagen ist wieder weggefahren, wenn ich es richtig gesehen habe, dass nichts Ernstes ist. Hoffentlich. Also ich meine, wollen wir erstmal die Daumen drücken, ne? Die Daumen sind gedrückt und angenommen, das ist alles in Ordnung. Die Jungs fragen oben, wie groß ist denn die Chance, dass wir das Auto morgen sehen? Olli Martini meint, wenn das jemand möglich macht, dann die Walkenhorst-Mannschaft. Ja, das ist sehr nett vom Olli, aber du merkst, mir fehlen ein bisschen die Worte. Ja. Es ist schon sehr, sehr traurig. Wir haben, ich glaube, schon relativ viel Arbeit und auch viel Energie und auch mit unserem Partner Yokohama sehr, sehr viel in dieses Rennen gesetzt. Gerade zum 45-jährigen Jubiläum, wenn es machbar ist, selbstverständlich, dafür kennst du unsere Jungs, werden die alles geben. Aber so wie ich das Auto von hier beurteile, ist das schon sehr, sehr schwer beschädigt. Also ein richtig geknickter Henry Walkenhorst und damit gehen wir zurück zu euch. Ja, aber nicht nur das Auto ist beschädigt, sondern auch eben der Reifenstapel da, die ja für die Sicherheit notwendig sind. Und ich bin gespannt, wie lange das dauert. Von der Rennleitung kommt noch mal der Hinweis, Olli, dass Nachtanken definitiv vorgeschrieben ist. Ja, und auch hier arbeiten bei den 51. ADAC Total Energies 24 Stunden absolute Profis. Danke an alle, die da mithelfen. Und ohne euch alle wäre dieses Rennen hier gar nicht möglich. Und schau mal, die sind schon ziemlich weit. Sehen hier jetzt nochmal Kevin Estre. Es wurde ja gemutmaßt, ja, irgendwie Flüssigkeit. Nee, das war Dreck vom Grello. Das war eine Schippe Dreck da auf die Strecke gespült vom Grello beim Räubern über die Curbs. Leduga auch sehr weit nach außen gerutscht. Schauen wir mal, was Johannes Stengel da macht. Vorne der Mercedes nervös. Das ist der Dreck. Und dann ist, ja, da ist die Fahrbahn verschmutzt. Und die sind, das haben wir ja gesagt, Thomas Jäger ist es hier, der da weit auch nach außen rennt. Wir haben gesagt, die sind so am Limit unterwegs, so am Kämpfen. Und ein Christian Krognes, der ja, boah, auch Wunder trifft hier, der ja Rekordhalter ist in Sachen Trainingszeiten der NLS, der weiß natürlich auch, wenn ich hier in diese Top 5 kommen will, muss ich alles geben. Und dann kommt dieses Problem an genau dieser Stelle, dass da auch der Reifenstapel mal gerade so 30 Zentimeter neben der Ideallinie ist. Um die Ideallinie 30 Zentimeter zu verlassen und dann hakst du einen die Stapel, das reißt dir das Auto rum, reißt natürlich diese kompletten Stapel raus. Die Stapel sind schon wieder okay, das ist kein Thema, aber schau dir das an, was da alles ausgelaufen ist, an Öl, an Kühlflüssigkeit. Das wird dann auch eher das Problem werden nachher, wenn es wieder losgeht. Und dann heißt es auch da, zumindest mal Eingang Hatzenbach, extremste Vorsicht. Ja, aber beim Rausbeschleunigen hat er da das Auto verloren. Das war ja auch eh unten die Mutmaßung. Einige kommen jetzt im Übrigen erst hier rein, während es draußen auf den Campingplätzen langsam mal so einen kleinen Zwischensnack gibt. Einer, der danach kam, der da auch durchfahren musste, vielleicht weiß der was zu berichten. Sheldon van der Linde, der DTM-Champion, ist bei Patrick Simon. Den hatten wir eigentlich gerade, aber da ist er schon wieder weggelaufen. Ja, das ist die Information, die man natürlich braucht als Fahrer, weil keiner mit diesem Prozedere nicht gerechnet hat, dass jetzt abläuft. Sheldon, du bist gerade da unten im Harzen mal vorbeigekommen. Da hat es relativ heftig gescheppert. Ja, genau. Also ich hoffe in erster Fall, dass natürlich den Christian gut geht. Das ist natürlich der Allerwichtigste. Aber mehr weiß ich leider nicht. Ich habe einfach Ich glaube, Frage gesehen und dann habe ich gar nicht gewusst, was dann passiert danach. Ob ich dann anfange zu pushen oder ja, was ich da mache. Aber mein Team hat mich gut geguided, also ja, alles wieder gut. Jetzt geht das Ganze nochmal von vorne los. Wie baut man jetzt nochmal die richtige Spannungskurve auf? Du als Fahrer nochmal ins Cockpit, nochmal rausgehen, nochmal im Prinzip diese Einführungsrunde und dann zweimal Feuerwerk.
Ja, es ist natürlich extrem schwierig, auch für mich mental jetzt, weil du musst dich halt vorbereiten auf das nächste Run, aber es ist auch, das hat auch einen Vorteil, weil ich habe zu spät gebremst in Kurve 1 zum Beispiel, also jetzt weiß ich auch für den nächsten Run ein bisschen früher zu bremsen. Also das eine Leid, möglicherweise das andere Glück. Er glaubt jetzt den richtigen Bremspunkt in Kurve 1 zu wissen, Sheldon van der Linde. Dankeschön, zurück zu euch. Ja. Wir sind auch noch so ein bisschen geschockt ob der ganzen Situation. Wir sehen das Auto jetzt auf dem Abschleppwagen unterwegs. Christian Kocknes, er ist im Krankenwagen doch abtransportiert worden. Die Meldung kam eben von den Kollegen von der Strecke oder von Bekannten aus der Strecke, aus dem Bereich Hatzenbach von der Strecke. Aber wie gesagt, das ist eine Sicherheitsmaßnahme, da wird bei jedem Unfall sowas gemacht. Hier schauen wir nochmal. Ist es wirklich Kevin Essen? Achtung, ist jetzt in den Curb schon sehr berührt. Guck mal, hier, der ganze Dreck. Der haut da mal so ein halbes Kilo Dreck auf die Bahn. Wir sehen Johannes Stengel im Ferrari, der auch noch mal ein bisschen hinterher schiebt. Und dann sehen wir jetzt Kocknes. Jetzt kommt der, der ist gar nicht schwer auf dem Curb, aber dann rutscht ihm das Auto da ein bisschen nach außen. Und dann ist einfach der Reifenstapel zu nah an der Leitplanke, an der Ideallinie. Und dann hakt er ein und haut da die Reifen raus. Die haben natürlich auch, da ist Wasser drin. Wir haben gesehen, da ist direkt eine Wasserfontäne. Die sind schwer, diese Reifen. Und da rein zu hauen. Und jetzt kommt die Meldung, dass Top Qualifier 1 nur eine einzige Runde wird es sein. Auto wird übrigens entgegen der Fahrtrichtung abgeschleppt. Kann man machen, weil er rote Flagge ist. Umso schneller geht das Ganze nachher. Aber er hat gleich nur eine einzige Runde. Genau. 18.20 Uhr. Das heißt, in 8 Minuten wird die Ampel unten auf grün gehen. Dann haben wir das Szenario von eben erneut hier am Start. Ja, ist der Druck noch einmal höher. Wir sehen da vorne links die Tür rausgerissen. Christian Kocknes und Olli, ich habe schon gesagt, da ist nicht viel Platz. Nochmal rausbeschleunigen. Diese Schippe Dreck, die da von Kevin Estre ursprünglich auf die Strecke gespült wurde. Ja, aber gut, es geht jetzt weiter gleich. Top Qualifying. Nochmal der Hinweis, 18.20 Uhr. Gleich dann die Ampel auf grün und die Ränge sind immer noch top besetzt. Klar, es geht jetzt um die Pole Position. Und wir hören mal weiter rein. Betreiben Ursachenforschung. Patrick, wie hat Johannes Stengel die Situation gesehen? Ja, wir haben das ja gerade auch noch mal in diesen Wiederholungen gesehen. Eine der ersten Autos, die dann da lang gekommen sind. Ganz schön viel Dreck, den da Kevin Estre auf die Strecke geworfen hat. Wie war das für dich, als du da eingelenkt hast in den Hatzenbach? Bei mir war ehrlich gesagt gar nichts mehr. Ich glaube, die vor mir haben das alles schon aufgeräumt. Das heißt, es ging eigentlich klar. Habe ich jetzt gar nichts von gemerkt. Also nicht viel gemerkt. Jetzt geht es natürlich darum, die Spannungskurve wieder aufzubauen. Eine Runde, ist das ein Nachteil oder ist das vollkommen in Ordnung jetzt? Ist in Ordnung, ich glaube, ist ganz gut. Jetzt hat man es einmal gemacht, jetzt weiß man, worauf man sich einstellen muss. Ich habe gerade ein bisschen zu wenig Platz gelassen auf den GT2 vor mir. Und jetzt weiß ich, wie es besser mache. Wir drücken die Daumen und wünschen dennoch ganz, ganz viel Spaß. Johannes Stengel, der im Racing One Ferrari diese Reise durch die grüne Hölle gleich nochmal antreten wird. Zurück zu euch. Ja, das ist ja auch interessant, dieses Platzlassen. Da hat er das direkt umgesetzt für sich, nimmt das direkt mit, dass er genau weiß, das wäre ein Fehler gewesen. Das wäre nicht so gut gewesen. Alexander Sims sehen wir hier an seinem Audi. Also, so muss man das angehen. Ne? Also, das muss man ausschalten, was da los war. Man muss sich konzentrieren und dann geht's gleich los. Ich habe zum Beispiel auch gehört von Frank Lünn, einer meiner Informanten von der Strecke, einen, auf den ich mich 100% verlassen kann, dass Kevin Estre im Bereich Schmetzeshalt Zeit verloren hat. Da hat er anscheinend einen Fehler gemacht, der ihm ein bisschen was gekostet hat. Das wird er dann auch beim nächsten Umlauf wissen, dass er dann da entsprechend ein bisschen früher oder später einlenkt, was immer der Fehler war. So genau kam die WhatsApp dann hier nicht rein. Also, Top Qualifying 1 wird mit einer Runde verkürzt gefahren, Top Qualifying 2 wie geplant. Pit Exit Red 18.25, also ihr habt genau 5 Minuten rauszufahren, 18.20 rausfahren, 18.25 geht's los. Und dann ja, um 8 geht die Ampel auf Rot und um 18.30 geht's dann in die erneute Einführungsrunde. Und dann dasselbe Szenario. Natürlich werden wir zuerst mal gucken, wie sieht's aus im Hatzenbach mit Ölbindemittel etc. Dennis Marschall, die angesprochene Lernkurve. Ja, bei ihm ist das natürlich so ein Ding, nachdem sie sich da mit dem Luftdruck vertan haben. Der wird jetzt gar nicht so traurig sein. Aber das alles gleich zu bündeln auf diese eine
einzige Runde, 25,3 Kilometer, 170 Kurven. Das ist eine harte Nummer. Denn eins ist mal klar, Olli, weiterkommen wollen die alle. Die wollen alle gleich dabei sein, wenn dann 19 Autos um die Glickenhaus-Trophy, um die Pole-Position kämpfen. Der Countdown tickt runter, 4 Minuten. Und da ist er, der Grello mit der traditionellen 911 auf dem Manta-Porsche. Ich habe mir mal die Sektorzeiten angeschaut bis Sektor 5. Da können wir zumindest mal ein bisschen was Näheres sagen. Werden wir gleich drauf eingehen. Aber erst ist noch Dennis Marschall bei Patrick Sieg. Fragen bei Dennis Marschall. Direkt reingekommen in die Box und hat man hinten an der, im Luftdruck ein bisschen was angepasst. Hat man sich da ein bisschen vergaloppiert beim ersten Luftdruck, Dennis? Ja, hat leider hinten beim Luftdruck nicht ganz was gepasst. Da hätte es keinen Sinn gemacht, in die Runde zu starten. Und da haben wir uns lieber entschieden, zu bleeden, also Luft abzulassen hinten und dafür nur für eine Runde zu gehen. Aber ich denke mal, das hat sich jetzt eh erledigt. Neuer Versuch, eine Runde, also das, was dir ohnehin nur geblieben wäre. Wir drücken die Daumen. Danke, Dennis Marschall, zurück zu euch. Bevor wir auf die Sektorzeiten eingehen, noch eine wichtige Meldung seitens der Nürburgring 1927 GmbH. Es ist ja nachher auch das große Spektakel in der Müllenbach-Schleife im Bereich Gutierkehre angesagt. Die Trift-Show, die Falken-Trift-Show. Und da ist schon eine Menge Antrag, da ist schon viel los. Wer also sowohl das Top-Qualifying sehen möchte, als auch die Trift-Show, der soll sich möglichst zügig in diesem Bereich Gutierkehre, Müllenbach-Schleife bewegen. Denn wenn die Tribünen voll sind, und danach sieht es sehr aus, dass die Tribünen voll werden, dann werden die Tore leider geschlossen werden müssen, weil mehr als voll geht nun mal nicht auf der Tribüne. Also, wer zur Falken-Trift-Show möchte, bitte ein bisschen zügig da runtergehen. Aber wir konzentrieren uns jetzt, Eddie, aufs Geschehen im Qualifying. Wir haben noch 3 Minuten und dann schaltet die Ampel auf grün. Die Falken-Trift-Show heute, das wird ein Highlight mit Verstärkung von einem unserer neuen Partner hier beim 51. ADAC Total Energies 24-Stunden-Rennen. Monster Energy ebenfalls mit 2 Driftassen mit dabei, mit einer perfekten Trial-Show hier im Fahrerlager. Ja, und wir reden ja immer wieder über Prominenz, sehen jetzt hier nochmal den Auslöser dieser Unterbrechung. Ja, und jetzt achtet mal drauf beim Rausbeschleunigen. Da staubt's richtig und dann, das nehmen wir noch mit, ja, geht in die Straße aus, Reifenstapel. Ja, und dann ist die Tür weg, dann ist das linke Vorderrad weg. Rote Flagge, die Folge. Patrick Simon mit einem Geburtstagskind, wie ich höre. Ja, genau so sieht's aus. Geburtstagskind Tim Wuppitz. Der Mann, der die Fotos schießt für dieses wunderbare 24-Stunden-Rennenbuch immer. Seit vielen, vielen Jahren Tradition. Geburtstag feiern in der Eifel könnte schlechter sein. Es könnte auf jeden Fall schlechter sein. Wir haben bestes Wetter. Ich meine, die Bedingungen gerade mit der roten Flagge waren ein bisschen ungünstig für viele, aber es ist endgeil hier. Ich glaube, die Fans, die haben draußen ganz viel Spaß. Und ja, wir machen das Buch darüber. Wir haben ganz viele Leute hier am Start. Ganz viele Fotografen, die Redakteure. Da ist mein ganz großes Dankeschön an alle. Ja, und jetzt geht's gleich wieder weiter. Wie viele Fotos am Ende nach so einem 24-Stunden-Rennen so sortieren von allen? Boah, genau haben wir die nicht gezählt, aber es sind mehrere 10.000. Ja, die werden oben halt direkt irgendwie fertig gemacht, verschickt, damit alle schöne Bilder bekommen draußen. Und jetzt gibt's gleich richtig gute Bilder nochmal von Q1. Eine Runde Happy Birthday, Tim, zurück zu euch. Ja, natürlich auch von uns oben. Alles Gute, Tim Wuppitz, Gruppe C Verlag, der Mann für die Fotos. Ich habe es eben angesprochen, ich habe mir die Sektorzeiten bis Sektor 5 angeschaut. Da kann man zumindest mal bis zu Ricardo Feller einiges sagen, weil das war das letzte Auto, bevor Christian Kocknes eingestiegen ist. Und die bis dato schnellsten von den Sektorzeiten so mal grob durchgerechnet. Estre Kalwitz auf ziemlich gleichem Niveau, auch Ricardo Feller im Scherer Sportteam PAX Audi auch auf dem Niveau. Ein klein bisschen langsamer war Matteo Cairoli im Rutronic Porsche und noch relativ gut unterwegs Jesse Krohn im anderen Waldmos BMW. Das waren zumindest mal in diesen ersten Sektoren die schnellsten, die so auf ungefähr gleichem Niveau waren. Und das ist, denke ich mal, so ein kleiner Fingerzeig auch für nachher. Also Estre, Kalwitz, Feller, die drei, die sollten wir auf jeden Fall mal auf die Liste nehmen. Hier das historische Design, 40 Jahre Audi Motorsport. Rockenfeller, Scheider, Tomczyk. 3 Menschen, mit denen ich als Experte sehr, sehr gut und gerne zusammengearbeitet habe. Weil da hat man noch nie 3 DTM-Champions auf einem Auto. Ja, und dieser Griff in die Vergangenheit,
des Motorsports beim Design. Sieht einfach klasse aus. Olli, die Sektorenzeiten, die du da gerade analysiert hast, ja, das ist das eine. Aber jetzt gilt es, mit dem Wissen nur eine Runde zu haben und die muss sitzen. Und vor allen Dingen, Olli, jetzt zeigt sich auch so ein bisschen die Professionalität, denn wir haben ja bei Dennis Marschall mit der 22 das mit dem Luftdruck schon angesprochen. Man kann natürlich jetzt reagieren nach den Eindrücken aus dem, was man bisher gefahren ist. Man kann eventuell da ein bisschen mit dem Luftdruck spielen. Man kann, wie wir es vorhin gehört haben, am Abstand vielleicht arbeiten und was anders machen. Also ich würde mal sagen, Der da jetzt am besten das Ganze antizipiert und umsetzt und am besten gelernt hat, der könnte das dann vielleicht nutzen, um hier eben gemachte Fehler nicht zu wiederholen. Ein Auto weniger und da drücken wir mal die Daumen, dass bald die Meldung kommt, dass es ihm gut geht. Aber das Prozedere ist das gleiche, einziger Unterschied, eine einzige Runde. Der Michael Küchenmeister hat mich schon per WhatsApp informiert, dass es dem Christian Krockens gut geht. Warum kann man der Sache vertrauen? Weil der Michael Küchenmeister in engen Kontakt zur Wagenhaus-Truppe steht und da ständig in Kontakt ist. Ich denke mal, mit Niklas Königbauer wird er da den Kontakt gehabt haben. Also das ist, denke ich mal, das Wichtigste. Wie gesagt, Untersuchung ist klar, das wird bei jedem Fahrer gemacht. Er wird durchgecheckt. Und es ist ja auch so, dass Christian Korkmaz, selbst wenn die das 102er Auto, mit dem er vermutlich ist, nicht hinbekommen sollten bis morgen, er ist ja auch noch genannt auf der 101. Das heißt, er hat dann immer noch ein heißes Eisen im Feuer. Aber dann wird er auch definitiv nur dann ins Lenkrad greifen, wenn er absolut 100% topfit ist. Alles andere würde keinen Sinn machen. Und da ist der Christian Korkmaz selber Profi genug, selber erfahren genug zu sagen, ich fahre nur dann, wenn es wirklich alles 100% sicher ist, dass ich mich wohlfühle und gut fühle. Daniel Kellwitz fährt raus, Ricardo Feller haben wir gesehen. Und jetzt geht es dann gleich in dem gleichen Prozedere, wie vorhin schon erlebt, auf die Reise. Mike, David Ortmann, der Aston Martin mit diesem sensationellen Klang. Ja, also einmal Grand Prix-Kurs, Olli, und dann sind wir wieder bei Start-Ziel. Und dann hoffen wir vor allen Dingen auf ein unfallfreies Top-Qualifying 1. Denn wir wollen ja auch noch Top-Qualifying 2 sehen. Wir wollen ja den Abend heute mit der Falken Drift Show in der Mühlenbach-Schleife abschließen. Also, da gibt's noch einiges, was hier auf dem Programm steht, denn das ist das Volksfest des Motorsports. Für die ganze Familie was dabei. Jetzt also erstmal Topsport und zwar so richtig guten Motorsport. Olli, hoffentlich ohne Unfall. Nicht in erster Linie an Kevin Estre. Bitte, lieber Kevin Estre, nicht wieder eine Schippe Dreck da irgendwo auf die Strecke schmeißen, damit die Nachkommenden dann auch gut durchkommen. Das ist ja so gesagt von wegen, ja, wir haben noch Termine vor, wir haben noch Falken Drift Show etc. Wir wollen das Q2 natürlich sehen. Klar ist der Zeitplan das eine, das andere, das Allerwichtigste ist einfach die Gesundheit der Fahrer, überhaupt aller Personen. Kann ja auch schon mal sein, dass ein Streckenposten, ein Sportwacht da irgendwie ja, ein Trümmerteil abbekommt. Das wollen wir alles nicht erleben. Und man muss es auch ganz klar sagen, das ist auch ein Kostenfaktor. Also das ist die Summe, die da gerade in die Reifenstapel gehauen wurde. Da fahre ich aber mehr als einmal in Urlaub von. Da fährt die gesamte Crew hier von uns. Aber 6 Wochen nach Mauritius mit All-Inclusive, mit allem drum und dran, was da an Geld in die Stapel gehauen wurde, das ist schon nicht gerade billig. Und geht die 3-Auto, wir haben die Zahlen gehört, bei Porsche, bei BMW, da redet man beim Neukauf von so ungefähr rund um die 500.000. Bei dem Ferrari 296, da ist ein 7 vorne. Also das sind schon Preise, mein lieber Schwan. Also ich wäre dabei, 6 Wochen Mauritius mit dir, weil auch auf Mauritius kann man ja unseren Stream gucken und dann würden wir uns das nochmal in der Wiederholung schön am Strand angucken. So, hier die beiden Legenden, Martin Tomczyk, Timo Scheider, die warten drauf, was Rocky, Mike Rockenfeller jetzt gleich abliefern wird. Die Gattin ist da, die 3 Kinder sind da von Mike Rockenfeller. Also mal schauen, wie er das dann gleich umsetzt. Das ist der Blick von oben. Und da sieht man mal, warum wir unten links abbiegen und nicht die normale Grand Prix-Streckenvariante fahren. Wir brauchen Platz. Das Rahmenprogramm, die vielen, vielen Teilnehmer, die vielen, vielen Autos, also das ganze gesamte Paket, was hier los ist. Insgesamt ja 503 Fahrer, 230 Rennwagen insgesamt in den Rahmenklassen plus eben hier die 134 Autos, genannt fürs 51. ADAC Total Energies 24-Stunden-Rennen. Und guck mal, ist das jetzt Rallycross oder ist das noch Nordschleife?
Ja, das ist dieses Ölbindemittel, Finapur hat man das früher genannt. Ich weiß nicht, ob der Name immer noch so ist, ich glaube schon. Das sieht wild aus, das ist aber, ich glaube, das ist nichts Schlimmes. Das ist okay, wir sehen, da ist Wasser rübergelaufen. Solange es nur Wasser ist, ist das okay. Woher kommt das Wasser? Das ist kein Kühlwasser aus dem BMW. Das ist, was sich in den Reifenstapel im Laufe der letzten Wochen angesammelt hat. Ja, wir haben seit Montag, Dienstag bestes Wetter, kaum Regen. Aber in den Wochen vorher hat es viel geregnet. Ja. Und dann sammelt sich praktisch in diesen Reifenstapel das Wasser. Und ja, das kann ja... Oder verdunstet so gut wie gar nicht. Dafür war es nicht warm genug. Aber das ist dann dieses Thema. Reifenstapel ist das andere. Aber das Wichtigere ist die Reifen, die auf den Autos sind, Patrick. Ja, und es ist interessant. Also wir haben ja gesagt, man darf noch mal nachtanken. Man darf neue Reifen drauf machen. Und wenn ich mir anschaue, Daniel Keilwitz ist momentan das erste Auto, das hier steht. Der Grello steht noch in der Box. Das Auto steht auf den Reifen, mit dem er vorhin diesen ersten Versuch gefahren hat. Dahinter das 40er Auto, da ist Mike Rockenfeller hinter dem Lenkrad. Da gibt es nagelneue Reifen, also auch da gibt es unterschiedliche Strategien. Auch das Auto von Konrad mit einem gebrauchten Reifensatz für diesen zweiten Versuch. Nochmal eine Runde. Die Frage natürlich, macht das einen Unterschied? Warum thematisiere ich das? Na schon, so ein neuer Reifen hat einen Peak. Ja, der geht ganz, ganz besonders gut am Anfang. Auf der anderen Seite, das haben wir ja bei Dennis Marshall gehört, kannst du dich eben auch noch mal im Reifenluftdruck verhauen. Ist ein bisschen schwierig, weil die Reifen geheizt werden und dann die Luft, die sich erwärmt, anders ausdehnen kann. Da jetzt durch diesen zusätzlichen Stint drauf zu reagieren, also im Zweifel, den alten Reifen mit dem richtigen Luftdruck als irgendwas zusammengewürfelt und dann irgendwie ja, so eine Rutschnummer draus werden zu lassen. In 3 Minuten, Schild wieder hochgehalten, geht es auf die Reise. Ja, und ein gleiches Prozedere, Olli. Na? Aufwärmen der Reifen, wir haben es thematisiert. Ja, und dann diese eine Runde, die sitzen muss. Und wir warnen immer wieder davor, wir betonen das immer wieder, diese eine Runde. Diese Millimeterarbeit, diese Profiarbeit hinterm Lenkrad. Wir haben gerade gesehen, und das war ein Profi, was passieren kann, wenn da so ein paar Krümel aus dem Kiesbett die Ideallinie ruinieren im Bereich Hatzenbach. Also, alle gewarnt. Das, was ich ja im Vorfeld in der Einführungsrunde mehrfach angesprochen habe, das wird so knapp, so spannend zu eng. Da wird zwischen dem Platz 5, der weiterkommt, und Platz 6, der leider ausscheidet, da wird keine Sekunde dazwischen sein. Das wird im Zehntelbereich sein. Und das wusste natürlich auch ein Christian Kognes, geht absolut ans Limit. Und dann hast du ein kleines bisschen Dreck auf der Bahn und du bist ja 30 Zentimeter zu weit nach außen, hast ein leichtes Untersteuern im Auto und dann schiebt das Auto nach außen und du bleibst dann einfach mit, ich glaube, 10 Zentimeter weniger wäre alles gut gewesen, dann wäre er nicht eingeschlagen. Aber mit wäre und hätte und wenn, das nützt ihm jetzt nichts mehr. Er ist hoffentlich gesund, die Meldungen kommen immer mehr rein, dass es ihm gut geht. Das ist das A und O. Der Schaden beim Team Walkenhorst, der wird wehtun, da ist ein großes Loch jetzt in der Kasse drin. Aber auch das wird die Truppe rund um Henry Walkenhorst mit Hauptsponsor Yokohama irgendwie hinkriegen. Und ja, die werden wir wiedersehen, da bin ich überzeugt. 1:20. Und dann gibt es hier die erste Entscheidung. Und das ist ja das Tolle an diesem Top-Qualifying am Freitagabend. Da kann man noch mal eine Mütze Schlaf nehmen, bevor es dann morgen mit dem geilsten Grid der Welt auf die Bilder. Freue ich mich jetzt schon mit unserer Seilkamera, die dann drüber fliegen wird, über euch, wenn ihr hoffentlich hier oben an der Grand Prix-Strecke seid. Das ist ein besonderes Erlebnis, egal ob bei uns im Stream. Im Übrigen, diese Seilkamera, die ist 734 Meter lang, 120 km/h schnell, die Seilkamera. Ja, und erinnere dich, Olli, an die Bilder aus dem Vorjahr. Das ist für mich der geilste Grid der Welt, weil man kommt nah ran, das ist für euch. Und guckt dir das mal an, die Tribünen, die Campingplätze, die Meldung von gestern Abend, dass wir voll sind auf den Campingplätzen im Bereich der Nordschleife. Ja, und jetzt hier diese vollen Tribünen. Danke an euch, an die geilsten Fans der Welt. Ich bin sicher, wenn jetzt alles glatt geht, wenn es keinen neuen Unfall gibt, gibt's ein unfassbares Top-Qualifying 1 und Top-Qualifying 2. Kevin Estre wird es erneut sein, der gleich in wenigen Augenblicken
als erster die grüne Flagge von Rennleiter Walter Hornung sehen wird. Er zeigt immer an 5 Sekunden und dann geht's los. Patrick ist jetzt nicht mehr mit dabei. Das heißt, wir werden von hier oben noch mal einzeln vorstellen. Kevin Estre im Credo. Dann kommt es mit dem Ferrari zu einem der nächsten absoluten Publikumslieblinge. Wochenspiegel Ferrari, Daniel Kalbitz. Ja, dann Mike Rockefeller im Legendenauto. 3 DTM Champions mit der 40. 40 Jahre Audi Motorsport. Und direkt dahinter, ja, auch das eine Meisterleistung. Respekt, Applaus für die Konrad-Mannschaft, die ja so viel Pech gehabt hat, schon in den letzten Jahren. Auto repariert und ganz schnell drin mit Jelmer Burmann. Laurin Heinrich, der Mann, der aus dem Sim-Racing gekommen ist, mittlerweile im Porsche Carrera Cup sich einen richtigen Namen gemacht hat und logischerweise von Porsche gefördert wurde, in die DTM einsteigen darf, aber jetzt auch im Dynamic Porsche unterwegs ist. Und er wird gefolgt vom Mann, der jetzt hoffentlich den richtigen Luftdruck hat, Dennis Marshall im Audi Sportteam Car Collection Audi R8. Ja, und das ist der Soundtrack des Wochenendes für viele. Der Aston Martin Vantage AMR GT3, Darren Turner. Valkenhorst Motorsport, gerade die Pechvögel. Das wird aber Jesse Krohn im BMW M4 GT3 mit den Yokohama-Reifen aus dem Hause Valkenhorst nicht interessieren. Huber Motorsport mit einem 992er GT3R mit dem Franzosen Camille Ledojard, der jetzt losgeht, gefolgt vom GT2 Mercedes mit Thomas Jäger. Das Auto, der wird nicht ins Q2 kommen, das kann ich schon garantieren. Aber das Auto, der GT2 AMG, der ist richtig, richtig stark. Racing One mit Johannes Stengel am Lenkrad mit dem wunderschönen Ferrari 296 GT3 und der Geheimwaffe, wenn sie weiterkommen, nämlich dem letztjährigen Polesetter Luca Ludwig. Schnitzel Alm Racing, noch ein GT2, Ex-DTM-Fahrer Michael Grenier aus Kanada. Rutronic Racing ist es mit Matteo Cairoli im 992er GT3R. Und dann in den Sektorzeiten eben verdammt schnell unterwegs gewesen. Der ehemalige GT Masters Champion und der DTM-Pilot Riccardo Feller, der Schweizer für das Scherer Sportteam PHX. Er muss ja nächstes Wochenende wieder ran beim DTM-Saisonstart in Oschersleben. Da fährt er dann für Abt Motorsport, für Abt Sportsline an der Seite von Kevin van der Linde. Hier geht es jetzt weiter mit viel, viel, viel Erfahrung. Alexander Sims im Scherer Sport PHX Audi mit der Startnummer 5. Robe Racing mit dem DTM-Champion aus Südafrika mit Sheldon van der Linde. Dann die letzten drei im Feld. Fabian Schiller, der junge Mann aus der Nähe von Bonn, kommt der für das Team Getspeed. Geht er an den Start, gefolgt vom Titelverteidiger-Auto mit der Nummer 1. Nur noch einer der Sieger vom Vorjahr mit dabei, mit Frederik Verwisch. Aber Mattia Trudi, sein Teamkollege, der fährt den Audi Sportteam Scherer R8 LMS ins Top-Qualifying. Und dann, last but not least, die Pro-Sport-Truppe rund um Christoph Esser, Mike David Ortmann im Aston Martin Vantage AMR GT3, der Sound-Gewinner, so muss man es ganz klar sagen. So, und jetzt geht die Reise los und ich bin gespannt, was wir hier dann jetzt gleich sehen werden. Ah, das ist also normal. Das ist Patrick, zu erwarten, dass da diese Ölbindemittel jetzt so ein bisschen verteilt werden. Die müssen natürlich aufpassen. Und wir gehen noch mal runter zum Patrick. Patrick, du bist selber Rennen fahren in Hülle und Fülle. Wie ist das Gefühl, auf so einer Ölbindespur zu fahren? Naja, das ist natürlich, die Bilder zeigen das ja schon. Das ist ja noch mal deutlich mehr als das, was überhaupt zu diesem Auslöser geführt hat. Martin Tomczyk steht neben mir. Wir haben uns das gerade, die Bilder, angeschaut. Glatteis ist irgendwie mit mehr Grip behaftet, oder? Ja, das ist natürlich super, super optimal. Vor allem wird es natürlich auch, wenn mehr Autos drüber fahren, wird es besser. Aber das ist eine unsichere Sache, da verliert aber jeder dasselbe, würde ich sagen. Aber das richtig einzuschätzen, auf das kommt es jetzt drauf an. Stefan Moser hat gerade gesagt, Motorsport heißt, man fährt nur so schnell, dass der Grip nicht abreißt. Ja, das stimmt. Also ich hoffe, dass keinem mehr der Grip abreißt heute. Das hoffen wir definitiv alle. Also das wird schwierig einzuschätzen. Maximales Risiko oder eher da auf Sicherheit spielen. Nur die besten 5 kommen weiter. Es ist echt keine leichte Entscheidung, durch den Hatzenbach zu fahren, gleich auf Zeit. Ja, und da haben wir auch schon die Unterschiede gesehen, ne? Wie sie da ja so ein bisschen, als wenn man mit rohen Eiern jongliert, da drüber fahren. Große Unterschiede. Und dann ist ja auch eine Frage, wie viel Dreck nimmt der Reifen mit, ne? Wie lange dauert das? Dauert es 1, 2 oder 3 Kurven, bis die Slicks wieder sauber sind?
Hier Schelte van der Linde, im Moment unser Reiseleiter. Schauen wir mal, Achtung, wie viel Dreck da noch ist. Er langsam. Macht sehr, sehr langsam. Er weiß natürlich, was da los ist, wird natürlich über Funk informiert. Und wir hatten eben gesehen, dass Michael oder Michael, ist ja französisch auszusprechen, Michael Grenier im GT2 angeht. Der war da schon so ein bisschen am Rutschen. Schauen wir mal, was Mattia Trulli macht, wie es bei ihm geht. Aber der ist schon ein bisschen schneller unterwegs als Kollege van der Linde. Und du siehst auch, das Auto wird unruhig. Er rutscht ein bisschen über die Hinterachse. Und er muss natürlich auch dann versuchen, ein bisschen so den Grip-Level zu ertasten. Und Martin Tomczyk hat es gerade gesagt, mit jedem Auto, was drüber fällt, wird es auch besser. Und das kann gleich für die Kollegen, die weiter hinterstehen, für van der Linde, für Schiller, für Trudi, kann das eventuell ein Vorteil sein. Wenn sie im Renntempo sind gleich, wenn sie im Qualifying-Tempo sind und hier unter die ersten fünf kommen wollen, 19 Autos, 5 kommen weiter. Nur, Olli, das ist eine Entscheidung, die man irgendwann treffen muss, mit wie viel Risiko man da gleich auf der fliegenden Runde rankommt. Patrick, bitte. Die alles entscheidende Frage. Christian Cognes, how are you? Oh, I'm good, thank you. I mean, of course, mentally it's quite a toll, but yeah, it was sadly a pretty surprising crash. I suddenly lost traction on the front axle at a very surprising moment. So I just skidded off and yeah, the tire barrier simply ripped off the half of the car. So that was the moment you don't want to have in the top qualifying, but it happened. We saw the pictures that Kevin Estre just go a little bit over the curb and smash all the dust on the track. This is obviously what you had under the tires and lose the front end grip. I mean, I think some of us are using quite a lot of the curb there. Some don't, me included. So when there was now a lot of sand, I suspect that maybe this could be the reason. I have to see the replay. But yeah, no matter the case, the car is in the wall and we cannot continue. So I'm very sorry for the whole operation, the whole team. But I know we have a fantastic team of mechanics to try and fix the car overnight. I hope that's possible. If someone can fix it, they are the ones to do it. So crossing my fingers. But most important that you are here in one piece and yeah, bad luck. And we keep the fingers crossed for tomorrow. Thank you for the moment, Christian Cognes. Thanks, mate. Übersetzt das noch ganz kurz. Er sagt natürlich, ja, das, was wir schon gesehen haben auf den Bildern, ist reingekommen in diese Hatzenbach-Sektion. Dann hat er auf einmal, er kann sich nicht wirklich erklären, vorne auf der Vorderachse den Grip verloren, geradeaus eingeschlagen, relativ heftig. Mental ist eigentlich das größte Problem. Körperlich ist er in Ordnung. Aber klar, kratzt das erstmal an deinem Ego, wenn es da richtig scheppert. Und wir haben noch über die Situation gesprochen, wer Auslöser des Dreck war. Er hat es noch nicht gesehen, hat auch gar nicht groß was zu gesagt. Aber das Wichtige ist, er steht hier und er sagt, wenn das ein Team hinbekommt, das Auto morgen in den Start zu bringen, dann die Mannschaft rund um Henry Walkenhorst. Ja, Olli, und er hat auch gesagt, manche fahren da richtig wild über den Curb, manche nicht. Er zum Beispiel nicht. Das wird gleich eine ganz, ganz schwierige Geschichte werden hier in diesem Top-Qualifying. Eine einzige Runde. Die muss jetzt sitzen. Schwalbenschwanz, Kevin Estre. Und dann bin ich mal gespannt, wie viel Risiko er nimmt. Hatzenbach, da, wo das ganze Bindemittel liegt, wenn er da ankommt. Denn das, Olli, das kann ihm keiner abnehmen, die Entscheidung. Er ist jetzt einmal drüber gefahren. Das muss sich Kevin Estre dann selber überlegen. Da helfen auch keine Funksprüche, wenn jetzt die Kollegen vom Funk sagen, ach, es ist ein bisschen besser, es sieht besser aus. Auch nachher die anderen, Schalten van der Linde oder Schiller, die später kommen, da hilft nichts, wenn die Teammanager über Funk sagen, ja, es ist ein bisschen besser. Und nein, das muss jeder Fahrer für sich selber entscheiden, was er da macht. Du kannst eigentlich an der Stelle nur verlieren. Fahrt lieber ein bisschen langsamer rein, verlierst du vielleicht eine Sekunde. Das ist eh ein relativ schneller, langsamer Streckenabschnitt, wo du dann nachher nochmal ein Geschlängel hast. Also es ist nicht so tragisch, wenn du da eine Sekunde langsamer machst, bevor du da was riskierst. Das wird keiner irgendwie, denke ich mal, angehen, dieses hohe Risiko. Also erneut dasselbe Szenario wie vor, ja, gut und gerne einer Stunde. Kevin Estre ist der Erste, der hier auf die Reise geht. Und dann werden wir natürlich genau beobachten, wie er sich jetzt erstmal positioniert von den Zeiten. Ich habe die Sektorzeiten von eben immer noch hier auf dem Display. Da werden wir dann noch sehen, was gleich passiert. Das heißt, wir können schon relativ schnell und direkt den Vergleich dann sehen.
wie er im Vergleich zu den eben gefahrenen Sektorzeiten sich einpendeln wird. So, auch bei Daniel Kerwitz, bei Mike Rockenfeller werden die Sektorenzeiten da gleich mal kommen. Und schau mal, wie voll das da unten schon ist. Klar, die warten natürlich auch auf die Falken Drift Show, die heute Abend da unten den Laden noch in Hochstimmung versetzen wird. Aber die sind natürlich auch da für dieses Top-Qualifying Nummer 1 und vor allen Dingen auch für das Top-Qualifying Nummer 2, was uns dann gleich den Pole-Setter im Jahr 2023 hier liefern wird. Jelmer Burmann. Ja, der war beim Einlenken, das Auto so ein leichtes Einlenk-Übersteuern. Übersteuern heißt, das Hinterrad kommt ein bisschen mehr rum. Boah, schau dir mal die T7 unten an, so voll habe ich die ja noch nie gesehen. Geil, danke ihr Fans. Und also Jelmer Burmann, siehst du schon, Schumacher ist sehr hart über den Körb. Ja, du musst aggressiv fahren, das ist klar. Du musst schon mehr oder minder alles zeigen, alles geben. Aber das ist so ein schmaler Grat zwischen aggressiv sein oder überfahren. Überfahren heißt zu hart über den Körb und dann wird das Auto unruhig. Hier, Vedolschikane, Kevin Estre, innen sehr hart drüber geräubert, aber Auto nicht unruhig geworden, konnte schön weiter beschleunigen, raus beschleunigen und jetzt geht's ab. Sabine Schmitzkurve, die enge Linkskurve, die Nordschleife mehr oder minder eröffnet. Da den Körb, den musst du mitnehmen, schön anlehnen, ganz sanft angelehnt und jetzt kommt die große Frage. Wie fährt er runter im Bereich Hatzenbach, die erste Rechtskurve, jetzt das Anbremsen, links. Jetzt ganz gespannt sein. Ich glaube, er wird es vorsichtig angehen. Ja, weit über den Körb innen. Innen über den Körb. Und das Auto geht quer. Er geht quer. Also Estre von wegen. Er geht es vorsichtig an. In der nächsten Kurve auch hart über den Körb. Kalwitz, das Auto geht quer. Von wegen, die machen kein Risiko. Die gehen ja wieder volle Lotte da rein. Mein lieber Schwan, was macht ihr denn da, Jungs? Auch Jelmer Burmann. Mike Rockenfeller hat sich da ein bisschen clever, wie er ist, ein bisschen weiter zurückfallen lassen, weil Mike Rockenfeller will, dass die ihm da die Strecke sauber fahren. Und hier sehen wir es nochmal. Der Grello, Achtung, jetzt hier gleich wieder innen über den Körb. Da hat er vorhin den Dreck raufgeschmissen. Und jetzt hier übers Ölbindemittel, da wird das Fahrzeug komplett unruhig. Kevin Estre fängt das Ding aber ab. Aber das war auch schon wieder knapp. Guckt dir den Quersteher an. Komplett quer, der Grello Kevin Estre. Kevin Estre, ja, in Sektor 3, Purple, aber die Antwort, die kommt auf dem Fuße im Ferrari, direkt dann im Sektor 4. Diese Purple-Markierung, die bedeutet Bestzeit von allen. Und natürlich grün, wenn es da grün ist, das ist persönliche Bestzeit. Das ist natürlich bei allen, die da jetzt ankommen, der Fall bei dieser einen einzigen Runde, die jetzt zählt für die 5, die ins Finale kommen. Was man aber jetzt schon wieder sagen kann nach Sektor 4, dass erneut Estre, Kalwitz auf Augenhöhe agieren, etwa gleich schnell sind. Auch Ricardo Feller im ersten Sektor schon richtig voll unterwegs. Das waren noch die drei, die eben ja laut meiner Rechnung am schnellsten unterwegs waren. Estre über die Kuppe da in Richtung Metzgensfeld, die längsschnelle Linkskurve hier. Da gehst du auch weit nach außen, bis auf die Rattersteine, hartes Runterbremsen, die Linkskurve. Und dann ist er ein bisschen weit auch weg gewesen vom Scheitelpunkt. Hat den Scheitelpunkt nicht ganz getroffen. Vielleicht hat er auch so dieses typische Porsche-Einlenk-Untersteuern. Schauen wir mal, was Rockenfeller im Bereich Hatzenbach macht. Warum kommt eine Replay? Die kommt nicht ohne Grund. Ja, weil er weit draußen ist. Weil er weit draußen ist, Mike Rockenfeller kurz davor auch das Auto zu verlieren. Blicken wir uns von oben nochmal an, der Legenden-Audi mit Mike Rockenfeller, ja, der findet die Spur da nicht, da wo der Dreck weggefahren ist, sondern fährt außen, weiter außen als die anderen, komplett durch, deshalb Mike Rockenfeller da nicht ganz so schnell wie der Ferrari und auch nicht so schnell wie der Grello von Kevin Estre, Breitscheid und jetzt wieder rausbeschleunigen den Berg hoch. Hoch über die Cooper-Ex-Mühle. Dann kommt dieser ja, berühmteste Streckenabschnitt von Nürburgring, zumindest für diejenigen, die den Niki Lauda-Film rasch gesehen haben. Diese Linkskurve hier, Niki Lauda-Knick wird es genannt, unter den Fans. Und dann die enge Rechtskurve Bergwerk. Schwung mitnehmen für das lange Bergaufstück. Purple bei Kevin Estre, Tick schnell, aber auch nur ein Tick. 1,45,1 in Sektor 5. 1,45,2. Kalwitz im Ferrari, Jelmer Burmann 1,46,4, also deutlich langsamer in diesem Sektor, aber das ist einer der kürzeren Sektoren, das ist noch nicht ganz so entscheidend. Und Luca Ludwig bei der bisher schnellsten Runde an diesem Wochenende im Qualifying Nummer 3, der hat uns vorhin ja gezeigt, dass man auch ohne purple-farbene Sektoren sehr, sehr gut eine Bestzeit, eine Top-Runde hier fahren kann.
Auch hier Mutkurve weit über den Körb gegangen. Das ist für uns immer das Zeichen. Er weiß, es ist eine gute Runde. Er ist voll unterwegs. Anbremsen, Stallstrecke. Dann diese fast 180 Grad Rechtskurve mit dem doppelten Apex, dem doppelten Scheitelpunkt. Weit auf den Körb, gerade Linie hoch Richtung Caracciola-Karussell. Und jetzt reinfallen lassen. Von den Sektorzeiten, ich würde mal sagen, wir sollten uns den Sheldon van der Linde noch beobachten. Der ist nämlich in dem langen Sektor 3 der schnellste gewesen. Und zwar deutlich schneller als Kevin Estre. Bei der letzten Messung Daniel Kaiwitz im Ferrari 296 GT3 schneller als vor ihm Kevin Estre. Was geben die anderen Sektoren her? Was geht bei allen? Ich würde mal sagen, Mike Rockenfeller, ja, der könnte raus sein, wenn der nicht zulegt. Denn da ist Jelmer Buhrmann vorbeigegangen. Aber jetzt erstmal das Duell Porsche gegen Ferrari. Estre gegen Kaiwitz. Das sind dann die ersten Richtzeiten. Aber hinten kommen ja dann auch noch schnelle Leute. Du hast Sheldon van der Linde angesprochen. Aber auch Ricardo Feller, den wollen wir nicht vergessen. Den Schweizer, der hier im Audi R8 natürlich auch eine richtig starke Performance an diesem Wochenende bisher bietet. Alex Sims, den sollten wir auch mal uns mal im Hinterkopf halten. Auch bärenstarke Sektorzeiten. Van der Linde, Sims, Feller, die sind auf demselben Niveau wie Estre und Kaiwitz. Das sind so im Moment, würde ich mal sagen, die fünf, die ich so erstmal so sehe. Kaiwitz im Bereich Eiskurve weit auf den Körb, gehört aber auch dazu. Kleine Sprungpflanzkarten für Estre, doppelrechts mit einem Lenkradwinkel nur rüberfahren. Auto jetzt gerade stellen für den großen Sprunghügel. Pflanzkarten 2, wo es dann runtergeht. Bell of S, da gibt es nur diese eine Linie. Oder auch über diese kleine Kuppe jetzt, die federt das Auto leicht aus, aber bleibt schön ruhig. Alles im konstanten Bereich, alles sauber. Sehr, sehr gute Zeit von Thomas Jäger in Sektor 6. Okay, der habe ich gesagt, der fährt keine Bestzeit. Aber das ist halt das Auto in diesem Powerstück, ist er am schnellsten. Müssen wir nicht näher beobachten. Das ist keiner für die Top 5 nachher. Estre, Ausgang, Schwalbenschwanz. Da hat ja gestern der Konrad Lambo das Heck verloren. Dann endgültig nach der Berührung mit dem Cayman. So, jetzt dann gleich Schwung holen, komplett den Schwung mitnehmen. Und dann werden wir die erste Richtzeit haben. Ich sag nochmal, die Polezeit aus dem Vorjahr von Luca Ludwig. Das war eine 809,469. Estre Kaiwitz absolut auf Augenhöhe, nahezu identisch schnell. Die haben in den Sektorzeiten ja, maximal 2, 3, 4 Zehntel Unterschied. Die sind beide auf ähnlichem Niveau. Und dann, ich habe es gesagt, Feller, Sims, Sheldon van der Linde und auch Fabian Schiller, den sollten wir uns auch noch zumindest mal im Hinterkopf halten, auch gut unterwegs. Mattia Trudi, auch ein richtig guter Sektor 5, der lange Sektor. Also, jetzt kommen die Zeiten. Wir sehen Kevin Estre, der jetzt in die hohen Rheinschikane einbiegt. Dahinter kommt Kaiwitz. Wenn er einbiegt auf die Curb, 8,5, das wird eine 16er Zeit. 8,16er Zeit, also doch relativ langsam im Vergleich zu dem, was wir eben von wegen 8,11,7,2,1, Kevin Estre, 8,11,7,2,1. Das ist top, wenn wir uns das ölbindende Mittel. Aber Daniel Kaiwitz im Ferrari ist schneller. 8,11,0,2,3 und krass, trotz des ganzen Drecks da im Bereich Hatzenbach. Ganz starke Zeit. 8,16,1,4,7, Jelmer Buhrmann. Und was erleben wir bei den anderen, die da jetzt noch kommen? Wer kann da noch ein bisschen was auspacken? Es bleibt dabei. Schau mal unten, die 222, der Schnitzel Alm GT2. Mick Grenier ebenfalls mit einem Purple eingefärbten Sektor. Die Zeiten, wir sind gespannt. Wir haben Kaiwitz, Estre. Wir haben Laurin Heinrich, Jelmer Buhrmann auf der 4. Laurin Heinrich, Porsche Cup-Sieger, neu DTM-Fahrer, stark dabei. Olaf Marschall, neuer Dritter. Olaf war der Fußballer, Dennis, ne? Okay. Ja, in dem hast du recht. Geschäft des Gefechts kann das passieren, kein Thema. Sektorzeiten stark unterwegs, wie gesagt, Van der Linde, Sims und Feller, die Audi-Piloten, die sollten wir auf jeden Fall beobachten, aber die kommen noch in den langen Sektor, Sektor 7, der ist entscheidend, der macht viel aus. Rockenfeller hat einen guten Sektor 7, der müsste gleich in wenigen Augenblicken hier drüber kommen, da ist er schon unterwegs, nee, reicht nicht, reicht bei weitem nicht für ihn, 8,18, im Moment nur Platz 7. Platz 7 für Mike Rockenfeller. Was ist mit Feller? Was ist mit Sheldon van der Linde? Im Moment Kaiwitz, Estre, Marschall, Heinrich, Buhrmann. Die ersten 5. Aber da kommen ja noch ein paar Autos. Cairoli. Ja, Cairoli zum Beispiel. Auch einer, den man auf dem Zettel haben muss. Der hier es liebt zu fahren. Jetzt erstmal der GT2. Jäger auf 11 mit einer 38,6.
mega viel Bindemittel. Sims im langen Sektor 7 mit Abstand der schnellste. Und die Meldung kommt, dass Sheldon van der Linde von der Strecke abgekommen ist und langsam weiterfährt. Für ihn war es das dann in dem Sinne. Wen haben wir noch? Also wie gesagt, Sims, Feller sind stark unterwegs. Cairoli, wo haben wir den? Der ist auf 3 vorgefahren mit 8,12. Im Moment Cairoli drin. Das könnte für ihn klappen. Aber wir haben, wie gesagt, noch Feller und Schiller. Feller Bestzeit 18,046 und das bei dem ganzen Dreck da auf der Strecke. Ricardo Feller haut hier nochmal einen raus. Natürlich Begeisterung. Der schnelle Schweizer, der hat's gepackt. Ricardo Feller 18,046. Olli, und das bei dem Bindemittel. Das ist eine Wahnsinnszeit. Sheldon van der Linde können wir knicken. Der hat in Sektor 27 Sekunden. Sims auf 2. Thema ist durch und wir haben die Doppelführung für die Scherer Sportteam Phoenix Mannschaft rund um Ernst Moser bei seinem Abschiedsrennen. Er wird ja danach seine aktive Karriere beenden, wird nur noch als Berater dabei sein. Schauen wir mal, ob Fabian Schiller die 8,10 unterbieten kann. Es ist knapp, es ist knapp und es ist immerhin Platz 4. Würde reichen, Estra auf 5. Wen haben wir noch? Cairoli ist schon mal raus. Schiller drin. Trudi könnte noch kommen. Trudi könnte noch was machen. Sektorzeiten von Trudi sind auch stark. Van der Linde, hat man gesagt, ist raus. Jetzt kommt noch einer, Trudi. Kann Trudi den Estre noch knacken? Ja, kann er. Estre ist draußen. Wir haben dreimal Audi drin, wir haben Ferrari drin und wir haben Mercedes drin. Und jetzt können wir erstmal durchatmen. Der Rückspiegel beim Rover-Auto von Sheldon van der Linde. Ja, der war irgendwo drin, der DTM-Champion. Und jetzt sehen wir auch wo. Sheldon van der Linde hier, der Sprung. Und Achtung, das Auto unruhig. Und jetzt geht ihm die Straße aus. Nur quer bist du wer in manchen Sportarten, aber nicht auf der Nordschleife. Hier, da schlägt er ein. Ja, und das reicht natürlich nicht. Gut, dass ihm nichts passiert ist. Gut, dass wir nicht den nächsten BMW komplett verschrottet haben. Oh ja. Sheldon van der Linde verliert das Auto, schmeißt die Chancen weg hier für die Rowe-Mannschaft. Was haben wir? Ricardo Feller auf 1. Sims im Audi mit der Nummer 5 auf der 2. Dann Kajwitz im Ferrari, Dritter. Ja, dann, schau mal, Schiller im Mercedes mit der Nummer 2 auf der 4. Trudi im Titelverteidiger, Auto auf der 5. Und der Grello ist raus. Michael C. bei Patrick Simon. Ja, auch Sheldon van der Linde ist draußen, aber Michael C., das zweite Eisen steht noch da draußen im Feuer. Das war ganz schön hart am Limit, Sheldon van der Linde. Den Außenspiegel, muss er den selber zahlen oder gehört das dazu in so einem Top-Qualifying und im Versuch, zu den letzten 19 Autos zu gehören? Naja, den Außenspiegel, den werde ich beisteuern. An dem wird es nicht hängen, aber er hat das Auto super gut abgefangen und ihn schön seitlich langschlittern lassen, sodass auch nichts kaputt ist. Das Auto fährt gerade, Lenkrad steht gerade, alles gut. Also die Reifenstapel, Pflanzgarten 1, sind jetzt gelb-grau lackiert, nicht mehr rot-weiß. Naja, ich sag mal, solange das Auto heil ist, können wir ein paar Startreihen weiter hinten auch mit dem Auto ganz gut verschmerzen. Und ein Eisen haben wir jetzt auch noch für die Pole im Feuer. Alles gut. Vielen Dank, zurück zu euch. Und du musst sehen, er ist jetzt 19. im Top-Qualifying, weil es ja auch nur diese eine Runde war. Und damit steht er morgen da irgendwo auf Platz 38. Ja, 19. Ne, 5 kommen weiter auf 34 so rum. 34. wird er morgen ins Rennen gehen. Und da sage ich mal, im ersten Stint verliert er gut und gerne 2 Minuten. Aber Daniel Kalwitz holt die Glückwünsche ab. Riesenleistung vom Rekordsieger in der ADAC GT Masters mit den meisten Siegen in dieser Meisterschaft. Hat den Wochenspiegel Ferrari reingebracht. Georg Weiß, der Teamchef, ist happy. Hinten kommt Leonard Weiß. Leonard Weiß hat schon mal den Jeans an. Der wird also gleich nicht das Top-Qualifying 1 fahren. Das ist Indy Donti. Den sehen wir da schon, der sich bereit macht für die Wochenspiegel-Mannschaft. Powered by Rinaldi. Ja, und der wird enttäuscht sein. Und die anderen auf dem Auto. Christensen, Makowiecki, Breining. Auch die werden enttäuscht sein. Das ist der Grello nicht geschafft hat, in das Finale zu kommen. Denn das Gleiche, was uns gerade begeistert hat, weil es war bärenstarker Motorsport, das Gleiche werden wir gleich noch mal sehen. Und dann geht es um die Pole. Also, wir sind gespannt auf das, was wir gleich erleben werden. Olli, gleiche Spielchen. Also richtig, richtig gut. Markus Winkelhock ist bei Patrick Simon. War eine gute Runde. Ja.
Ah, er ist zumindest in meiner Nähe. Spricht gerade noch mit dem Ingenieur, weil er ja, natürlich jetzt weiß, dass er ins Auto muss. So interpretiere ich das mal, dass du den Overall anhast. Winky, ist jetzt dein Turn, oder? Jetzt geht es um die Wurst. Ich freue mich. Also Auto scheint funktionieren. Jetzt liegt es an mir. Ich muss Gas geben. Freue mich drauf. Du kannst das, glaube ich, ganz gut einschätzen. War es ein Vorteil, dass man relativ weit hinten gestartet ist? Das ganze Bindemittel im Hanzebach hat natürlich, wir haben es bei Kevin Estre, der als Erster durch müsste, gesehen, wie quer der stand. Ich glaube, das war ein kleiner Vorteil, muss man fairerweise zugeben. Auf jeden Fall war es ein Vorteil. Aber wenn man sich die Sektion anguckt, der war trotzdem über die gesamte Runde richtig schnell. Also es war nicht nur der Vorteil, aber definitiv war es für jeden, der ein bisschen weiter hinten war, leichter in dem Part von Hanzebach. Markus Winkelock, du hast diesen großen Pokal hier mehr als einmal gewonnen. Und das ist jetzt, glaube ich, nochmal was ganz Besonderes. Man weiß, das Auto funktioniert, gleich nochmal für die zwei Runden rauszugehen. Oh, ein, zwei Regentropfen, glaube ich, waren ganz kurz mal zu spüren. Die grüne Hölle gibt nie auf, uns das Leben echt richtig spannend zu machen. Auf jeden Fall nicht. Aber ich hoffe mal, es bleibt trocken. Also auf jeden Fall das erste Mal für mich überhaupt Top-Qualifying. Ich bin seit 2010 hier auf der Nordschleife unterwegs, noch nie Top-Qualifying gefahren. Deswegen bin ich wirklich mal richtig heiß drauf, eine freie Runde ohne Verkehr zu haben und zu zeigen, was das Auto kann. Und wir wissen ja, wie du gerade am Nürburgring mit Druck umgehen kannst. Na, Formel 1 Rennen hier mal ganz lockerlässig angeführt. Also Markus Winkelock gleich im Auto, das bis dato in dieser Top-Qualifying-Konstellation die schnellste Zeit hier in den Asphalt gelegt hat. Wir warten noch, bis er kommt, Ricardo Fell, und da wollen wir natürlich auch ihn noch hören. Wie es war, der Tanz, der erste durch die grüne Hölle. Ja, großer Name natürlich hier in Eifel, der Name Winkelock. Ja, große Namen sowieso. Olli, wir haben gerade drüber gesprochen bei den 20 Autos, die wir gesehen haben. Das werden wir jetzt gleich auch sehen bei den 19 Autos. Ne? Und ja, hier unser Legendenauto, leider nicht eine Runde weiter. Mike Rockenfeller da sehr weit in dem Ölbindemittel außen drin. Große Namen, das ist auch ein Thema. Wir machen ja immer gerne Reklame. Wir haben die Falcon Drift Show, die wir heute noch erleben werden. Zwei Monster Energy Autos sind mit dabei. Ohnehin Monster ja ein neuer Partner bei uns hier beim 24-Stunden-Rennen mit Flächen in Breitscheid. Da haben die Champions mal eben am Mittwoch 500 Liter Bier verteilt. Da gibt es eine ganze Menge zu trinken. Aber das ist natürlich auch ein Vorgriff, denn wir werden im nächsten Jahr vielleicht einen Weltstar hier erleben mit dem Monster Branding auf dem Auto. Und da werde ich dann ganz viel Gänsehaut haben. Valentino Rossi, neunfacher MotoGP-Fahrer, soll bei den letzten beiden LLS-Läufen sein Permit für die Nordschleife machen. Ja, und das wäre für mich, Olli, ich weiß nicht, wie es für dich ist, ein gelebter Traum, wenn ich den mal mit dir zusammen hier in der Eifel auf der schönsten Rennstrecke der Welt kommentieren dürfte. Also das Engagement von Monster Energy lässt drauf schließen und hoffen, dass wir beide hier bald sehen können. Ja, wäre mit Sicherheit ein Riesen-Event, eine Riesensache, wenn er mit dazukommt. Olli, und auch sehr optimistisch. Dann kommen noch mehr Leute. Wo bringen wir die denn alle unter? Bei dir im Garten. Ja, finden wir eine Lösung. Ich hatte eben zu Beginn des Qualifyings gesagt, zwischen 5 und 6, da geht es drum. Wer kommt weiter, wer kommt nicht weiter? Wir haben auf 5 Mattia Trulli mit 8,11,68. Und dann haben wir Kevin Estre auf der 6, 8,11,72. 0,034 Sekunden ist der Abstand. 0,03. Ich wiederhole es nochmal. 0,03. Die darüber entscheiden, dass Kevin Estre nicht weitergekommen ist und dass Mattia Trulli das titelverteidige Auto weitergebracht hat. Ein bärenstarker Auftakt vom Scherer Sportteam PAX. 3 der 4 Autos sind weitergekommen mit Ricardo Feller, mit Alex Sims und mit Mattia Trulli. Die werden gleich mit Sicherheit auch absolute Top-Piloten einsetzen. Markus Winkelock, haben wir schon gehört, wird auf der 16 reingehen ins Auto. In der 5 kann ich mir gut vorstellen, dass es Frank Stippler sein wird. Und bei der 1 gehe ich mal von aus, dass es Frederik Verwisch sein wird. Guck mal, da unsere 3 DTM-Champions, trotzdem gute Laune. Mike Rockenfeller beschreibt da jetzt Timo Scheider und Martin Tomczyk, woran es gelegen hat, was genau schiefgelaufen ist, dass sie nicht unter den Top 5 gelandet sind. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt. Wir notieren mal die 810046 von Ricardo Feller. Olli, ganz kurz deine Einschätzung. Du kennst das hier alles ja noch viel besser als ich. Ich bleib dabei. Für das Ölbindemittel, für den ganzen Dreck, für den ganzen Mist, der da im Bereich Hanzebach auf der Strecke liegt. Top-Zeit von absolut, Ricardo Feller. Absolut. Letztes Jahr Bestzeit von Luca Ludwig im Racing, im Octane 126er Ferrari war eine 809. Jetzt haben wir eine 810. Also unwesentlich langsamer
aber das bei nur einem Versuch und das bei diesem Track. Da wir sehen, Matteo Cairoli, hast du gesehen, wie vorne rechts das Rad aber komplett in der Luft war. Jesse Krohn, wie er da kommt, oh, der fährt relativ sauber, benutzt auch nicht den Curb. Wo ist der eigentlich gelandet? 13. nur. Und dann nochmal die Bilder. Ja, und der Mann, der ja, Q1-Session, das war der Schweizer Ricardo Feller und der steht bei Patrick Simon. Ja, der genießt natürlich diesen Moment mit seinen Mechanikern, die alle abklatschen, weil sie natürlich wissen, hat dem Auto einen Bärendienst erwiesen. Ja, es wird viel diskutiert, dass es nicht ganz so wichtig ist. Es ist ein 24-Stunden-Rennen, aber am Ende des Tages ja, kannst du dem Rennen dein Tempo aufdiktieren. Und musst nicht quasi hinterherfahren. Rolf Michel ist da, die Scherer-Mannschaft ist da, alle sind jetzt bei Ricardo Feller. Und wenn der Chef durch ist, dann ziehe ich ihn mir einfach mal. Okay, Ron darf auch noch, aber dann ziehe ich ihn direkt mal zu mir, dass er gar nicht erst wegrennt. Zieh in Ruhe den Helm auf, Ricky, ruhig den Helm ab. Und dann wollen wir natürlich reden über diesen Ritt, diesen Husarenritt durch die grüne Hölle. Und ja, die Chance für die Pole-Position eröffnet, die Chance Markus Winkelhock gegeben, der dann gleich Platz nehmen wird in der 16. Ricardo Feller, der junge Schweizer. Das Grinsen sagt schon alles. Der Helm ist runter, das breiteste Grinsen im Gesicht. Nimm uns mit, wie war der Ritt durch die grüne Hölle? Ja, war schon ein guter Ritt, muss ich sagen. Also, er ist halt schon mega geil hier, muss man einfach mal sagen. Die Strecke ist einfach der Hammer. War nicht ganz einfach natürlich da im Hatzenbach. Mega rutschig, wusste halt nicht, wie schnell man reinlaufen kann. Offensichtlich schnell genug, ja? Ja, ich denke, es hat gereicht. Also war mega. Auto hat sich natürlich super gut angefühlt. Ohne das wäre es gar nicht möglich. Die Jungs haben eine super Arbeit gemacht, die ganze Woche, die ganze Vorarbeit in den NLS-Läufen. Bin super happy und freue mich riesig aufs Rennen. Wenn man jetzt mal anschaut, wie man zum Beispiel alles geschlagen hat, zeigt ja erst einmal, wie intensiv, wie stark dieses Fahrerfeld für diese 51. Ausgabe des 24-Stunden-Rennens. Winky muss jetzt ran. Das zum allerersten Mal, hat er uns gerade gesagt, im Top-Qualifying. Wie kannst du ihm jetzt ein bisschen die Nervosität für den Ritt nehmen? Ja, gute Frage. wir sprechen gleich nochmal zusammen. Strecke, ich denke mal, es sind ja noch ein paar Autos nach mir durchgefahren. Hatzenbach, denke ich, wird wieder mehr Grip sein. Gib ein paar Instruktionen noch, wie das Auto sich anfühlt. Wie fühlt sich's an? Was kann man denn da sagen? Also der fährt super oder ist es detailreicher? Lenkt er gut ein? Die Hinterachse ist loose? Was macht das Auto genau? Ja, schon detailliert über die Fahrzeugbalance, wie gesagt, was die Vorderachse macht, Bremse, Lenkung, wie die Traktion ist, Highspeed, Lowspeed, alles drum und dran. Beschreiben wir kurz. Aber der Winky, der weiß genau, was er machen muss. Ich meine, Erfahrung hat er auf jeden Fall genug. Schnell ist er immer noch und bin gespannt. Wir sind alle gespannt auf das, was gleich kommen wird. 19 Autos in das Top-Qualifying Nummer 2. Ricardo Feller hat gezeigt, wie schnell das geht. Und jetzt müssen die anderen 19 nachlegen. Und wir suchen den Pole-Setter für die 51. Ausgabe des Ritz durch die grüne Hölle. Morgen um 16 Uhr geht's dann natürlich los. Die Schlagschrauber rattern, man macht sich bereit und wir geben doch mal hoch nach oben. Mal abgesehen davon, dass das natürlich schön ist, da an der Sonne zu stehen, es geht auch um diesen Wanderpokal, die James Glickenhaus Trophy, die natürlich gerne jeder hier abräumen möchte. Im Übrigen geschichtsträchtig Klaus Lüffig, der Fahrer hier seit 1970 bis zum letzten Jahr mit insgesamt 6 Pole Positions, also er da der erfolgreichste. Ja, und von den in diesem Jahr noch aktiven kommt Maro Engel auf 3 Positionen, 3 Pole Positions. Und Olli, wenn ich die Liste jetzt hier so durchgehe, ich habe sie gerade vor mir: Christopher Mies, Nick Ketzburg, Schiller, Feller, die haben wir gerade gesehen. Dann Maro Engel, Augusto Farfus, Kelvin van der Linde im Abt Lamborghini, Klaus Bachler, Nico Menzel, Ayun Maini. Auch stark für ein Pro-Am-Auto. Jamini, Sims, Matti Drogen, Colin Carisani, ja, den wir aus der DTM-Trophy gut kennen, im Schnitzel ein Mercedes. Drudi, Böttmann, Keilwitz, Harper. Also, die dürfen natürlich gleich nicht fahren. Da sind wir dann gespannt, wer auf den Autos sitzt. Aber die Namen haben wir noch mal genannt, damit sie hier noch mal ihre Würdigung bekommen.
Du weißt es. Ich weiß es. Ja, du hast doch den 19. vergessen in der Liste. Topmann Raffaele, genannt Lello Maggiello im Bildschein AMG. Es werden Fahren von den Teams, die weitergekommen sind, als Dritter reingehen, wird der Viertplatzierte der Getspeed AMG mit Maximilian Götz auf der Nummer 2. Markus Winkelock, das hatten wir schon gehört, der fährt den Scherer Team PAX mit der 16. Frank Stiebler, das war mir relativ klar, dass der Mann aus Bad Münstereifel die Nummer 5 fahren wird. Auf der Nummer 1 Frederik Verwisch, der einzig verbliebene Gesamtsieger vom Vorjahr. Und das hatten wir ja eben schon im Bild gesehen, dass sich Indy Dontie bereit gemacht hat für den Wochenspiegel Ferrari, powered by Rinaldi. Indy Dontie, der junge Niederländer, der von Daniel Keilwitz das Auto übernimmt, aber mit Sicherheit auch einer, der ganz, ganz schnell ist, der eine gute Chance hat, hier den Wochenspiegel Ferrari weit nach vorne zu bringen. Wir sehen noch mal Kevin Estre im Bereich dieser Ölbindemittel. Jetzt geht das Auto quer und das waren die 0,03 Sekunden, die ihm gefehlt haben. Ja, und du hast eben angesprochen den jungen Mann, der aus den Niederlanden kommt, der bei seiner ersten GT3-Runde eine 7,55 gefahren ist. Colin Caresani, Schnitzelarm-Team, Patrick. Olli, jetzt verwirrst du natürlich unsere Zuschauer mit dieser Rundenzeit von 7,55. Das war in einer anderen Streckenvariante, nämlich die wir bei der NLS fahren. Aber nichtsdestotrotz sitzt hier der Favorit oder beziehungsweise der Tipp von Eddie Mielke, Colin Caresani. One of our commentators tip you on the pole position. Is it possible now? Are you a bit nervous? Yeah, we have to see. I mean, for me, it's now my real debut in the GT3 here on the Nordschleife. In NLS3, I couldn't drive. In the qualifiers, I only could drive one race. I have to see. I will do my best. The team helps me in a great way. They put the car, they prepare the car great. They help me. They teach me how to do it. I'm coming from GT4. I don't want to put too much pressure in it. Just going to do my best. I'm well prepared. Team is well prepared. Let's see what we can do. Also er sagt natürlich, es ist nicht sein normales Betätigungsfeld, so ein GT3. Er fühlt sich nicht so hundertprozentig wohl, auch wenn das Team ihm wahnsinnig viel geholfen hat. Aber es ist natürlich eine wahnsinnig große Aufgabe. Man spürt auch die Nervosität. Thanks for the moment. Wir lassen ihn dann einfach auch ein bisschen in Ruhe, weil das ist das, was du als Fahrer jetzt brauchst. Keiner, der irgendwie unglückliche Fragen stellt oder da noch reinquatschen will. Sondern du brauchst die Ruhe in diesem Auto, du brauchst diese Konzentration. Wir können uns das, glaube ich, gar nicht vorstellen auf den Tribünen. Klar, die Handys sind gezückt, aber da merkt man schon, wie nervös ihr draußen seid, wenn ihr es gar nicht mal schafft, die vorbeifahrenden Autos richtig im Fokus zu halten. Und die müssen die 73 Kurven auf der grünen Hölle meistern. Und das auf dieser Messerschneide. Wie viel Risiko gehst du? Wo gibst du einfach vielleicht ein bisschen her, um am Ende nicht ganz vorne zu stehen? Es ist der ganz, ganz große Tag. Und die Vorbereitung auf das große Rennen. Das größte Autorennen, das morgen um 16 Uhr in der grünen Hölle startet. Und wir sind immer noch auf der Suche. Wer startet von Startplatz 1? 19 Akteure, die gleich auf die Reise gehen werden. Die machen sich langsam bereit, hier loszufahren. Und dann gehen wir auf Start und Ziel und stellen nochmal die Akteure vor. Die kämpfen um die Pole. Wird es womöglich zum ersten Mal ein Inder sein, der hier auf Pole Position fährt? Arjun Maini, der Mann für das Mercedes-AMG Team Bielstein von Hubert Haupt Racing, geht er gleich mit der Nummer 6 ins Rennen. Das war das Auto, was wir eben gesehen haben. Ihr seht links die Platzierung und Durchlaufen. Ich gehe noch mal kurz auf den Monitor der Rennleitung. 19.09 Uhr, das heißt in exakt einer Minute, macht unten die Boxenampel auf. Dann geht das grüne Licht an und dann habt ihr ein paar Minuten Zeit, das Auto zu positionieren. Und dann geht es dann irgendwann, ein paar Minuten später los mit dem erneuten Showdown für Q2. Großer Unterschied, Olli, jetzt 2 Runden. Ne? Also das, was wir vorhin ja versucht haben, was dann durch die rote Flagge nicht durchgeführt werden konnte. Ja, und auch die Namen, das ist Musik für alle Beteiligten. Hier gehen wir die Namen nochmal durch. Arjun Maini, das ist ja sehr, sehr interessant. Die hatten auch ein bisschen Schwierigkeiten, weil der Teamchef, der Teambesitzer Hubert Haupt gestern den Strich für Speedlimit in der Boxengasse ein bisschen verpasst hat. Und da war er 2 km/h zu schnell. Dann gab es eine Strafe. Dann haben sie denen die schnellste Runde gestrichen. Dann wurde gezittert im Team
HRT im Team Haupt Racing. Aber Ayumaini hat in den Trainingssitzungen gestern bewiesen, dass er hier richtig, richtig schnell ist. Ist ja einer von insgesamt 17 DTM-Fahrern, die wir jetzt hier an diesem Wochenende beim 24-Stunden-Rennen sehen und die wir dann auch nächste Woche in Oschersleben beim DTM-Saisonauftakt am Start haben werden. Also der Inder ist topfit. Das sind schöne Geschichten, ne? Der hat einmal bei Force India in Indien so einen Simulator-Wettbewerb gewonnen. Ja, und jetzt ist er hier Rennfahrer und er sagt selber, das ist das geilste Rennen, was es überhaupt gibt. Ja, und Colin Caresani, BMW M2-Cup-Sieger vor 2 Jahren. Dann DTM-Trophy, 2. Vize-Champion in diesem Jahr. Der junge Mann ist 19, wird 20 gerade mal. Da hat sich Schnitzelalm einen niederländischen Rohdiamanten gesichert. Ich bin gespannt. Aber die eben, diese Jungs gegen etablierte Namen. Götz, Winkelhock, Stippler. Mann, da ist eine Menge drin. Ja, eine schöne Mischung von jungen, heißblütigen Nachwuchsfahrern gegen, ja, ich sag mal, routinierte Fahrer, die aber zum Beispiel hier in der Nummer 5 mindestens genauso heißblütig sind. Und Frank Stippler, das haben wir bei den NLS-Läufen gesehen, der kann das richtig, richtig schnell hier umsetzen. Und der hat natürlich die meiste Erfahrung von allen Fahrern, die hier dabei sind. Und wird mit Sicherheit einiges daran setzen. Patrick Simon. Ja, Stippi ist rausgefahren, du hast es gesagt. Wir haben uns mal am Ende der Boxengasse platziert, um einfach auch da noch mal den Blick in diese Cockpits hineinwerfen zu können. Die Fahrer konzentriert. Olli, das ist ein Moment, der wirklich echt knistern ist. Die Haupttribüne vor uns ist richtig gut gefüllt. Da sind alle bereit. Wir sehen ganz, ganz viele Flaggen, Fahnen. Die Fans des 24-Stunden-Rennen am Nürburgring sind bereit für den finalen Tanz. Der Nächste, der sich bereit macht, das ist der, müssen wir mal gucken, oh, der Mercedes, der mit der 10 rausfährt. Und da wird Marek Böckmann dieses Top-Qualifying auf die, unter die Räder nehmen. Sehen auch hier ein schönes Go-Marek-Schild. Die 24 geht raus, Car Collection bei Lionspeed. Da haben wir einen der Porsche-Werksfahrer, Mathieu Jaminet, hinter dem Lenkrad. Also, die Autos machen sich parat und stehen dann gleich hier bei Start und Ziel. Und dann melden wir uns nochmal mit der Frage, wer wird Polesetter bei der 51. Ausgabe? Die James Glickenhaus Trophy, die es hier gibt. Das ist natürlich ein besonderer Pokal. Schade, dass die Glickenhaus-Mannschaft sich entschieden hat, sich auf Le Mans zu konzentrieren, in diesem Jahr nicht dabei ist. Das Auto vermissen wir schon ein bisschen. Ansonsten 134 Teilnehmer. 25,3 Kilometer. 170 Kurven. Diese faszinierenden Autos. Die Fahrer. Und vor allen Dingen ihr, die besten Fans der Welt, die gesamte Stimmung. Olli, das ist, und wir sind ja jedes Jahr gerne hier, das ist bisher, vom Unfall vorhin mal abgesehen, das ist bisher mit eines der schönsten 24-Stunden-Rennen. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt das Wetter, was ich erlebt habe. Das macht einfach Bock, für so ein Publikum zu arbeiten. Das macht einfach richtig, richtig Spaß, solche Leistungen zu sehen. Die Sonne mittlerweile weg. Und das habe ich auch in den letzten Tagen ja so ein bisschen fühlen können. Ihr natürlich an der Strecke draußen viel, viel mehr. In dem Moment, wo die Sonne weg ist, da gehen auch direkt schlagartig die Temperaturen direkt mal ein paar Grad runter. Und da haben wir wieder den nächsten Faktor. Was machen die Reifen damit? Wie sieht das aus für die Reifentemperaturen? Wie ist das Reifenmanagement? Ein ganz, ganz schwieriges Thema hatten wir ja eben bei Q1 schon mehrfach angesprochen. Dennis Marshall, die einfach bei dem ersten Versuch komplett den Reifendruck versemmelt haben. Und das ist ein wichtiges Thema, das wird ein Thema sein gleich, wenn es in diese Runde gehen wird. Colin Caresani, der junge Niederländer, das ist der Mann, dem Elfer Schnitzler am Auto, den wir hier sehen. Das sind natürlich jetzt auch schon schöne, faszinierende Bilder. So, es wird ein bisschen dunkler, ja, dunkler noch nicht, aber so leichte Dämmerung, ihr seht das auch hier an diesen Bildern, das macht uns gleich spektakuläre Bilder hier von der Nordschleife. Die sind garantiert, wenn es so langsam aber sicher ein bisschen dunkler wird. Die brauchen noch keine Sorge haben, dass es ganz dunkel wird. Das wird schon alles sauber sein. Top Q mit 2 will be 2 laps, also mit 2 Runden. Das zweite Qualifying, hatten das angesprochen.
Reihenfolge steht fest. Christopher Mies, das ist genau dieses Auto hier. Da fehlt nur noch diese HB-Beschriftung drauf. Das ist ja die, ja, wie sagt man, die Hommage an den damaligen Audi Quattro, mit dem ja ein Pirn Waldegard, ein Hanno Mikula und natürlich ein Walter Röhrl für Furore gesorgt haben in der Rallye-Weltmeisterschaft. Und da hat man gesagt, wir machen von Audi ja eine Hommage an die alten Zeiten. Retro-Lackierung, könnte man auch sagen. Im Übrigen, Chris Mies, muss man sich auch mal vorstellen, Olli, 15. Teilnahme, also Jubilar in diesem Jahr beim 24-Stunden-Rennen. Das heißt, der weiß, wo es lang geht hier. Und der in dem Auto hier, Kelvin van der Linde, zweimal schon Gesamtsieger. Unter anderem im Vorjahr. Aber jetzt eben, und das hat ja auch ein bisschen mit Marketing zu tun, da gibt es eine neue Partnerschaft mit Abt Sportsline, mit den Allgäuern. Lamborghini, das Auto bärenstark besetzt. Kelvin van der Linde sitzt drauf. Waren vorhin im letzten Qualifying, Qualifying Nummer 3, auf der 5. Position. Da bin ich mal gespannt, was wir jetzt gleich erleben werden. Ja, also wenn ich die Liste durchgehe, ich sehe 7, 8, 9 Leute, denen ich das ohne weiteres zutraue, hier auf die Pole Position zu fahren. Das wird ein ganz, ganz heißer Ritt werden. Auch zum Beispiel hier der 100er BMW, den wir reinkommen sehen. Eines der Walkenhorst-Autos, die halt in diesem Q2 dabei sein dürfen, weil es halt auch ein Amateurauto ist. Gebe gleich drauf ein, und vorne als allererster rausgehen wird der 15-fache Teilnehmer des 24-Stunden-Rennens, Christopher Mies. Misi, die Jungs sagen es gerade, 15. Teilnahme. Wie nervös bist du, obwohl du eigentlich ja ein alter Hase bist? Ja, ich bin schon nervös. Ist ein wichtiges Qualifying. Ist auch viele Leute da, viele schauen zu, und du willst natürlich auch performen und dein Team nicht hängen lassen. Also ich glaube, jeder, der sagt, dass er nicht nervös ist, der ist nicht ehrlich. Hilft natürlich auch nicht, dass man die Situation im Hatzenbach noch nicht so wirklich einschätzen kann. Wie viel Grip ist da? Wie funktioniert das? Die anderen Fahrer, die anderen Autos, die im ersten Qualifying ran mussten, haben da vielleicht einen kleinen Vorteil? Ja, klar, du kannst natürlich austauschen. Die Fahrer sind aber trotzdem neu, wie für alle auch. Also es wird mit Sicherheit ein bisschen tricky werden da. Es gab schon die Überlegung, ob wir uns ganz ans Ende des Feldes zurückfallen lassen, weil die natürlich die besten Streckenbedingungen haben. Aber wir sind von dem Plan wieder abgewichen und bleiben bei unserem ursprünglichen und nehmen, wie es kommt. Flat out Misi mit dem Retro-Design. Noch schnell eine HB, noch eine Kippe schnell? Das wäre jetzt super. Das würde helfen. Helfer raus, 3 Minuten, Schild wird gezeigt. Wir schließen die Tür, und damit ist er alleine im Cockpit seines 39er Audi Sport R8 LMS. Von der Landmannschaft. Also, die letzten Vorbereitungen laufen. Dahinter der Ferrari, das 30er Auto mit Niki Katzberg am Steuer. Man ist bereit für den Tanz. Ich hatte es ja vor der Interviewrunde von Patrick Simon und Christopher Mies gesagt. Es gibt ja welche, die sich über die sogenannte Pro-M-Wertung schon direkt für Q2 qualifizieren konnten. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Man will damit einfach auch den Amateurteams, wie zum Beispiel diese Truppe von Henry Walkenhorst, die er da ja einsetzt, um selber ins Lenkrad zu greifen, um seinen sogenannten Pay-Fahrern die Chance zu geben, auch die Chance geben, sich hier entsprechend gut zu positionieren. Das ist ein Bonus für die Pro-M-Teams. Und die haben zum Beispiel auch mit der 100, das Auto hatten wir ja im Bild eben gesehen, mit Sami Matti-Trogen, ein ganz, ganz junger Mann aus Finnland, aber der ist auch richtig schnell. Dem traue ich durchaus zu, in die Top 10 fahren zu können mit dem Pro-M Walkenhorst BMW M4 GT3. Hier sehen wir den schnellsten Mann aus Q1, vielmehr das schnellste Auto, nicht den schnellsten Mann. Wir sehen den Mann, der in allen Formel-1-Rennen, die er mitgefahren hat, geführt hat. Es war zwar nur eins, aber das musst du auch erstmal schaffen. Ja, Wahnsinn. Also, ich finde es klasse. Und ich hoffe, es geht euch gut. Die Falken-Driftshow wird kommen. Unten in der Mühlenbach-Schleife, da sind die Ränge, Olli, du hast es vorhin gesagt, so voll wie noch nie. Campingplätze gestern Abend geschlossen, und jeder, der jetzt hier ist, wird jetzt belohnt. Denn jetzt gibt es Weltklasse GT3 Sport, da bin ich sicher. Und Olli, das, was Chris Mies da gerade erzählt hat, von wegen, dass sie überlegt haben im Team, ob sie sich ganz nach hinten zurückfallen lassen, eben mit dem Wunsch, ja, fahrt ihr mal schön da das Ölbindemittel in der Hatzenbach von der Straße, um dann zuzuschlagen. Wir haben jetzt 2 Runden, nicht wie gerade eben in Top Qualifying Nummer 1 nur 1 Runde. Nein, wir haben 2 Runden. Und hier Gruß nach oben an unsere Jungs. Ihr macht einen Weltklasse-Job. Mega die Bilder. Könnte ja auch bedeuten, dass der ein oder andere jetzt alle
Jettons alle Karten, die er hat, auf die zweite Fliege gesetzt. Es kann natürlich dann auch sein, dass du dann in der zweiten Runde womöglich irgendwo eine Ölspur hast, womöglich irgendwo auch wieder Dreck liegen hast, dann verlierst du die Zeit. Das ist ein Risiko, das kannst du nicht eingehen. So, bevor es gleich losgeht, in wenigen Augenblicken, bevor Walter Hornung die Flagge schwenken wird, gehen wir runter zu dem Mann, der direkt daneben steht, zu Patrick Simon. Ja, Nolli, bevor die große Falken-Drift-Show in der Mühlenbach-Schleife losgeht, hier noch der letzte Ritt durch die grüne Hölle. Wir suchen den Pole-Setter und unsere 19 Akteure gehen auf die Reise. Los geht's mit Christopher Mies im Audi, gefolgt von der 30 Bella, wie man den Ferrari 296 bei Fregadelli Racing getauft hat, und den Niederländer Nicky Katzberg. Der Ferrari ist on the go. Maximilian Götz fährt den Mercedes mit der 2. Das sind rot lackierte Achtzylinder-Monster, das jetzt losbrüllt und als drittes Fahrzeug auf diese Reise geht. Markus Winklock, Formel-1-Rennen angeführt, 24-Stunden-Rennen gewonnen und jetzt seine Premiere beim Top-Qualifying. Winky im Audi mit der 16. Maro Engel, der mit der 3 losfahren wird. Der hat schon mal die Pole eingefahren und nicht nur einmal, sondern schon zweimal. Heute möglicherweise zum dritten Mal. Mit dem grünen Biest geht's für ihn aus dem Hause AMG auf die Reise. Und gefolgt von Augusto Farfus, der die 99, den zweiten Rowe BMW, jetzt hier die Start- und Zielgerade runter beschleunigt. Eddie hat es gesagt, Vorjahressieger, aber neues Auto. Der schwarze Lamborghini Huracan von Abt mit Kelvin van der Linde. Das 27er Auto geht auf die Reise. Gefolgt von Klaus Bachler, der im Falken Porsche mit der 33 jetzt den Sechszylinder aufbrüllen lässt und durchbeschleunigt in dieser Einführungsrunde für zwei Schüsse. Nico Menzel im zweiten Falken folgt mit der 44 unmittelbar, knapp 10 Sekunden Abstand. Und jetzt der Mann, der möglicherweise für die erste indische Pole sorgen kann. Der Mann mit der 6, das Bildstein-Auto und Ayun Maini, der auf die Reise geht. Ihr habt es gesagt, als Pro-M-Fahrzeug ohnehin ein richtig geiles Ding. Jam Jam oder Matteo Jaminet im 24er Lion Speedbike Car Collection Porsche geht auf seinen Run. Und die Frage, kann er die Bestzeit holen? Das 5er Auto, da ist es Frank Stippler. Und nicht viele sagen, dass der möglicherweise auch der sein kann, der am Ende auf Pol steht. Stippi mit ganz, ganz viel Erfahrung. Nicht ganz so viel Erfahrung für Sami Matitrogen in der Realität. Aber der hat als Simracer vielleicht den besten Simulationsmodus, den er jetzt direkt für die perfekte Runde abrufen kann. Colin Caresani folgt im Schnitzel allen Mercedes das Auto mit der 11. Und dann haben wir noch 5 verbleibende Fahrzeuge. Los geht's mit der 1. Fred Verwisch, der im letzten Jahr darauf gewonnen hat, versucht die 1 wieder auf die 1 zu stellen. Und das in der Qualifikation. Wird gefolgt von Marek Böckmann im zweiten Schnitzel im Auto mit der 10. Indy Dontje ist der Niederländer, der jetzt folgt, nachdem Daniel Kalbitz den Wochenspiegel Team Monschau Ferrari eine Runde weiter geschossen hat, jetzt das Auto bestmöglich für den Rennstart zu positionieren. Daniel Harper, die BMW Junioren, sind das vorletzte Auto. Das ist der 72er BMW, in den Shell-Farben lackiert. Und am Ende ist es Lello, einer der besten GT3-Piloten der Welt, der den 4er Mercedes im Bildstein-Design auf die Reise schickt. Also Spannung bis zum Schluss ist garantiert. Die Autos sind auf der Reise. Und die ganz, ganz große Frage, wer wird morgen auf Pole starten? Das beantworten jetzt Edgar Mielke und Olli Martini. Ja, und wir blicken von oben in die grüne Hölle. Top Qualifying 2. Pole Position. Olli, und ich will gleich sehen, zeigt es uns, wie viel Dreck, wie viel Öl, Bindemittel liegt da noch. Wir werden es erleben und was geht. Und dann bin ich wirklich mal gespannt, was für unterschiedliche Strategien wir erleben werden. Wir haben jetzt, und das ist der große Unterschied nach der roten Flagge zum Qualifying Nummer 1, wir haben 2 Runden. Also man könnte da schon ein bisschen pokern, wenn man möchte. Aber macht es auch jemand? Oder geben sie gleich Vollgas und geben alles in der ersten fliegenden Runde?
Die haben sich natürlich alle, definitiv alle, dieses erste Qualifying, das Q1, angeschaut und haben natürlich auch gesehen, was da los ist im Bereich Hatzenbach. Haben es jetzt in der Einführungsrunde nochmal sich ein bisschen aus der Nähe angeschaut, gesehen. Da war ja diese mittlere Spur, die Ideallinie, die war schon fast sauber. Ein bisschen hat es noch aufgeschaut. Und hat gesehen bei Mike Rockenfeller, der war klein bisschen zu weit außen, hat dadurch natürlich viel verloren. Estre war eben der Erste, der drauf kam. Den hat es da richtig zerrissen. Der ist nicht komplett quer, aber schon gut quer gegangen. Und hier haben wir schon so ein bisschen so diesen Traffic, diesen Verkehr. Es ist jedem frei, das Tempo zu bestimmen. Die werden gleich, da garantiere ich alles für, ein bisschen weiter auseinander sein. Spätestens Döttinger Höhe werden die sich dann ihre Lücke lassen. Wir sehen auch, dass zum Beispiel Mathieu Jaminet hier schon mal so zumindest mal andeutet, dass er an Arjen Mali vorbeigehen will. Macht er jetzt auch, oder? Gut, das kann er sich selber entscheiden. Er will natürlich gucken, dass er gleich, wenn die Runde losgeht, eine schöne, freie Strecke vor sich hat und nicht in die Gefahr läuft, irgendwo ein bisschen durch Überrundungsverkehr, durch ein Fahrzeug vor ihm, ja, womöglich eine Sekunde zu verlieren. Das haben wir gesehen im Q1. Da ist jede Sekunde, jedes Zehntel ganz, ganz wichtig. Die große Frage, wer liefert halt die ersten Hinweise da beim Dreck, beim Ölbindemittel? Wir sind gespannt. 15 Teilnahmen beim 24-Stunden-Rennen. Chris Mies, Wahnsinn. Er hat erstmal nochmal die ganze Familie gestern mit Tickets versorgt, indem er am Ticketschalter war. Und dann geht es gleich auf die 25,3 Kilometer im Qualifying-Tempo. Auch das Auto im Retro-Design sieht geil aus. Steilstrecke, Anfahrt, Caracciola-Karussell über die Betonplatten. Und dann Chris Mies, ja, er wird dann wissen mit seiner Erfahrung. Sind die Reifen jetzt im Fenster? Passt das mit dem Luftdruck? Hat ja viel, viel Erfahrung, Chris Mies. Ja, Olli, die soll man auch haben, wenn man 15 Mal hier am Start war. Er liebt das Rennen, so viel steht fest. Und ich kriege gerade auch die Meldung vom Oliver von Frankstein, unser Regisseur. Der hat mir gesagt, schau mal aufs GPS-Auge, jetzt habe ich das nicht da, dann hat er es mir erklärt, hat gesagt, die ersten vier, die sind schon im Bereich Karussell unterwegs, sehen wir ja auch hier, Christopher Mies jetzt sogar schon im Bereich Skifahren, und sagt, und dann hast du eine riesen Lücke, danach, die Leute, die machen langsam, die machen extrem langsam, die lassen sich schon ganz weit zurückfallen, weil die sagen halt auch, komm, lass die vorne mal ballern, und dann schauen wir uns mal an, wie es im Bereich Hatzenbach aussieht, also da wird schon gepokert ohne Ende, die Frage ist, kommt vielleicht einer von den ersten vier dann richtig sauber durch und nachher ist die Bahn zu. Es wird spannend. Georg Weiß, Leonard Weiß. Vater und Sohn Leonard wird morgen fahren. Hallo Georg, schönen Gruß. Hinten haben wir Daniel Keilwitz gesehen, der das Auto ja schon positionieren konnte für Q2. Und der Teamkollege Indy Donti, dem traue ich durchaus auch zu, in die Top 10 zu fahren. Wir sehen das Gatsby-Auto mit Maximilian Götz, der hier rüberkommt. Sein Papa habe ich eben getroffen im Fahrerlager. Der war mal wieder richtig guter Laune. Das ist eigentlich immer, wenn er hier am Nürburgring ist. Das ist einer, der Motorsport lebt und liebt und der nicht nur hier ist, weil sein Sohn mitfährt, sondern der Adi Götz ist einer, weil er selber Motorsport einfach als Fan miterleben möchte. Ja, Maxi Götz, also ich meine, die Familie ist komplett Motorsport verseucht. Da ist ja sogar der Hund Brösel komplett auf Motorsport geeicht und lässt sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen, wenn mal ab und zu mal irgendwo laute Motorengeräusche kommen. Also, jetzt geht es dann gleich rund. Und Olli, ich bin wirklich, wirklich gespannt. Nochmal zum Vergleich. 8:10:046. Das ist die Zeit von vorhin von Ricardo Feller. 8:09:469. Das ist die Zeit, die Luca Ludwig im Vorjahr mit der Pole Position erreicht hat. Aber da war kein Ölbindemittel irgendwie da verteilt, sondern da war die Strecke im besseren Zustand. Mal gucken, was geht's? Patrick mit einem, der gerade richtig schnell unterwegs war und seinen Ferrari hier ins Top Q2 gefahren hat. Ja, nicht nur schnell unterwegs, schnell umgezogen, bereit zum Zugucken. Gleich geht's los, Daniel. War eine gute Runde. Ja, Runde war gut. Ja, war ein bisschen schwierig da im Hatzenbach, ein richtiges Speed zu finden. Also war doch deutlich rutschiger, als ich gedacht habe. Aber ich glaube, sind alle gut durchgekommen danach. Runde war gut. Das war unser Ziel. Q2 wollten wir erreichen und jetzt schauen wir mal, was der Indy macht. Ja. Wir gucken zu und das machen Edgar Milke und Olli Martine. Danke, Daniel Keilwitz. Ja, klingt ein bisschen ein Understatement da, ne? Das war eine Top-Runde. Sensationell.
Daniel Kalwitz ist ja eh einer, ein ganz introvertierter Typ, sehr zurückhaltend, kein so ein ja, Showmaker. Aber sobald der im Rennwagen sitzt, ist er einer der größten, besten überhaupt. So, jetzt geht's los. Christopher Mies, Maximilian Götz, Nick Katzberg. Das werden die ersten Richtwerte sein, die wir gleich sehen werden. Und dann schauen wir mal, was geht. Es wird langsam dunkel. Olli, die Bewölkung hat zugenommen. Also vom blauen Himmel ist jetzt hier nichts mehr zu merken. Aber es ist trocken. Und auch dieses Auto, ja, ein echter Traum. Das ist wirklich klasse anzuschauen, der Ferrari. Und nochmal die Tribüne rechts, Olli. Also wir machen es ja jetzt schon ein paar Jahre hier zusammen. Die habe ich auch noch nie so voll gesehen. Also auf jeden Fall nicht beim 24-Stunden-Rennen. Ja, deshalb erneut das Dankeschön an euch alle. Also Christopher Mies unterwegs, Maximilian Götz unterwegs, Nick Katzberg. Das sind zumindest schon mal die drei, die hier schon mal ja, reingegangen sind. Winkelhock ist auch drüber. Und dann haben wir diese ganz, ganz große Lücke. Maro Engel, der ist der Erste, der so eine ganz große Lücke gelassen hat nach vorne, damit er einfach ja, genug Zeit hat, sich darauf einzustellen, was ist im Bereich Hatzenbach los. Und vielleicht dann auch in der zweiten Runde dann nochmal angreifen zu können. Ja, und Maro Engel ist der, ich sag's noch einmal, der in Monaco lebende DTM-Fahrer, das ist der hier im gesamten Feld mit den 134 Autos, der die meisten Pole Positions beim 24-Stunden-Rennen hier von den noch aktiven geholt hat, nämlich drei an der Zahl. Und interessant, schau mal, Maximilian Götz ist im Mercedes AMG GT3 mit der Startnummer 2. Der ist vorbeigegangen am Fricadelli Ferrari von Nick Katzberg. Oder Nick Katzberg hat sich zurückfallen lassen. Und mal zu gucken, was geht denn da auf den Bindemittel gleich im Bereich Hatzenbach. Winkelhock hier, der Audi mit der Startnummer 16 von Ricardo Feller ins Finale gebracht. Auch schon Gesamtsieger hier, muss man auch auf dem Zettel haben. Winky im Audi mit der Nummer 16. War da sehr weit außen gewesen im Bereich Bielschankurve, aber alles im grünen Bereich. Zwischendurch kommt die Meldung von Bierschau, danke an dich, dass einer der beiden Schnitzel am AMG im Bereich Bell of S mit losem Unterboden unterwegs war. Da gibt es ein Problem, da wird man mit Sicherheit dann reinkommen, aber hat ja dann den zweiten Versuch. Wir haben es eben gesehen bei Dennis Marschall, du kannst zweimal versuchen. Viele Fotografen natürlich auch links und rechts der Strecke hier im Bereich Sabine-Schwitzkurve. Und jetzt schauen wir mal, was Markus Winkelhock unten im Bereich der Hatzenbach-Passage macht mit diesem Ölbindemittel. Geht weit über den Curb, aber alles sauber. Wirbelt viel auf, weit nach außen. Auto geht hier komplett über den Curb, wird unruhig, wenn er runterkommt. Hier innen den Curb, links, den zu berühren, sieht man ganz selten. Zeigt mir auch wieder das typische Zeichen. Winkelhock will's wissen. Mies ist schon im Bereich Arenberg unterwegs. Also, da hat auch Winkelhock schon eine große Lücke gelassen nach vorne. Also, das wird noch eine ganz, ganz heiße Sache. In den ersten Sektoren bis Sektor 4 haben wir schon mal ein bisschen aussagekräftige Werte. Und da ist es Nick Katzberg. Ja, der lässt die Strecke putzen von Maxi Götz und Christopher Mies von dem Audi und von dem Mercedes AMG. Der Ferrari, das Fricadelli-Auto, Nick Katzberg, dreimal Purple. Und ich weiß, ihr liebt das da draußen. Dreimal Purple, also beim Fricadelli-Ferrari von Nick Katzberg. Weil er sich dafür entschieden hat, okay, fahrt ihr mal, macht mal sauber da. Und dann komme ich und dann habe ich eine bessere Piste. Dreimal Purple, Nick Katzberg. Ja, und beide Schnitzel am Mercedes sind durchgefahren. Dann war das Problem am Unterboden wohl nicht so tragisch. Karesani und Böckmann, also beide komplett unterwegs. Vielleicht war es auch einfach nur eine ganz leichte ja, Vibration, die diese Meldung hier verursacht hat. Also, beide Schnitzel am Autos drin für die Fans von der Truppe rund um Thomas Angerer. Alles gut. Klaus Abelen, der Teamchef von Nick Katzberg, natürlich nervös, natürlich ist er angespannt, aber ich denke mal, er ist auch guter Dinge, dass sein Top-Pilot, einer seiner vier Top-Piloten, so muss man sagen, Nick Katzberg, das Auto hier ganz, ganz, ganz weit nach vorne positionieren wird. Ja, Schnitzel am Colin Karesani, der Niederländer, der hat sich weit zurückfallen lassen, Olli. Der setzt auf das Pferd, das dann die Strecke vielleicht am besten ist, wenn die anderen alle das Bindemittel weggefahren haben. Aber mal gucken, ob das wirklich auch so klappt, wie es theoretisch sein könnte. Ob das in der Praxis funktioniert, müssen wir mal gucken. Breitscheid von oben. Super. Auch die Jungs im Heli. Ich hoffe, der Sprit reicht. Natürlich mit einer Verlängerung dieser Qualifying-Session. Die haben einen eigenen Tankwagen beim Heli-Landeplatz da oben stehen. Die kennen sich aus. Die haben viel, viel Erfahrung. Die wissen, worauf es jetzt ankommt. Es geht
um nicht weniger als um die Pole Position und die Startplätze der ersten 19. Ja, auch im langen Sektor 5, Nick Ketzberg, 8 Zehntel schneller. Vorher war er schon 4, 5, 6 Zehntel. Also er hat jetzt schon mal eine gute Sekunde Vorsprung. Nick Ketzberg zumindest mal auf Christopher Mies im Land-Audi mit der 39. Also Ketzberg, das ist, denke ich mal, schon ein Zeichen. Denn wir haben gesehen im Q1, dass die Audi grundsätzlich gut sind, sehr schnell sind mit 8 Zehntel. Und Christopher Mies kann definitiv die gleichen Rundenzeiten fahren wie auch in Ricardo Feller, wie in Alex Sims. Das heißt, Mies wird gut sein, aber Ketzberg scheint noch besser zu sein. Und ich garantiere, wir werden eine schnellere Zeit als eine 8-10 haben, um die Pole Position hier zu sehen. Ketzberg ist der schnellste von den ersten drei, denn das ist so ein bisschen wie beim Tischtennis. Erst legt Mies vor mit Purple, dann kommt Maximilian Götz, der an Ketzberg vorbeigegangen ist, hatte ebenfalls Purple und jetzt ist der Ferrari wieder schneller. Gibt es hier eine Frikadelli und das würden sie ja feiern, eine Frikadelli-Pole beim 51. ADAC Total Energies 24-Stunden-Rennen in der Eifel, ja oder nein? Dass die 30 von oben, damit auch ja jeder mit Helikoptern oder Flugzeugen unterwegs erkennt. Guck mal, hier, das ist das Frikadelli-Fahrzeug mit der Startnummer oben auf dem Dach. 4 Sektoren Purple insgesamt bei Nick Ketzberg, der hier alles rausholt aus dem Frikadelli-Ferrari. Runter und da sehen wir Christopher Mies im Brünnchen, weit, weit draußen über den Körb gegangen. Jetzt die zweite Brünnchenkurve, da macht das genau richtig, schön angelehnt, alles sauber. Jetzt den Körb-Eiskurve, den nimmst du volle Lotte mit, ganz genau so fest an dieser Stelle. Und jetzt heißt es runter in Richtung Pflanzgarten. Auto relativ gerade positionieren für den kleinen Sprung, zack, runter und dann einlenken, einlenken, einen Schlag, einen Winkel und dann das Auto jetzt wieder gerade stellen für den großen Sprung über Pflanzgarten 2, wo es rüber geht. In Richtung Belovez. Wir sehen, das Auto winkt einmal nach, nachdem er aufkommt vom großen Sprung. Das ist aber alles okay. Das Auto ist natürlich ein bisschen aggressiver. Der Audi, der ist unruhiger als ein AMG GT3. Aber das ist auch ein Zeichen dafür, dass er am Limit unterwegs ist. Und genauso natürlich Nick Ketzberg im Ferrari knapp dahinter. Und nochmal der Hinweis, wir haben 2 fliegende Runden. Schwalbenschwanz jetzt bei Christopher Mies. Wir haben 2 fliegende Runden und mal schauen, wer da auf die erste oder wer da auf die zweite fliegende Runde sitzt. Bei mir sieht es hier im Moment wirklich so aus, dass Nick Ketzberg alles schon in der ersten Variante versucht. Sieht gut aus, gute Zwischenzeiten. Wir teilen die Bildschirme. Döttinger Höhe bereits für Christopher Mies. Schwalbenschwanz gerade eben für Nick Ketzberg. In dem langen Sektor 7, da war Maximilian Götz 4 Zehntel schneller als Christopher Mies, ist da richtig gut unterwegs. Auf jeden Fall sollten wir uns Maro Engel mal im Hinterkopf halten. Der hat nämlich auch in dem langen Sektor 3 die Bestzeit gefahren. Im Sektor 5, der lang ist, war er fast genauso schnell wie Nick Ketzberg. Also den Kollegen Engel mit auf den Zettel schreiben und Nick Ketzberg im langen Sektor 7 sogar noch mal fast, ja, über eine Sekunde schneller als Maximilian Götz. Also den müssen wir auf jeden Fall beobachten. Markus Winkelock in dem langen Sektor schnell unterwegs. Also die sind ja alle absolut auf Augenhöhe unterwegs. Und jetzt schauen wir mal die ersten Zeiten. Oh, das ist aber doch noch eine 8.13. 8.13, hätte ich, muss ich sagen, mehr erwartet von Chris Mies. Maximilian Götz, auch im 13er-Bereich unterwegs. 8.12 ist es. 8.04. Und jetzt kommt Nick Ketzberg. Was fährt Nick Ketzberg? 8.10.046 haben wir schon gesehen von Ricardo Feller. Mit mehr Bindemittel. Das wird eine gute Zeit. Das wird eine 8.10.518. Nicht ganz so schnell wie Feller. Aber schau mal, 1,890 Sekunden schneller Nick Ketzberg im Ferrari als die beiden, die vorgelegt haben. Winkelhock auch gut unterwegs, kommt jetzt raus. Wird Ketzberg nicht knacken können, wird aber wahrscheinlich noch vor Götz kommen. Nein, 3. Platz für Markus Winkelhock ebenfalls. Eine 8-12 für ihn. Wo haben wir Augusto Farfus? Ja, der ist relativ weit zurück von den Sektorzeiten. Maro Engel wird einer sein, der vorne die Zeit angreifen könnte. Kaum ja große Namen, Van der Linde, Bachler, Farfus. Ja, wird richtig hoch hergehen, Maro Engel. Schauen wir uns gleich an. Ich glaube, Olli, ich glaube, die Entscheidung fällt in der zweiten fliegenden Runde. Das ist jetzt so ein bisschen mein Gefühl. Da haben sich einige ja wirklich zurückfallen lassen, weil sie frei fahren wollen. Nach dem Pech vorhin von Sheldon van der Linde oder vielmehr nach dem Fehler, können wir ruhig so sagen, jetzt hier der Rowe BMW.
links das momentane Standing. Hier geht es jetzt nicht mehr um irgendwelche Platzierungen. Klar, es geht um die Startposition. Es geht vor allen Dingen um die Frage, wer bekommt die Klickenhaus-Trophäe? Wer gewinnt hier die Pole Position? Wer geht von Startplatz 1 aus ins Rennen? Raffaele Marcello fährt absolute Sektorbester in Sektor 5, auch ein langer Sektor, auch ein gutes Zeichen für ihn. Fahrfuß auf 2, 8,11,9 für Gustl, so wird er genannt, Augusto Fahrfuß im Probe BMW. Da kommt Calvin van der Linde, kann sich ja nur in Anführungszeichen auf Platz 5 positionieren. Dahinter kommt schon der erste der beiden Falken Porsche, 33er ist es, der Bachler Porsche mit 8,12,7. Mensch, die sind alle im 8,12er Bereich unterwegs, Bachler auf 5. Gleich kommt Menzel, der hat auch gute Sektorzeiten. Also da wird noch so viel passieren gleich. Menzel auf 2, Menzel, Nico Menzel auf 2. Er hat ja beim Qualifier-Rennen schon die Pole-Position gefahren. Jetzt kommt Arjen Meini auf 3. Bärenstarker Auftritt vom jungen Inder. Boah, ist der stark, der junge Mann. Olli, mein Eindruck ist der, dass die, die am spätesten über das Ölbindemittel drüber fahren, dass die das hier ausnutzen, dass sie schnell sind. Gleich kommt eine neue Bestzeit. Maro Engel, der hat im Sektor 7, in dem längsten Sektor, eine halbe Sekunde schneller unterwegs gewesen. Stippler auf 2. Stippler mit 8,11,0 auf 2. Ketzberg vorne, Stippler auf 2, Menzel auf 3. Und jetzt jeden Moment, da kommt erst noch Sami Matitrum, der ist weit zurück. Das gibt nichts für ihn. Und jetzt Maro Engel, der müsste jeden Moment rüberkommen. Da ist er. Und in der Tat mit 8,09,4. Die Sektorzeiten hatten es schon mehr oder minder angedeutet, dass er stark unterwegs ist. Es ist die Bestzeit für Maro Engel in die DTM. Einer der Schnitzelarm kommt rüber, relativ weit hinten, Karesani auf 13. Und ich habe immer noch das Auge auf Raffaele Marcello Lello im Haupt AMG GT3. Aber was für eine Runde von Maro Engel. 8,09,4,8,0. Ziemlich identisch auf dem Niveau, was wir im Vorjahr bei der Luca Ludwig Pole gesehen haben. Und da wird schon gejubelt, da wird schon gefeiert. Aber wir haben ja noch eine Runde. Und was geht jetzt im zweiten Umlauf? Was geht im zweiten Durchgang? Was ist hier möglich? Engel steht auf 1. Ketzberg auf 2. Stippler auf 3. Menzel auf 4, Meini auf 5. Verwisch auf 6. Auf 6. Aber Achtung, jetzt kommt gleich in wenigen Augenblicken die neue Bestzeit. Nicht für ihn hier, für Dan Harper. Der ist gut unterwegs, reicht immerhin nach Platz 13. Aber jetzt kommt die neue Bestzeit von Lello Marcello. Kommt jetzt drüber und 8,09,0. Die Sektorzeiten waren eindeutig. Nochmal 4 Zehntel schneller als sein Team und nicht Teamkollege, sondern Markenkollege. Er fährt ja für Hauptracing und Maro Engel fährt für GetSpeed. Mal kurz runter zum derzeit drittplatzierten Teamchef. Niki Ketzberg auf 3, Klaus Abelen. Kommt da noch was, Patrick? Ja, Klaus hat nach den ersten Sektorzeiten gesagt, ich liebe diese Farbe. Nach dem ersten Schutzplatz 3, kann man damit zufrieden sein, Klaus? Ja, jetzt sind wir noch nicht alles vorbei, aber ich glaube schon, dass wir zufrieden sind. Jawohl. Auto geht gut, der ist happy im Auto und das ist die Hauptsache. Ein anderes Auto, das es nicht so gut geht, ist das Auto von Balkenhorst. Aber da hast du ganz spontan gesagt, meine Werkstatt ist eure, das Auto steht schon da. Ihr stellt eure Räumlichkeiten zur Verfügung, damit die Konkurrenz ihr Auto wieder fit bekommt. Wie geil ist das bitte? Das ist ganz normal. Die sind schon auseinander am Bauen da und die Jungs kriegen das Auto wieder hin. Da fahre ich gleich mal gucken und helfe ein bisschen. Ich liebe es, ich liebe ihn. Wir lieben die grüne Hölle, so darf es weitergehen. Bella auf dem T-Shirt, schau mal, das, ne? Also klasse. Aber die Aktion... Klaus Abelen, du bist für mich schon jetzt einer der Helden des Wochenendes. Zu sagen, komm, Henry Walkers, fahr das Auto rüber, fang an zu schrauben. Ja, ich habe Gänsehaut, absolut. Wahnsinn, Wahnsinn. Calvin van der Linde, bärenstarke Sektorzeiten in den ersten 3 Sektoren. Sektor 4, den lassen wir außer Acht. Das ist nur ein 10-Sekunden-Sektor. Da fahren sie alle 10,2, 10,3 Sekunden. Den brauchen wir nicht beobachten. Aber davor der Sektor, Sektor 3, der war lange mit 1,03. Und da ist Calvin van der Linde deutlich schneller unterwegs. Und ich höre vom Olli von Fragschein, 3 Zehntel ist der Abstand, den er im Moment sogar schneller ist als Raffaele Lello
marschieren. Christopher Mies, haben die bei Abt Sportsline, da sind ja auch Taktikfüchse draufgesetzt, dass die zweite Runde auch aufgrund der Streckenbedingungen die bessere sein wird für den zweifachen Gesamtsieger Kelvin van der Linde, der hier zum allerersten Mal ja im Abt Sportsline Lamborghini Huracan Evo 2 am Start ist. Christopher Mies, ja, Ausgang Brünnchen, legt jetzt hier gleich vor. Mal schauen, ob er sich verbessern kann. Im Moment wäre die Pole bei Mercedes, im Moment wäre die Pole beim Bildstein-Fahrzeug vom Hubert Haupt Racing Team eingesetzt, bei Raffaele Masiello. Aber Sprung, ich glaube da nicht dran. Ja, weiter Sprung von Christopher Mies. Er ist in allen Sektoren besser, persönliche Bestzeit, aber die reicht nicht für ganz nach vorne. Der wird sich mit 2 Sekunden kann er sich verbessern bis auf Platz 5 nach vorne. Das, denke ich mal, ist machbar. Aber für viel mehr nach vorne, für ganz nach vorne, da wird es schwierig. Wir haben 2 Leute unter der 18er-Grenze, die beiden Mercedes von Marcello und Engel. Ketzberg auf 3, Stippler auf 4, Nico Menzel auf 5, Meini auf 6. Jetzt schon zweimal Purple bei Kelvin van der Linde im schwarz lackierten Lamborghini mit den Leuchtdioden oben auf dem Dach. Das wird dann auch ein optisches Feuerwerk, wenn es dann morgen in die Nacht reingeht, wenn es dunkel wird. Das ist die Allgäuer fahrende Disco-Kugel, die da unterwegs ist mit dem Südafrikaner, mit dem zweifachen ADAC GT Masters Champion, mit dem zweifachen Sieger hier beim 24-Stunden-Rennen im letzten Jahr noch auf dem Audi. Gleich, Olli, kommt der lange Sektor für Kelvin van der Linde und dann kriegen wir einen Fingerzeig, was das bedeutet für den Lamborghini. Maximilian Götz ist der erste nach Christopher Mies, der diesen langen Sektor bewältigt hat. Auch er hat überall persönliche Sektorbestzeiten, wird gleich drüber kommen. Im Moment mit 8, 12 auf 10, aber erstmal Blick auf Christopher Mies. Wenn er den Curb in der hohen Rheinschikane berührt, 11 Sekunden ab hier. 8.02 hat er, das wird eine 8.13er Zeit. 8.13 hat er auch in der Runde vorher gehabt. Also da wird es keine große Verbesserung geben. Im Moment ist es Platz 16. Dann schauen wir mal, 8.13,0. Ja, deutliche Verbesserung von den Plätzen. Auf 14 immerhin vor, 2 Plätze gut gemacht. Maximilian Götz von 2 auf 8. 8.11, das reicht nicht. So, und was geht mit dem Ferrari? Was ist bei Van der Linde? Der ist immer noch nicht angekommen. Nein, der hat in Sektor 7 5 Sekunden verloren. Niki Ketzberg wird sich nicht verbessern können. Bleibt bei der 18,5 stehen. Das ist eine 8,15er Runde. Hat womöglich schon am Ende das Tempo ein bisschen rausgenommen, weil er gemerkt hat, es haut nicht ganz hin. Es ist nicht mehr weit. Wir müssen viele Sektorzeiten vergleichen. Das ist der Blick von oben auf Maro Engel. Dieses Design, ja auch klasse. Persönliche Bestzeit ist er gefahren. Mercedes Doppelführung im Moment. Marcello vor Maro Engel. Wer holt das Ding? Wer kriegt die Klickenhaus-Trophäe? Ist es einer von den beiden Mercedes-Fahrern oder gibt es vielleicht? Und Olli, das wäre eine Überraschung, denn es ist ja das erste Mal, dass Abt Sportsline den Huracan Evo 2 einsetzt. Wenn Kelvin van der Linde das Ding hier vielleicht sogar noch rockt, gucken wir mal. Da wieder Marcello Purple in Sektor 6. Auch er ist schnell unterwegs. 2:26,5, die Sektorzeit im langen Sektor 7 von Kelvin van der Linde. Nicht so gut. Läuft. Bachler ist alles mit. Bachler ist stark. Auch Nico Menzel mit einer persönlichen Bestzeit in Sektor 5, in Sektor 6. In Sektor 7 verliert er fast 2 Sekunden auf die Bestzeit von Raffaele Marcello in diesem langen Sektor. Da wird es auch für Menzel keine Verbesserung geben. Kann Fahrfuß 8.02 am Curb, das heißt eine 8.13er Zeit. Und Van der Linde hat verloren. Nee, Fahrfuß wird sich nicht verbessern. Der hat eine 8.11 da stehen, das hier wird eine 8.13. Von daher keine Verbesserung für ihn. 8.12 ist es sogar, war noch ein bisschen früher am Körper gewesen. Da kommt Kelvin van der Linde. Auf 3. Kelvin van der Linde, klar, der hat verloren. Aber das schwarze Auto bei dem Abt Sportsline Lamborghini-Debüt auf der 3. Position. Kippt noch einer den Marcello vom Platz an der Sonne runter. Maro Engel, wer kommt noch? Wir werden es gleich wissen, wer die Klickenhaus-Trophäe holt. Achtung, volle Konzentration. Falken Porsche, Nico Menzel auf die 6. Position. Es ist immer noch Raffaele Marcello. Das wird noch ein bisschen dauern, bis er hier ankommt. Und das wäre ja ein Kracher, wenn wir in der ersten Reihe 2 Mercedes-AMG GT3-Fahrzeuge hätten. Das ist möglich, denn die sind beide schnell. Marcello ist schnell und natürlich auch Maro Engel. Aber Olli, riesen Respekt auch. Das Auto hat die wenigsten Rennkilometer der Evo 2 von Abt Sportsline. Kelvin van der Linde auf der 3. Das wäre gigantisch.
Stippler kann sich nicht verbessern, Jamini kann sich nicht verbessern. Insgesamt wenige, die in der zweiten Runde schneller waren. Der Einzige, der sich so richtig stark verbessert hat, war Calvin van der Linde, der auf 3 vorgefahren ist mit einer 18,4. Haben wir noch Sami Matitrogen, kann sich auch leicht nur verbessern. Engel, Engel 8,15, ja, hat auch schon reicht nicht in Sektor 7 gemerkt. Da hat er 4 Sekunden verloren. Das war es nicht für ihn. Marcello im Sektor 6 war absolute Bestzeit, aber der Sektor 7 ist der lange. Der kommt gleich noch. Da muss er noch was machen. Ich glaube nicht, dass sich noch was tun wird. Ich sehe auch keinen, der so richtig schnell unterwegs ist. Ah, Dan Harper könnte sich noch von 16 ein bisschen weiter nach vorne positionieren. Aber ansonsten sehe ich jetzt nicht mehr ganz so viele Chancen, die Zeit von Raffaele Marcello zu gefährden. Da, denke ich mal, ist die Messe eh gelesen. Wer wie kommt gleich drüber, 8,11 hat er bis jetzt. War er noch gar nicht. Ja. Kommt gleich erst in ungefähr 8 Sekunden über die Linie. Hier kommt er rüber, Verwisch, 8,12,4, fast so schnell wie eben 8,11,6. Und dann schauen wir noch mal auf den AMG GT3 mit der Nummer 4 auf Raffaele, genannt Lello Marcello. Sektor 7 hat er 1,5 Sekunden verloren. Harper kann sich verbessern auf... Ja. Er kann sich nicht verbessern. Okay. Und... Nee. Da kommt er wohl, ja, eine 8,11 für den gelben Mercedes-AMG Team Bildstein. Aber das sieht für mich so aus, da wird sich nicht mehr allzu viel tun. Raffaele Marcello, die Glickenhaus-Trophäe. Und er war noch ganz entspannt vorhin in der Loge bei Hubert Haupt. Mittagessen gescherzt mit den Kollegen. Und jetzt fährt er das Ding hier nach Hause. Der Abstand auf Maro Engel 0,422, dann 1,44 Sekunden der Rückstand. Das ist eigentlich nichts für eine 25,3 Kilometer lange Strecke. Auch bärenstark Calvin van der Linde. Aber Olli, hätten wir das heute Morgen gedacht? Eine Reihe 1 aus 2 Mercedes-Fahrzeugen bestehend. Sieht verdächtig so aus. Und es wird so kommen. Das ist bärenstark. Also, da haben sich die Karten ein bisschen umgedreht. Und jetzt schau dir mal die Reihe 2 ein. Da haben wir 2 Italiener. Nicht vom Fahrer her, sondern von der Marke her. Calvin van der Linde im Lamborghini Huracan auf 3. Und auf Platz 4 Nick Katzberg im Fricadelli Ferrari. Bärenstarker Auftritt. Dann haben wir auf 5 den schnellsten Audi mit Frank Stippler. Nico Menzel, auch das eine richtig gute Platzierung. Platz 6 für den Falken Porsche. Arjen Meini, für mich eh eine der Überraschungen hier. Platz 7 für den Hauptpiloten. Verwisch auf 8, Winkelhock auf 9, Götz auf 10 und der beste BMW nur in Anführungszeichen auf Platz 11 mit Augusto Farfus. Nachdem man ja im Hause BMW die ersten 3 NLS-Rennen wirklich ja, nicht dominiert hat, aber gewonnen hat und auch wirklich gute Performance gezeigt hat, konstant über alle Teams, heute für BMW. Ja, wir hatten den Unfall gesehen von Sheldon van der Linde, wir hatten den Unfall gesehen von Christian Krognes. Das ist natürlich ein Rückschlag gewesen. Dan Harper, ja, mit Platz 17 wird er auch nicht zufrieden sein, der Junior. 8,13 für ihn, aber insgesamt, schau dir mal die Zeiten an. Von Platz, ja, sagen wir mal, die ersten 2 unter 8,10, 8,9. Und dann hast du 8,10, 8,10, 8,10, 8,11, 11, 11, 11. Boah, bis zu Platz 11, alles 8,11. Und Niki Katzberg, ich denke mal, mit Platz 4 wird er zufrieden sein, Patrick. Ich glaube, davon muss man ausgehen in so einem Top-Qualifying. Jetzt muss er sich erstmal sortieren. Aber Niki, am Ende die zweite Startreihe mit Bella. Second Road, zweite Startreihe mit Bella. Ich glaube, ein sehr, sehr cooles Ergebnis, oder? Yeah, I'm gonna do it in English, but that's definitely not bad. Second row. But I must say, what a dream to have 2 free laps on the Nordschleife. It's so amazing. And already to see the amount of fans that we have today is incredible. I cannot wait for tomorrow. So very happy to start P4 and well done by the team. Amazing job. The car was great. Thank you very much, Niki. Und übersetzt das noch ganz kurz. Er sagt, es ist natürlich ein absoluter Traum, diese 2 Runden fahren zu dürfen. Er ist super zufrieden mit der 2. Startreihe. Und ihr da draußen, das hat ihn am meisten beeindruckt. Die Fans jetzt schon rund um die Nordschleife. Er kann gar nicht erwarten, morgen dann wirklich auf den Startknopf zu drücken um 16 Uhr. Wir warten allerdings hier noch auf den Pole-Setter. Der ist ja als letzter gestartet, also müssen wir uns doch einen Moment gedulden. Der 2. Wagen in der 2. Startreihe, also das italienische Duo. Da steigt gerade Calvin van der Linde aus, der im 27er Lamborghini eine gute Zeit hingefahren hat. Aber wir warten auf den Italiener, zumindest was sein Geburtsland angeht. Fährt mit Schweizer Lizenz und ist der neue Pole-Setter für die 51. Ausgabe. So, dann nochmal hoch zu euch.
Ja, okay. Olli. Wird dann morgen diese ja unwahrscheinlich schöne und große und vor allen Dingen schwere Trophäe bekommen, diese James Klickenhaus Trophäe. Ich weiß gar nicht, ist Klickenhaus selber hier? Ich denke eher nicht. Ich habe ihn nicht gesehen, also das Fahrzeug auf jeden Fall nicht am Start, weil man sich da auf andere Sachen konzentriert. Aber du hast es ja schon erwähnt gerade, das Zündstoff, das Duell in Reihe 2. Was wir da morgen sehen werden, ist ja eigentlich ein Traum, ein gemachter, ein italienischer Lamborghini gegen Ferrari. Und jetzt hören wir mal, erster Einsatz für Abt Sportsline. Nächstes Wochenende in Oschersleben bei der DTM fährt er wieder Audi. Kelvin van der Linde auf Startplatz 3 bei Patrick. Kelvin, italienische Startreihe Nummer 2 mit dem Ferrari von Niki Katzberg gemeinsam. Wie war es im Stier zum ersten Mal, den bei den Hörnern hier in der Eifel zu packen? Ja, ich habe fast keine Luft mehr. Also 2 Runden auf der Nordschleife ist schon was Besonderes. Hast du nicht geatmet oder warum hast du keine Luft mehr? Ja, ich habe einfach Gänsehaut, weil es ist wirklich ein Privileg, hier zu fahren im Top 20. Und ich bin extrem stolz auf meine Mannschaft. Team Abt hat wieder geliefert mit einem extrem geiles Auto, mit Support von Lamborghini, alle unseren Partner. Wir können extrem stolz sein. Also das ist schon spannend, eine Mercedes vorne, aber dann Ferrari, Lamborghini in der zweiten Startreihe. Die waren immer irgendwie stark, aber über die Distanz. Was ist der Vorteil von der Abmannschaft? Die Erfahrung, die man hat, mit dem Lamborghini jetzt hier möglicherweise zum ganz großen Wurf auszuholen? Ja, das ist natürlich das Ziel. Ich glaube, keiner kann sich erinnern, wer Zweite und Dritte würde die letzten paar Jahre hier an der Eifel. Und ich glaube, wir haben das Vorteil, dass wir unsere ganze Manpower in einem Auto reinstecken. Und bis jetzt hat es das alles ausgezahlt. Der Titelverteidiger startet aus Startreihe 2 morgen. Kelvin van der Linde, zurück zu euch. Ja, und so sieht ein strahlender Held aus. Ich glaube, gleich wird es noch ein bisschen strahlender. Wobei natürlich auch Raffaele Macello eher so der, ja, auch eher introvertierte Typ ist. Nicht so der typische Italiener, der ist eher so ein bisschen ruhig und bescheiden. So werden wir ihn gleich definitiv erleben. Definitiv. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er da unbedingt mit gerechnet hat, dass er hier die Pole holt. Also ich hatte heute kurz ein Gespräch mit ihm, da hörte sich das jetzt nicht so unbedingt an. Aber Olli, wir wissen alle, was er kann. Das ist halt schlicht und ergreifend einer der weltbesten GT3-Fahrer. Da gehören die Jungs ja alle zu. Und mal abgesehen vom Unfall von der roten Flagge, das hat gigantisch Spaß gemacht. Das war da auch ein Feuerwerk. Das war wirklich sensationell. Wenn wir da mal gucken, wenn wir dann sehen, Frank Stippler auf der 5, Menzel auf der 6, Arjun Maini, der Inder, ja, auch der ist hier angekommen in der Eifel, dann auf der 7. Das Titelverteidiger-Auto, Verwisch auf der 8, Winkelhock auf der 9, Maximilian Götz auf der 10. Ja, ich scheue mich ja immer so ein bisschen davor, die Siegkandidaten zusammenzuzählen. Ich komme auf ganz schön viele für morgen. Auch durchaus welche, die ein bisschen weiter hinten stehen. Ganz sicher. Ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, die haben die 4 großen deutschen Hersteller mit AMG, Audi, Porsche und BMW natürlich, klar. Ja, wollen wir nicht vergessen. Sorry, ich war gerade... Da hat jeder von diesen Herstellern hat 3, 4 absolute Kracherbesetzungen mit dabei, auch wenn es natürlich bei BMW heute ein paar Rückschläge gab. Nichtsdestotrotz werden die im Rennen ganz weit nach vorne fahren. Wir haben den Abt Lambo, wir haben den Fricadelli Ferrari, die mit Sicherheit auch ganz heiße Kandidaten sind für den Gesamtsieg. Also, das war stark. Platz 6, starker Auftritt von Nico Menzel und der steht bei Patrick. Ja, Platz 6, Olli, du sagst, ist bester Porsche in einem wirklich starken Top-Qualifying, Nico. Zufrieden? Ja, durchaus. Ich glaube, 6 ist mehr, als wir erhofft haben. Bin schön zufrieden, du sagst, bester Porsche. Mehr kann man da nicht machen aus den Möglichkeiten. Deswegen, ja, Daumen hoch. Mehr, als man erwartet hat. Mit welcher Erwartung geht man denn mit den besten 19 Autos auf diese Reise um diese Bestzeit, um die Pole-Position? Ja, du willst immer in den Top 10 landen, nur ich sag mal, bisher waren wir jetzt nicht ganz vorne mit dabei. Habe ich eher andere vorne gesehen. Die Frage ist natürlich, inwiefern dort die Karte auf den Tisch gelegt werden. Für den Moment können wir aber echt happy sein mit Platz 6. Eine solide Ausgangsposition, denn auch das natürlich in einem Sprintrennen mittlerweile 24 Stunden hat auch einen kleinen Einfluss. Du sprichst das Rennen an. Bei den Qualifiers schon mal auf Pole gestanden. Da lief es super gut in der Qualifikation, aber im Rennen nicht ganz so optimal. Was hat man gelernt daraus und kann das morgen besser machen? Tja, das ist eine gute Frage. Hoffentlich haben wir ein besseres Auto über die Distanz. Haben auch dort die Setups ein bisschen gesplittet, haben, glaube ich, über die ganzen Vorbereitungsrennen viel ausprobiert. Und jetzt haben wir das erste Mal natürlich ein bisschen wärmere Temperaturen. Heißt, alles dreht sich so ein bisschen auf den Kopf. Aber auch über dieses Wochenende haben wir uns ganz gut gesteigert. Und ich hoffe, dass wir da weitermachen.
Da werden die Köpfe bestimmt noch mal zusammengesteckt, um rauszufinden, was der richtige Wurf für das Rennen dann morgen ist, das um 16 Uhr losgeht. Nico, vielen Dank für den Moment. Zurück zu euch nach oben. Ja, Nico Menzel, der ist ja auch für die RTL Nitro-Kollegen unterwegs hier. Und also nicht zu glauben, also was wir hier für Geschichten sehen. Und Olli, morgen, wir haben das ja gesehen, ne? Also über das Wetter wollte ich ja eigentlich hier beim 24-Stunden-Rennen überhaupt nicht mehr reden. Aber eins ist mal klar, diese Tatsache, dass es nachts so bitter kalt ist, teilweise ja deutlich unter 10 Grad, das könnte Auswirkungen haben, ne? Also wir haben jetzt die Startaufstellung ja ermittelt. Jetzt heißt es nochmal volle Konzentration. Bei Walkenhorst heißt es mithilfe von der Frikadelli-Mannschaft und Klaus Abelen Reparatur. Aber morgen, da zählt's. Ne? 16 Uhr, zweimal rund um die Uhr. Das 51. ADAC Total Energies 24-Stunden-Rennen. Ich glaube, das wird ein Knüller. Und du sprichst die Temperaturen an, die werden sehr, sehr entscheidend sein. Wir haben morgen wahrscheinlich so rund um die 15 bis 20 Grad hier an der Nordschleife. Am Sonntag über 20 Grad gemeldet, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und dann haben wir nachts 3, 4, 5 Grad. Und dann kommt wieder dieser schon so oft erwähnte Faktor, Reifen zu tragen. Das wird eine ganz entscheidende, eine ganz wichtige Sache, die Performance der Reifen bei den verschiedenen Temperaturen, das ist ein Riesenunterschied. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie extrem ein Reifen reagieren kann bei 5 Grad Unterschied, bei 10 Grad Unterschied oder halt am Samstag, Sonntag bei 20 Grad Unterschied. Nachts um 3 Uhr hast du 3 Grad und dann gute 10 Stunden später hast du auf einmal 23 Grad. Das wird ein Riesenunterschied werden. Natürlich gibt es unterschiedliche Mischungen, aber es kommt natürlich auch auf das Setup an. Es kommt darauf an, wie du die Reifen anfährst, wie du die weiter benutzen kannst. Also das wird runter. Und der Patrick hat den Pole-Setter bei sich. Runter zu Patrick und Lello Marciello. Ich meine, der war richtig schnell, aber mir entkommt er so schnell nicht wirklich. Hat natürlich schon mal abgeklatscht mit dem ersten Teil des Teams, aber jetzt sind wir mal gespannt, wie sein Gemüt ist. Er sieht super relaxed aus. Augusto Farfus gratuliert noch. Oh, Stan Harper. Ja, sorry. Jetzt werde ich noch vom Pole-Setter korrigiert. Sorry, Lello. Congratulations, you're the pole setter for the 24 race of the Nürburgring. I mean, it was a good lap. The car is working well since NLS3, actually. I mean, the first two NLS we struggled a bit. Now we found it's a good setup. We are comfortable. All three teammates feels good in the car. Edo, even if he didn't drive since 4 years or 5, he was pretty much straight in the comfort zone. So, I mean, it's good. Mario Engel kommt noch vorbei, gratuliert. Yeah, I mean, like few years ago was P1 or P2, now it's the opposite. So I mean, like few times it's me, few times it's him. So. Es ist interessant, wie nüchtern er das zum Protokoll gibt, dass das Auto funktionierte. Das hat man schon bei NLS 2 und 3 gespürt. Ja, und jetzt hat man alles einfach entsprechend zusammenbekommen. I mean, it's a point of the racing career, pole set at the 24 hours, where you can see a bit more emotion. No, oh, you're focused on the race already. Yeah, I mean, we know how 24-hour qualifying means. I mean, in Spa I was on pole 3 times and I won only once. I mean, we know means nothing. It's always good to start in front, but our goal was to be in top 10, actually, to have a good car for the race. And I mean, for now we have it, and now let's see what happened tonight. Flat out from tomorrow onward. Congratulations, you are the winner of the Scuderia Cameron Klickenhaus Trophy, which is the pole setter trophy for tomorrow. Congratulations, Raffaele. Übersetzt das noch ganz schnell, dass er natürlich sagt, ja, dass auf jeden Fall, jetzt gibt es noch ein schönes Foto, dass er, ja, ich habe ihn gefragt, wo ich ein bisschen emotionaler sein könnte, aber er ist da sehr nüchtern. Er sagt, der Fokus liegt schon 100% voll auf das Rennen und darum geht es am Ende des Tages. Er stand auch in Spa bei dem 24-Stunden-Rennen schon dreimal auf Pole und hat es nur einmal gewonnen. Aber er ist heiß, er will das Ding hier auch endlich mal gewinnen. Raffaele Marciello, der Pole-Setter für die 51. Ausgabe, posiert noch für die Fotografen. Ah, da hat er zumindest ein Lächeln im Gesicht. Jungs, ich glaube, wir sind durch mit dem Top-Qualifying für den Moment, oder? War der Hammer, war beste Werbung für das Rennen, was morgen losgeht. Olli, ich kann es kaum erwarten. Danke dir. Was machen wir denn jetzt heute Abend noch? Runter, ne? Zu unserem Kollegen Lars Kutsche. Ja. Falken Drift Show. Ich glaube, da geht's auch ab. Aber vorher gucken wir uns natürlich das Ergebnis nochmal an. Mit der Pole von Raffaele Marciello, Maro Engel, Kelvin van der Linde, Nick Katzberg. Dann Frank Stiebler im schnellsten Audi. Nico Menzel auf 6, Platz 7 für den Inder Arjen Meini und Platz 8 für den Vorjahressieger für Frederik Verwisch. Das soll's
von uns aus gewesen sein. Eddie Mielke, Olli Martini sagen Dankeschön fürs Zuhören, wünschen euch einen schönen Abend. Wer Lust hat, geht noch runter zur Falkentrift-Show. Und ansonsten morgen früh 8.30 Uhr einschalten oder wach sein oder auf den Tribünen sein, wie auch immer. Da kommt das erste oder das nächste richtige Highlight. Da kommt das Klassikrennen. 3 Stunden Motorsport aus der bisschen etwas älteren Zeit. Wird mit Sicherheit schön. Aber jetzt erstmal Falkentrift-Show. Und wir geben zurück in die Regie. Danke. Radio check. Test. So, ich glaube, wir sind drauf. Hallo Mühlenbach-Schleife. Hallo Mühlenbach. Ich grüße euch alle vom wunderschönen Ostfriesland bis ins tiefste Bayern und natürlich alles dazwischen und daneben. Hallo Freunde, schön euch zu sehen. Wir mussten ja erstmal die Kollegen aus der Kommentatorenkabine ausreden lassen in Sachen Top-Qualifying. Was schön war, aber wir haben gemerkt, ihr habt noch nicht genug von diesem Freitag. Habt ihr noch ein bisschen Lust auf Driftsport? Lasst mal was hören! An meiner Seite der Markus, den ich letztes Jahr kennengelernt habe. Er freut sich genauso, dass ihr alle hier seid, dass wir hier sind bei trockenem Wetter. Und wir haben gerade schon mal, wo die Jungs sich da oben ausgesabbelt haben in Sachen schöne Linie fahren, nicht driften, Rundenzeit auf die Tausendstel und zwar das Starterfeld angeschaut. Das hat der Andy Jähn, das ist einer, der den Nürburgring Drift Cup macht, der kommt aus Belgien, zusammen telefoniert. Und ich glaube, Markus, wir haben richtig viele Drifter hier für euch. Da kommen die ersten, Applaus! Und das ist, ihr kennt ihn alle, James Dean, the Machine! Wow! Natürlich, die Falcon Drift Show wird von Falcon bezahlt. Also, erstmal die Falcon Autos. Genau, das ist Rohan van Riel aus Luxemburg. Das müsste Rick van Gotem sein aus dem Falcon Drift Team. 1 von 5 Fahrzeugen. Kleiner Verbremser, gar nicht schlimm, sofort gerettet. Profis, wie sie sind. So, der nächste aus dem Falcon Drift Team. Schließlich heißt die Show so. Schön quer. Marcel Visser aus den Niederlanden. Und für euch Remo Niesen. Das ist Big Remo. Lasst was hören. So, Markus, die haben wir durch und jetzt präsentieren wir mal den Rest von denen, die gesagt haben, wir möchten hier unten dabei sein. Ja, das ist Steve Maxi Biagioni. Die beiden Monster Energy Fahrzeuge mit den Fahrern Monster Energy, die das ganze Wochenende mit dabei sind, auch oben im Ringboulevard vertreten sind für euch. Und da kommt schon der nächste Schlag auf Schlag. Ja, das ist der Sinan Aslan. Das Auto wurde diese Woche erst noch frisch abgestimmt. Und das läuft schon ganz gut, würde ich sagen. 680 PS für den Sinan im BMW. 6 Zylinder, den er drin hat. Und jetzt kommt ein echter Dampfhammer. Das sind knapp 10 Liter Hubraum. Tut mir bitte einen Gefallen, immer wenn ihr den seht mit dem Auto. Der ist scheiße nervös. Das ist sein erster Driftlauf hier. Gebt ihm bitte einen Riesenapplaus. 9 Liter Hubraum, 740 PS.
Und das war David Carattaz. Ja, man könnte meinen, in diesem Auto, da schlägt das Herz eines S65-Motors. Ist auch so, aber mit Kompressor, 900 PS. So, während der Nächste sich vorstellt, merkt ihr schon, Leistung ist alles, Heckantrieb ist auch immer gefragt, so auch bei der Startnummer 15. Es heißt übrigens nicht, Markus, wenn du einen BMW siehst, dass da ein BMW-Motor drin sein muss. Jeppa! Das ist er, der Roger. Der Roger kommt extra aus der Schweiz und wir grüßen alle Schweizer Fans. Grüezi wohl, gute geile Show heute. Sind Schweizer anwesend? Wo sind die Schweizer? Klar werden wir natürlich das Starterfeld erstmal Auto für Auto sehen. Keine Angst, die werden noch zu zweit, zu dritt runterkommen. Marcel Schindler hier in seinem BMW E30. Nicht so laut, aber richtig schön quer und das wollen wir sehen. Hier der Nächste, Manuel Schrimpf. Oh! So, schön einpendeln, quer runter in die Goodyear-Kehre. Ja, der Mev hat's ganz schön im Griff. Mevel und er bei. Wir gummieren die Strecke für morgen, für alles, was da kommt. Twinbush ist auch dabei mit zwei Fahrzeugen. Genau, hier der Jan Mehring. Und in dem Partnerauto, das ist der Jarell Auger, so heißt der gute Mann. Das hast du echt gut auswendig gelernt. Twinbush Drift Team. Und ihr merkt es, Schlag auf Schlag, schönes Einpendeln, Rhythmus finden. Ah. Schwabenpower hier von Tim Weiner. Im Toyota GT86. Genau, mit Toyota 1JZ-Motor. Und die Dinger werden wir auch beim 24-Stunden-Rennen sehen. Der nächste BMW, Uwe Sehner. Ein Urgestein des Driftsport. Ja, der macht das schon locker seit 15 Jahren, würde ich mal behaupten. Er wird ja auch leicht grau am Haaransatz. Schön links gebremst, damit der Winkel noch ein bisschen größer wird. Extra für euch! Und hier kommt der Erste, der Red Bull Drift Brothers! Joy und Ilya Hontonchi von den Red Bull Drift Brothers, beide mit dem BMW M4. Diese Scheißkisten haben über 1000 PS Leistung. Entschuldigung, das Scheiß nehme ich zurück. Diese geilen Kisten haben über 1000 PS Leistung an der Hinterachse. Paul Steenhuis aus Holland haben wir hier dabei. Haben wir denn auch Fans aus Holland mit dabei? Dann sage ich mal, grüne Dach. Das hat mir eine sehr kluge Frau beigebracht. Das stimmt doch wohl, oder? James Dean! Ja, James Dean, the Machine! Wo seid ihr? Schönen Gruß, letzte Work auf der Fahrertür, Roman von Riel. Und das ist Rick van Gelsem. Seit vielen Jahren im Falken Drift Team mit dabei. Genauso wie Marc Fissers, meine Damen und Herren, im BMW. Schön quer um die Goodyear-Kehre herum. Ja, hier sehen wir den wunderschönen BMW M5 im Falken Trim. Und ja, das Auto sieht nicht so spannend aus, aber das hat eine ganz schöne Besonderheit. Da sind hinten nämlich noch extra zwei Sitze mit drin und das ist ein Drift-Taxi. Ja, unsere Freunde aus England vom Monster Energy Team, die zimmern hier richtig einen rein in die Goodyear-Kehre. Sinan Aslan.
Ja, es funktioniert auch. Auto läuft, Auto funktioniert. Und ganz ehrlich, wenn wir schon geiles Wetter an diesem Wochenende haben, dann machen wir uns halt den Nebel in der Eifel selber. So. Peter van Horik. Und glaubt mir, das ist gerade mal so ein Einrollen, was die Jungs und Mädels hier machen. Hier in der Mühlenbachschleife mittlerweile Tradition, der Abschluss vom Freitag nach dem Top-Qualifying. Keiner hat Lust auf Motorenruhe. Also, Driftsport ist angesagt, der sowieso hier am Nürburgring mehrfach im Jahr zu sehen ist im Rahmen der Nürburgring Drift Challenge. Wow! Amerikanische Power in einem japanischen Chassis. Das ist alles möglich. Umbauten, Hauptsache sie machen Spaß. Hauptsache du hast Leistung an der Hinterachse. Wie bei ihm. Ja, hier ist es tatsächlich mal andersrum. Hier haben wir natürlich ein BMW 3er Chassis der Baureihe E46 und verbaut ist ein Toyota Supra Motor. Schön eingependelt. Ja, zu spät am Gas. Markus, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht das Herz auf. Wie geht's euch, Mühlenbach? Faszinierend. Danke! Oh, das war leise, ihr seid eingerostet. Das machen wir gleich nochmal. Schwindbusch kommt durch. Auch bei dem sage ich Danke! So ist das. Ich würde gerne nochmal was probieren dann nachher. Ihr kennt ihn alle, wenn er nachher wieder kommt, unser geliebter James Dean. Ich würde sagen, James Dean und ihr sagt? Ja, die Leute haben es verstanden. James Dean, the Machine. Ich freue mich drauf. Was heißt, die Leute haben es verstanden? Das sind die besten Motorsportfans der Welt, die wir am Nürburgring haben. Die allerbesten. Mit den Hontonchi, Drift Brothers. Das war der Elion Tonchi und das geht mal richtig schön quer hier runter. Der Nils Visser, ebenfalls aus den Niederlanden. Fuck. So, bitteschön. Mittlerweile zu zweit. Da haben wir ihn, James Dean. Wow. Danke. So, die nächsten beiden, Falkendrifter. Einer muss die Chose ja anfangen mit zwei Leuten. Genau, vorneweg der Rohan und hinterher Big Remo. Wow, da passt kein Papier zwischen. Remo Nieseln absolut nah dran und er muss alleine spielen. Mark Fissers im 5er BMW, das ist deren Drifttaxi, da sind noch drei weitere Sitze drin. Und Uwe Sehner hinterher, Sportautodrifter der ersten Stunde. Da kommt er wieder, der Chrissy. Lass mal was hören. Wow, das wird immer besser. Peter van Horik. Und David Karatas. Es gab eben bei der Fahrerbesprechung die Ansage, ihr dürft machen, was ihr wollt. Stellt euch oben nebeneinander. Erlaubt ist hier alles. Und dann gucken wir mal, was die Jungs uns zeigen. Sinan Aslan als Chaser hinterherfahrend. Hier wieder die Schweizer Paarung, der Roger und der Jan. Los Jan, fahr mal ein bisschen näher ran da. Ja, ihr werdet alle merken, was am Anfang noch so verhalten aussieht. Die werden immer mutiger, die fahren immer näher aufeinander auf.
Und das ist ja nur zu zweit momentan. Twinbush Motorsport. Mittlerweile auch im Driftsport angekommen, die beiden. Ihr seid Team oder als Team seit über 10 Jahren die Rennstrecken dieser Welt unsicher machen in verschiedenen Klassen. Da kommt ganz schön Klang aus der Nissan S13. Ja, Monster Energy hat einen neuen Spielpartner gefunden hier. Und es ist so schön, euch endlich wieder hier zu haben am Nürburgring. Dankeschön! Jetzt haben wir sie, beide im Doppelpack. Die Red Bull Drift Brothers. Das sieht doch klasse aus. Yontonchi, Drift Brothers zu zweit. Jetzt kommen noch einige andere. Auch zu zweit zu uns runter. Okay, der kommt alleine. Und dann habe ich gerade gehört von oben aus dem Vorstart. Dann fängt die Show an. Da bin ich mal gespannt, Markus, was die mit Show meinen. Ja, ich kann es mir schon vorstellen. Ich glaube, ich werde gleich wieder richtig ausrasten. Und ich hoffe, ihr natürlich auch. Wir reden hier von 400 PS aufwärts bis ins Vierstellige hinein. Übrigens, der Entry-Speed hier oben, wenn die da reinfliegen, das sind so 120 bis 130 km/h, haben die meisten Fahrer mir gesagt. Bis auf James Dean, der meinte, er fährt mit 160 rein. Juan von Riel, der hinten dran war. Normalerweise fährt der Linienbus in Luxemburg. Uwe Sehner vom Sportauto Drift Team noch einmal durch. Danach die nächste Zweierpaarung, bevor sie, glaube ich, alle warm gefahren sind. Ah, schön zu sehen, stehende Hinterreifen im Kurveninneren, bevor sie den Koffer rumgeschmissen haben. Das Knallen, was da gerade eben zu hören war, das ist übrigens dem großen Kompressor zu verdanken, den der David Karatas hier verbaut hat. Ja, und das Rauchen, was Sie sehen, meine Damen und Herren, ist den durchdrehenden Reifen zu verdanken, meinst du, oder? Ja, die riechen schon ganz schön gut, diese Falkenreifen. Sinan Aslan gerade durch, auch der muss noch einen Spielpartner finden. Und ich sehe vereinzelt Feuerwerk. Ich glaube, wenn es ein bisschen dunkler ist, ein bisschen vernebelter, kommt das noch richtig gut.630 PS hatten wir gerade bei Manuel Schrimpf. So, da habt ihr gerade schön an dem Licht in der Frontscheibe sehen können, an dem roten, wenn die Jungs auf die Bremse zippen. Hier nochmal der Toyota GT86. Tim Weiner, der normal im Nürburgring Drift Cup unterwegs ist, 450 PS in der Kiste. Wir haben ihn wieder, den Christi Hamacher. Dafür, dass der Christi so nervös gewesen ist, der macht doch eine richtige Mega-Show. Würde ich auch sagen, oder was meint ihr da draußen?
So, und so langsam formiert man sich dort oben, guck mal in die Richtung, formiert man sich dort oben, dass man so ein bisschen mit der Show anfangen möchte. Da gibt es auch ein bisschen mehr Nebel, da gibt es ein bisschen was zu sehen hier unten bei euch vor den Tribünen. Ey, ohne Scheiß, ich habe 2007, Markus, hier Formel 1 gemacht. So voll waren die Tribünen bei der Formel 1 noch nicht mal. Da siehst du mal. Nein, Drifting. Das stimmt. Drifting ist einfach geil. Dieses faule Fußvolk bei der Formel 1 wollte nicht hier runter. Danke! Scheiße, ihr seid so geil. Und jetzt geht's hier gleich so richtig ab. Jetzt gibt's kein Halten, jetzt gibt's keine Regeln mehr, jetzt gibt's nur noch Qualm. Ach, weißt du, was kommt? Ich hab davon gehört. Naja, dann lass uns mal alle überraschen. So, da geht's los. Gucken wir doch mal, was die Jungs und Mädels hier machen. Mit uns, für euch. Ein guter Freund hat mir mal gesagt, jetzt wird's geil. Mit dem Falken Drift Team. Das ist Fahrzeugbeherrschung. Der winkt euch, der James. Rohan von Riel, Marc Fissers und? Ja, James Dean. Es fängt an, es kommt. James Dean. Danke. So, er hat keinen zum Spielen gefunden, während die drei dort unten auf der anderen Seite weitermachen. Halten wir den Nebel in der Mühlenbachschleife für euch fest. Oh, was haben wir denn da? Wow. So funktioniert übrigens bei Driftern eine Baby-Reveal-Party. Oder Gender-Reveal-Party, das macht man doch heutzutage so. Na gut, immerhin können wir nicht sehen, wenn sich hier einer festklebt bei dem Nebel. Dann hätten wir ein Grip-Problem. Egal. Kommen wir zu den Nächsten, die im Nebel runterkommen, zu uns, leicht bläulich hier in der Mühlenbachschleife. Schön, dass ihr hier seid. Vielen, vielen Dank. Also ich meine die Drifter mit ihren Autos, die diesen Kreisel machen. Wie findet ihr denn diesen Geruch? Es gibt keinen besseren Geruch auf dieser Welt. Ja, das waren jetzt drei Franzosen zusammen. Ein französischer Dreier. So, Markus, du musst auch sagen, die Jungs und Mädels, die auf Einladung von Falken hier runterkommen, die zahlen die ganze Chose komplett alleine. Bis zu 4 Satz Hinterreifen gehen in so einer Stunde drauf. Die müssen sie mitbringen, die haben ihre Kollegen dabei, ihre Kumpels. Die pennen hier unten in der Mühlenbachschleife für euch, für diese Show. Ja, und das sind ja auch keine ganz normalen Hinterreifen. Ja, genau, lasst was hören, komm! Was hier verbrannt wird, sind meistens Semi-Slicks ab 2,45 bis 2,95. Zack, die nächsten beiden. Ich hoffe, ihr könnt noch alles sehen bei dem leichten Nebel, aber ich glaube, das macht die Nummer aus, oder? Ja, hier haben wir den Manuel Schrimpf und dahinter steht der Sinan Aslan. Reiht sich schön ein. Die können euch in den Autos hören. So ist richtig. Da wird mal eben der Seitenstreifen mit eingezogen. Einen schönen Burnout noch dazu. Und ab dafür, danke dir! Das, was hier gerade zu hören war, das ist übrigens ein Klatschkick. Da kann man ruhig mal klatschen. Kupplung? Kupplung. Wenn die Leistung ausgeht, dann kann man mal Klatschkick machen.
geht schön ins Material, wie so ziemlich alles beim Driften. Für euch Twinbush Motorsport, die mittlerweile im Drifting angekommen sind. So, jetzt haben wir es gehört. Jetzt bekommen wir eine Fullspeed-Action. Hoffen wir mal, dass hier der James leadet, weil wir wissen, der James fährt ganz schön schnell hier rein. Okay, Markus, ich übersetze das Ganze mal. Höchstgeschwindigkeit ist jetzt hier gleich angesagt. Das wurde uns von unserem Informanten, der am Funk steht und in Verbindung ist, oben mit der Rennleitung durchgesagt. Jetzt erstmal keine Show. Was ist Fullspeed, Markus? Richtig Speed, bevor ich den Drift einleite. Ja, also Fullspeed, so wurde es gerade betitelt. Ich nenne es eher den Entry Speed. Und der Entry Speed ist der Moment, in dem man den Drift einleitet. Das geht entweder mit der Handbremse oder eben mit richtig Leistung. Oder mit Gegenpendeln. Falcon Drift wird es uns präsentieren. Drei Autos schicken sie runter. Lasst mal was hören für die drei. Rick van Gotem als Dritter dreht sich ein, bleibt aber auf der Strecke. Ohne Scheiß, der Rick hat nur mal nachts irgendwo sturzbetrunken die Strecke verlassen, aber zu Fuß, nicht im Auto. Irgendwie kriegt er das immer hin. Ist das Uwe Sehner? Ja, das ist der Uwe und der Tim. Ein Ludwigsburger Duo. Wir könnten sagen, das sind Schwabe. Der Uwe fährt ausnahmsweise sogar mal die Paarung Karosserie und Motor, dass es passt. Das ist nämlich ein M3-Motor, allerdings wiederum mit Kompressor. Ihr seht schon, hier ist alles erlaubt, was Spaß macht. Du kennst doch auch jeden. Kennst du Dominik Linke? Nee, der sagt mir nichts. Doch, ich glaube, vielen sagt das was. Der ruft mich gerade an und sagt, mach doch mal den Scooter. Könnt ihr mir helfen? Dup, 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 dup. Es geht lauter. Dup, 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 dup. So, Dominik am Telefon, das war für dich. Danke! Mensch, ihr seid absolut der Wahnsinn heute. Vielen, vielen Dank euch! So muss 24 Stunden der Freitag, nee, nicht enden. Wir haben ja noch weit, immer eine halbe Stunde, wir haben alle noch Bock. Und wir gucken mal durch den Nebel, was da an Lampen zu uns runtergeschickt werden. Aber die nächsten beiden, ohne Lampen, egal, gib ihm! Monster Energy Drift, auch hier beim 24er. Also einer der beiden ist auf jeden Fall Steve Baxi Baggioni, aber ich kann das nicht mehr so ganz erkennen, wer wohl der zweite sein wird. Keine Chance, ich sehe... Ja, es muss das zweite Monster-Auto sein. Ja, da arbeitet ein schöner amerikanischer LSX-Motor mit richtig, richtig Dampf unter der Haube. Markus, wir sind jetzt schon an dem Punkt, den wir normalerweise immer zum Abschluss der Drift-Show hatten. Ich freue mich echt, was die uns noch zeigen werden. Der nächste Kreisel vor euch und für euch. Ja. Oh, oh. Ich glaube, da muss der Gärtner morgen noch mal ein bisschen Gras haben einsehen. Egal, sieht man nicht. Vielen, vielen Dank, ihr beiden, für die Einlage. Das Ganze noch mal auf der anderen Seite der Goodyear-Kehre. Über 9 Liter Hubraum, 700 PS, 1000 Newtonmeter Drehmoment. Das ist Power! So muss das! Das ist der Chrissy gewesen. Der Chrissy war so scheiße nervös, vor euch zu fahren. Und ich möchte die Mama von ihm grüßen, denn er hat einen nagelneuen Helm auf, den er von der Mama für heute geschenkt bekommen hat.
Darf ich mal einen Applaus für den Chrissy haben? Und bitte auch einen für die Mama! Er erfüllt sich heute Abend hier einen absoluten Traum, hier fahren zu dürfen. Oh, Chrissy, du bist der Größte. Da sind sie wieder. Vorneweg der Rohan von Riehl, dahinter James Dean the Machine und dahinter Big Remo. Das ist so geil, wenn der Mitarbeiter hier vom Andi Jähn runterkommt, zeigt drei Finger und sagt, let's go. Die nächsten drei. Ja, und wenn dem David Karatas die Leistung mal kurz ausgehen sollte, hat er auch noch eine Lachgasflasche mit an Bord. Also noch mal ein paar PS mehr dazu. Da kommen sie wieder, Eli und Joe, lasst was hören! Hier haben wir wieder die Schweizer Paarung. Vorneweg der Jan und hinterher der Roger. Rick van Goethem und Mark Vissers vom Falcon Drift Team. Ja, was wir jetzt hier gerade sehen, das sind Twin Battles par excellence, würde ich sagen. Und so werden die Wettbewerbe auch gefahren. Der Fahrer, der vorne wegfährt, der ist der Leader und er gibt die Linie vor. Der hinterherfahrende Fahrer ist der Chaser und kopiert die Linie des vorherfahrenden Fahrzeugs perfekt zu kopieren. Hat er gerade noch gerettet, unser Paul Steenhuis. Ja, und wenn ihr Bock habt, die Autos nachher mal aus der Nähe zu betrachten, diese Powerpakete von Motoren mal genau anzusehen, dann kommt doch einfach zu uns ins Fahrerlager, schaut es euch an. Die Fans, die Fahrer freuen sich, die Fans freuen sich auch. Und ja, kommt vorbei, schaut es euch an. Der Chrissy wird immer mutiger. Zu mutig? Da haben wir ihn, James Dean the Machine und dahinter Steve Baxi Biagioni. Wir merken, ihr seid noch nicht wirklich müde, ist das richtig? Big Remo und Rohan van Riehl, wow! Ja, ohne Scheiß, mittlerweile sind die richtig eingegroovt. Ihr merkt das auch, dass sie Bock haben auf mehr. Ich frage euch gar nicht, alles gut, ihr müsst nicht antworten, aber die haben Bock auf mehr. Und da kommen die nächsten beiden, Uwe Sehner und im Toyota GT86. Genau, das ist der Tim Weiner. Tim Weiner, richtig. Aber schön, dass die beiden auch dabei sind. Nochmal, alles auf eigene Kappe, sie haben Bock, diese Bühne geboten zu kriegen. Und freuen sich hier zu sein im Rahmen der 24 Stunden am Nürburgring. Genau, der Lars sagt es. Diese Fahrer, die bezahlen die Reifen selbst und wenn das kaputt geht, bezahlen sie das auch selbst. Alles, was die haben, ist euer Applaus. Dafür sind sie hier, dafür machen die das Ganze. Also lasst was hören für unsere Fahrer. Hey Markus, du machst das richtig gut. Prost! Na denn, Prost, Lars. Sag mal, wer von euch hat was zu trinken? Prost! So kenne ich euch, so kenne ich uns. Schön, dass wir hier sind, alle zusammen. Mit den Honchonchi Drift Brothers.
Vielleicht kennt ihr die beiden sogar. Es gab sogar mal eine eigene Show auf D-Max im Fernsehen mit den beiden. Ja, von Red Bull vor einigen Jahren angesprochen. Red Bull wollte mit denen was machen und die haben ja schon vor einigen Jahren vor der Einführungsrunde der 24 Stunden gedriftet. Einmal rund um die Nordschleife. Ich glaube, die mussten viermal Reifen wechseln. Natürlich nur hinten. Und die Drift Brothers, die machen das schon, ja, ich würde sagen, seit über 10 Jahren. Seit 10 Jahren ungefähr mache ich den Quatsch. Da habe ich die beiden kennengelernt. Unglaublich. Und wer mal Lust hat, das selbst auszuprobieren, der sollte sich vielleicht mal kurz eine Internetseite notieren. Drift.de. Ja, so wollen wir das sehen. Remo Neeson und James Dean auf Kuschelkurs. Ich glaube, der Dominik, der mich eben angerufen hat, der ist stolz auf euch. Das kennt echt jeder, Markus. Mir ist sowas, Markus, vorher nie eingefallen. Weißt du, ich immer so einfallslos. Oh, 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 oh. Hey, bitte nochmal und lauter. Oh, 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 oh. Wow, wow. Das war mal eng dran. Ja, eng dran, würde ich auch mal sagen. Ja, Prost. Die Nächsten zu dritt. Uwe Sehner mittendrin. Dahinter noch der Tim Weiner hinterher. Und mittlerweile sind wir so weit, dass oben im Vorstart schon fleißig geschraubt wird. Die meisten haben schon den zweiten Satz Hinterreifen drauf. Auf der angetriebenen Hinterachse. Auch die beiden. Schön, ohne einzuschlagen, ohne ins Kies, bis an den Streckenrand mit dem Arsch von den Autos gedriftet. Ja, wir hatten heute noch gar keinen Zwischenfall, also das läuft ja wie am Schnürchen hier. Hier haben wir dreimal Toyota Power, dreimal Toyota 1JZ oder 2JZ, ihr kennt die Motoren. Und da kommt er wieder, diesmal in der anderen Reihenfolge. Vorneweg James Dean the Machine und dahinter Big Remo. Ja, Kiesbett Remo genannt, ab heute, ab momentan, ab jetzt. Da hatte ich gerade ein bisschen früh gelobt, was? Du, der hat beim Einlenken, hat er selber schon Scheiße gerufen. Weil der ist normalerweise so präzise, weltweit unterwegs für Falken. Für das Drift-Team, er ist eine Präzisionsmaschine und er wird sich so geärgert haben, rausgeflogen zu sein. Da ziehen wir den gleich mit auf. Apropos weltweit, ja, da muss ich noch mal was zu unserem Lieblings-James sagen. James ist derjenige, der auch die Formula Drift fährt, die weltweite größte Drift-Challenge, die es gibt. Und der Mann, der war vergangenes Wochenende noch in Atlanta, ist hierher geflogen, während sein Auto noch beim Mapping war, wurde alles mal schön frisch gemacht und jetzt ist er hier für uns. Marc Vissers, Rohan van Riel. Da fährt er ganz schön nah ran, der Rohan. So machen die Luxemburger das. Sind auch Luxemburger hier. Letzeburg. Ja, wo seid ihr? Drei Stück da oben. Ja. Oh,
Auch das war wieder sauber. Mal schauen, was als nächstes kommt. So, Luft anhalten, die nächsten beiden. Die nächsten drei. Und das waren alle drei Schweizer. Wo sind die Schweizer heute? Hudegeil. Der hat die Tür offen gehabt. Ja, übrigens, wir müssen mal für den Abschluss, wenn alles fertig ist, so langsam anfangen, was zu üben. Wenn ich dann zweimal Danke sage, das erste Mal nach dem Danke müsst ihr Falken sagen. Aber das üben wir nach den Dreien. Wow! Schönen 360-Grad-Dreher abgefangen. Im Rückspiegel gesehen, die Kollegen passen genau auf, da ist nichts passiert. Also nochmal zurück für ganz später, wenn wir fertig sind fast. Wenn ich das erste Mal Danke sage, müsst ihr Falken sagen, weil die machen die ganze Chose, ja? Wir nutzen die Zeit und probieren das mal eben ganz kurz. Danke! Das ist geil. Und keiner hat bitte gesagt. Und danach kommt noch was Schwieriges, aber das kriegen wir zusammen hin. PS. Wie viel? 9,5 Liter, einen ganzen Wassereimer voll Hubraum. Wow. Ja, dafür, dass der so also zu nervös war. Das Falken, die Driftshow präsentieren, hat das schon geklappt. Die ganze Chose hier unten macht, jetzt wird es schwierig, Sport total. Danke! Aber ich glaube, das wird schön werden heute Abend. Während wir hier nochmal Rohan van Riel sehen mit einem 360er beim Einlenken, einmal rundherum, diesen Eifel-Rundumblick. Ja, der Rohan hat einen 360 gemacht für euch. Ich glaube, das wird gut. Also danke Falken und dann danke Sport total, oder? Danke! Danke! Wahnsinn! Damit verabschieden wir uns, aber das dauert noch eine ganze Zeit lang. Hier haben wir die nächsten beiden. Marc Fessers und Uwe Sehner. Hallo! Ja, Markus, ich könnte das im Prinzip jedes Wochenende machen. Ja, es gibt genügend Luftveranstaltungen. Kommen wir einfach mit dazu. Ja. Monster Energy Drift. Monster Energy. Eine riesen Auftaktparty gemacht am Mittwochabend im Brünnchen. Kollege Eddie Milke hat aufgelegt, 500 Liter Freibier gab's. Und die sind immer noch nicht kaputt zu kriegen. Ihr ja auch nicht. So, und da kommen die Nächsten zu uns runter in die Goodyear-Kehre. Ja, da haben wir sie wieder, die Drift Brothers. Ein ganz kleiner Dirt Drop. Ein was? Ein kleiner Dirt Drop. Okay. So nennt man das, wenn man beim Driften etwas von der Strecke abkommt. So, immer noch zu dritt kommt man zu uns runter. Ja, das war kein Dirt Drop mehr, das war...
Ja, das war so ein in die Kurve nach innen rausflieger. Der war nicht schnell genug beim Abflug. Hey, das kann passieren. Macht ihr das mal vor Publikum. Das ist schon eine ganz große Nummer, was die Jungs und Mädels uns hier zeigen. Und ohne Scheiß, der ein oder andere ist immer noch nervös im Auto. Weil er genau weiß, ihr seid hier. Und die wollen irgendwie das Beste zeigen an diesem Freitagabend in der Goodyear-Kehre. Ja, und vielleicht noch ein kleines bisschen Werbung. Wer heute Blut geleckt hat und das Thema Driften ganz gut findet, es gibt den Nürburgring Drift Cup, den gibt es mittlerweile dreimal im Jahr. Und die nächste Veranstaltung ist am 1. August-Wochenende. Könnt ihr euch gerne ansehen. Samstag und Sonntag den ganzen Tag driften. So, und da kommen wieder drei von unseren Falken-Driftern, ja, denen wir das Ganze zu verdanken haben hier unten in der Mühlenbach-Schleife. Immer wieder freitags beim 24-Stunden-Rennen. Winkt mal zurück. Rohan van Riel, Marc Vissers und Remo Nietzen. Da bekomme ich jedes Mal Gänsehaut, wenn der Wagen in den Begrenzer läuft. Ja, was man extrem gut hören kann. Bam, 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 bam! Dup, 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 dup. Ich weiß nicht, wo ihr heute Abend hingeht. Wir kommen mit. Ja, ab zum Scooter-Konzert. Uwe und Tim für euch. BMW Sportauto, Toyota GT86. Uwe macht sich da durch, ab zum nächsten Punkt, wo die beiden nochmal diesen Kreisel machen. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Begrenzerparty. Wo ist er denn, der Begrenzer? Ich höre nichts. Ab dafür, rauf wieder den Berg zum Vorstart. Und da kommen die nächsten beiden für euch. Die nächsten drei für euch. Ach, der wunderbare Geruch von verbranntem Gummi am Abend. Dankeschön. Sehr schöne Vorführung für den Driftsport, den wir, du hast es eben angesprochen, beim Nürburgring Drift Cup mehrfach im Jahr hier erleben können, den ihr erleben könnt. Nutzt Google, gebt einfach mal einen Nürburgring Drift Cup. Schöne Veranstaltung, viele, viele tolle Leute. Oder auch Facebook und Instagram. TikTok, AOL, Arcor. StudiVZ. Auch ein ganz netter Begrenzer in dem RB26. So, ab dem Moment, meine Damen und Herren, werden die Nebelscheinwerfer eingeschaltet. Gibt es wieder zwei? Ich sage immer zwei und dann kommen drei runter. Nee, das sind zwei. Die beiden Hontonchi Drift Brothers, Eli und Joe Hontonchi von Red Bull, für uns hier 1000 PS plus. Somit jetzt 2000 PS plus. Es sind 2000 PS in der Mühlenbach-Schleife auf zwei BMW M4 verteilt.
Das ist doch ein Bild für Götter. Schaut euch das an. Wow. Joe Antonci, Eli Antonci für die Drift Brothers von Red Bull hier bei uns am Nürburgring. Hier war es nicht der Begrenzer, hier war es das Anti-Lag. Sehr, sehr geil. Ich mag das nicht. Wie die beiden in Schockstarre da stehen. Ist der Eimer Wasser, also 9,4 Liter Hubraum gerade ausgegangen? Nein. Nee, glaube ich nicht. Guck mal, der Helm kommt raus, da schaut man aufeinander. Auch bei den Driftern achtet man. Und jetzt, was passiert? Ja, auch bei den Driftern achtet man. Ich glaube, das ist der größte Zusammenhalt, der überall im Motorsport zu spüren ist. Wenn es mal einklemmt, dann egal, hilft der andere machst, sofort mit. Deshalb lieben wir das alle hier. Manuel! Ja, jetzt ist das Auto verschwunden. So, mal ein Riesenapplaus für die Kollegen der E-Units, die jetzt beim Abschleppen helfen. Diese beiden Jungs, die haben einen langen Tag hinter sich, heute Morgen schon mit der ersten Veranstaltung begonnen. Dieser Pickup-Truck, dieses E-Unit-Fahrzeug kann bergen, kann löschen, kann eine Ölspur in der Fahrt abtreiben. Und die haben sogar noch geiles Radio. Euer Applaus für die E-Units! Ja, aber in dem Fall brauchen wir die E-Unit gar nicht. Hier wird das Auto noch geschoben. Hey. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Chrissy, die Mama schaut zu. Du hast den neuen Helm auf. Gut, den kann er bei der nächsten Veranstaltung noch aufziehen. Gebt uns ein, zwei Minuten, bis wir das Ding an den reißfesten Abschlepphaken gehangen haben. Ja, was machen wir denn so lange? Gibt es da ein Überbrückungsprogramm? Ja, ich weiß. Applaus für die beiden von der E-Unit. Guckt euch mal den Pickup an. Für euch die E-Unit vom Nürburgring. Riesenapplaus. Hey, ohne Scheiß, Markus. Diese Autos wurden am Nürburgring erfunden. Für die Sicherheit auf der Strecke, Heinz Domagalla damals. Und diese Autos sind schon nach Dubai verschifft worden. Diese Autos waren schon in Bahrain. Internationale Rennstrecken haben sich diese Autos angeschaut. Und jetzt hier für euch. Ja. Aber sag mal, so ein Pickup, der hat doch auch Heckantrieb, oder? Tja. Also. Ja, war nur eine Frage. Es ist, ich kenne da Veranstaltungen, da fangen die Fans irgendwann mal an zu rufen. Burnout, Burnout, Burnout. Also ich kenne da Veranstaltungen, da fangen die Fans relativ laut an zu rufen. Burnout, Burnout. Edge. Ja, der muss jetzt seine Arbeit machen. Er hätte sicher auch Lust. Dankeschön! Ja, ich glaube, der Chrissy hätte jetzt wieder Lust. Die Karre läuft wieder. Ich meine, wir haben jetzt gerade hier für zwei oder drei Marshalls der Streckensicherung applaudiert. Seid ihr euch eigentlich bewusst an diesem Wochenende rund um die Strecke beim 24-Stunden-Rennen, dass wir über 1000 Marshalls der Streckensicherung, wie gendert man Marshalls, Marshallinnen, hier haben? Mal einen Riesenapplaus für über 1000 Helfer, um diese Veranstaltung überhaupt möglich machen zu können. Ja, plus dir, Markus.
Ja, Marshalls oder Sportwarte. Also der Streckenposten, das ist das Stück Gras, wo die drauf stehen. Sonst kriegen wir immer böse WhatsApp oder E-Mails in die Sprecherkabine. Aber ich glaube, ich sehe nirgendwo rote Flaggen. Ich sehe, dass oben Autos stehen und ich frage euch, können wir weitermachen? Danke! Ihr habt das schon geil verstanden, wann ich in Bitte will und das später noch so ein Danke Falken, Danke Sport Total kommt. Das Sport Total müsst ihr schön artikulieren, aber das machen wir später. Oh, ich liebe diesen Job, Markus. Markus. Ja, ist richtig, Markus. So, was ist jetzt da oben? Können wir? Also wir wären bereit hier unten. Wir können euch gerne mal applaudieren, dass ihr uns da oben hören könnt. Macht mal ein bisschen Lärm hier. Wer? Hat funktioniert. Ja, da haben wir wieder Irland und England. Ihr kennt ihn, James Dean the Machine. Da passt nichts mehr zwischen. Mensch, die beiden, die haben's drauf. Und die zieht's durch bis ganz hoch. Michael Schumacher, schaut's euch an. Johan van Riel, Letzenburg. Schön, dass dir das auch einfällt. Ich habe eben gefragt, da hinten sitzen ganz viele Luxemburger auf der Tribüne. Und hier sind noch zwei gekommen. Ja, willkommen am Nürburgring, kann ich nur sagen, Alex. So, nochmal, zweimal Falken Drift Team. Marc Vissers und Rick van Goethem waren das. Ich glaube, die ziehen es auch durch bis ganz hoch, dass Michael Schumacher ist. Das ist übrigens auch die Strecke, die beim Nürburgring Drift Cup gefahren wird. Uwe Sehner in der Verfolgung vom Tim im Toyota GT86. Aber schon wieder nichts mehr zu trinken. Ich weiß nicht, irgendwie die Flaschen, die haben ein Loch oder so. Das war dann wohl ein schweizer-französisches Sandwich, so kann man das nennen. Egal wo die herkommen, Motorsport verbindet. Das merkt ihr auch am Starterfeld der 24 Stunden. Das merkt ihr, wenn ihr euch unter den Fans anschaut, fragt, wo ihr herkommt. Motorsport ist international, Motorsport muss einfach nur Spaß machen. Und ich glaube, Markus, wenn alle so wären, alle Menschen so wären wie Motorsportler, dann hätten wir verdammt viel weniger Probleme auf diesem Planeten. So ist es einfach. Genau, ihr seid wunderbar. Da kann man schon mal klatschen. Das ist ein gutes Zitat. Das schreiben wir uns hinter die Ohren. Danke, Lars. Das war ein Statement. Da kommen die nächsten beiden. Ich meine, mit dem Blick auf die Uhr, wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Zeit und die kommen ja immer noch zu dritt runter. Oder wie in dem Fall zu zweit. Da kann noch einiges passieren. Wow! Schön nebeneinander, schön nah rangefahren. Ja, da wurde richtig geil korrigiert, aber alles für euch. Es ist ja wirklich die Aufgabe vom Hinterherfahrenden, die Linie zu kopieren, so eng ranzufahren. Wow, schau doch, wie schnell die sind! Richtig Alarm! Leck schön mich am Arsch. Wow! Und ziehen Sie es durch bis ganz hoch? Ja, leider nicht. Nee, ohne Scheiß, da brauchst du echt ein bisschen Eier in der Hose. Ein bisschen? Also im normalen Track-Setup hier am Nürburgring Drift Cup, da ziehen die Leute hier, Michael Schumacher ist bei 160 bis 170 die Handbremse, mein Freund. Eier. Das sag ich ja. So, es regnet nicht, die Strecke ist trocken, wir haben alle Bock. Ihr auch noch, oder? Ja.
Ja, wir haben lange nichts gehört hier. Eben. Also, runter mit euch zu viert. Nee, zu dritt. Die nächsten drei für euch. Ey, du merkst echt, wo der Letzte sagt, ich krieg euch, ich krieg euch, ich krieg euch. Ja, der kommt ran, der fährt immer ran, der Letzte. Oh, guck mal, ganz alleine, der braucht richtig Applaus von euch. Dem müsst ihr helfen! Paul Stenhus für euch! Und der hat was ganz Besonderes eingepackt. Das sieht doch mal geil aus. So, es wird ein bisschen bunt. Hier bei uns in der Müllenbach-Schleife, in der Goodyear-Kehre bei Falken. Das ist eins der Schlagworte, was ich später brauche. Ich habe gehört, auch Falken hat neue Reifen drauf, aber warten wir noch ein bisschen drauf. Blaubeer! Wow! Das ist er, der Driftkönig! James Dean, the Machine! Wow! Monster Energy für euch hier am Nürburgring im Rahmen der 24 Stunden, beim 24 Stunden Rennen. Monster Energy hier oben im Boulevard für euch bis Sonntag Nachmittag vertreten. So, und da kommen sie, die Horde der Drifter runter. Da kommt zu uns in die Müllenbach Schleife. Okay, gib ihm! Jetzt gibt's keine Regeln mehr. Jawohl. Ihr seid so ruhig. Habt ihr noch ein bisschen Ausdauer? Dürfen wir noch ein bisschen spielen? Ich habe keinen Ton verstanden. Sollen wir noch ein bisschen weitermachen? Sehr gerne. Danke. Ja, ich würde mal sagen, ab jetzt ist No Limits. High speed! Is that a Supra? Ja, Markus, so schnell kannst du gar nicht gucken. Wie die nicht nur an uns vorbeifahren, wie es weiter den Berg nach der Goodyear-Kehre raufgeht. Yo! Wow! Der Remo zieht noch bis zum Schluss. Kontakt, Wahnsinn! Uwe Seener da ganz kurz die Linie verloren. Da geht man schon mal auf Tuchfühlung beim Driften. Der Monsterpilot absolut aufgepasst dahinter, wusste genau, was passiert. Ja. Und so ein bisschen touchy sein ist ja völlig okay. Taxi. Touchy. Touchy. Gesundheit. Neun Fahrzeuge für euch! Lars, kannst du dich erinnern, wie der Andy beim Briefing vorhin noch gesagt hat, nicht mehr als vier auf einmal? Und alle haben ja gesagt, Andy, nicht mehr als vier auf einmal. Ich habe gerade neun gezählt. Ist egal, wir wussten bei dem Blick in die Augen von den Fahrern, die haben gesagt, Andy, also das ist der Typ, der alles organisiert. Okay, du kannst mich mal. Jeppa, der Zehnte.
Häuser. Denen haben wir das zu verdanken. Falcon Tires präsentiert die Drift Show auch 2023. Merkst du? Ist schon fast langweilig nur mit zwei, oder? Ja, ja. Ja. Er sagt jetzt, glaube ich, gerade zum vierten Mal, jetzt kommt von allen die letzte Runde und dann kommen die nochmal. Schön. Hey, Uwe! Oh. Da passt da aber nichts mehr zwischen vorne. Beim Sportauto BMW. Als Chaser nennt man das, der hinten herfährt. Ach so, ja, Entschuldigung.